Und es war schade, aber... Wollen wir erstmal was essen? Das ist immer deprimierend. Ne? Stell dir vor, es wäre schon 1,5 Stunden gegangen. Das war das auch schon gut, dass du mal darauf geachtet hast. Beim letzten musste es uns dann noch passieren. Ja. Wir sind bis hierhin ganz gut durchgekommen. Lustig, ne? Genau. Ja, wir haben auch sehr spontan jetzt auch immer angefangen. Ich dachte, wir proben noch vorher. Du warst mit deiner Cola leider ein bisschen zu gierig. Ja, ich wusste ja nicht, dass... Das ist dann Cola Light. Sieht jetzt aus wie ein Rosé. Das sieht aus wie verdünntes Blut, aber. Das sieht doch nicht aus wie Cola. Das ist mal Platz 10. Ja. Der Schrecken von Dracula. Fear of Dracula. bevor wir jetzt groß überlegen, wie gekünstelt das aussieht, fangen wir einfach nochmal an. Moment, aber womit fangen wir nochmal an? Wir fangen mit ganz von vorne. Mit dem Anschluss machen wir nochmal. Der Anschluss, der kommt auch, aber den haben wir eben auch nicht ganz am Anfang gemacht. Aber wir könnten natürlich, wir können ja anders anfangen, einfach was anderes machen. Das heißt, wir können ja so schon stehen. Und wenn das Video angeht, dann klingen wir zusammen und dann. Ich fand den smoothen Übergang eben auch sehr nett tatsächlich. Wie war der Übergang? Wir haben einfach angefangen. Ja, wir haben darüber geredet, dass wir dich nicht anfangen lassen sollten. Genau, weil ich mich nicht über euer, also ich will jetzt nicht sagen, die Puffings Top 10. Damit du, der macht sich ja nur darüber lustig, was wir anhaben. Genau. Aber wir sind ja hier, um heute die Liebe zum Brettspiel zu zelebrieren. Auf jeden Fall. Es geht ja hier nicht um irgendeine Top 10. Ich zitiere an der Stelle einen bekannten Brettspielexperten von vor 10 Minuten. sondern es geht wirklich um die Top 10. All time, eure beiden Lieblingsspiele und meine Liste der wirklich guten Spiele, nämlich eure Liste. Und deswegen finde ich, muss das hier schon ein bisschen sein. Und deswegen sind wir auch hier ein bisschen besser heute ausgestattet. Und wir müssen noch anstoßen. Genau. Auf den Markus. Auf Markus. Mit einem Chateau de Coca. Genau. Langjährige Kanalzuschauer werden damit Insiderwissen jetzt belohnt. So viel Ruhe wie gerade beim Anstoßen, wenn wir in den nächsten 2 Stunden nicht mehr spielen. Also was kommt jetzt? Jetzt kommen die Hammer-Highlight-Spiele, ja? Wir haben ja sowieso schon die Top 100 und zwar mit den Top 100 haben wir die besten, allerbesten, besten Spiele. Es gibt keine besseren. Richtig. Zumindest ne? Lieblingsspiele. Generell. Ja, also du redest über meine Liste, aber was wollt ihr beide? Nein, Quatsch, natürlich. Wir haben die Lieblingsspiele von uns ausgesucht. Ne? Ben hat seine Lieblingsspiele ja gemacht, seine Top 100, ich meine Lieblingsspiele. Und Karl präsentiert eure Liste. Und jetzt haben wir die Top 20 gehabt. Wir haben davor die Top 30. Das waren schon wahnsinnige Brecher. Ja, Spiele, weshalb man einfach nachts um 4 immer noch spielt. Und jetzt kommen die Top 10. Und das sind wirklich die Spiele, wo man einfach ein Grinsen auf dem Gesicht hat letztendlich. Und wenn jetzt jemand sagt, aber ihr habt ja die ganze Zeit nur so Lopulei betrieben, das ist ja fast wie Werbung. Das ist ja auch die 10 beliebtesten Spiele. Ich wollte sagen, das kann passieren. Ne? Also es kann einfach sein, dass wir ab und zu jetzt ein bisschen vor Freude einfach... Bei mir könnte das passieren, dass es nur 5 Spiele gibt, die ich wirklich gut finde und die restlichen 5 ich dann mit irgendwie Liegespielen fülle. Aber ja, bei mir würde kein Galaxy Trucker auf der 9 vorkommen. Das ist wahr. Okay, spannend. Es kann natürlich aber auch sein, dass wir die Spiele der anderen gar nicht so gut finden. Und das fragen, was machen die auf der Top 10? Das kann ich mir durchaus vorstellen. Also ich gehe da so ran. Ich gehe erstmal davon aus, dass ihr beiden Quatsch ausgesucht habt. Dann kann ich nur positiv überrascht werden. Mhm. Okay, ich sollte nicht ganz so anti sein die ganze Zeit. nein. Also ich bin da schon sehr gespannt, was ihr habt. Ich habe hier wirklich eine sehr interessante Liste. Ich bin gespannt, wie viel sich davon mit euch noch überschneidet. Es gibt da noch einiges an Potenzial. Ich würde sagen, 2 Sachen vielleicht. Okay. Wir haben auch noch was anderes vor. Und zwar hat Ben über Flo's Top 10 nachgedacht. Richtig, wir haben letztes Mal auch gesagt, ne, dass meine Liste eigentlich ja fällig ist. Wer meinen Kanal guckt und die Top bis 11 geguckt hat, der weiß ja schon, was in meinen Top 10 drin ist. Und da gucken wir mal, ob die beiden das jetzt auch hinkriegen. Auch für das, genau. Ich habe Karls Unterstützung gehabt und wir haben mal ein bisschen herumüberlegt und geschaut letztendlich, was könnte reinkommen. Und Ben hat das Gleiche für Flo getan und ist sich sehr sicher, dass er 90%, glaube ich, hat. 90%. Ich glaube 90. Mal gucken. Bei dem einen Spiel bin ich mir nicht so sicher. Ich gucke ganz genau in dein Gesicht rein, was ich da gleich sehe. Bei eurer Liste haben sie sich beide nicht getraut, aber... Das ist schwierig. Ne? Da bin ich aber auch gespannt. Und jetzt kommen wir zu den ersten Überraschungen. Und dann kommen wir zu deiner Top 10. Und weil wir das gerade schon zum zweiten Mal drehen hier, würde ich sagen, wann ist denn dein Auto geboren? Wir wirken immer so unspontan. Natürlich. Also wenn mein Platz 10 ein Roman wäre, dann wäre sein Auto 1890 geboren worden und wäre heute durchaus ein bisschen problematisch, hat aber gerade die Brettspielwelt in großen Teilen beeinflusst.
Irgendein Zuschauer hat auch schon mal kommentiert, dass auch Flo ungefähr jedes Spiel von ihm bisher in seinen Top 100 drin hatte. Es gibt so viele Spiele von ihm. Richtig, also die anderen kommen dann heute noch wahrscheinlich. Genau. Was ist ein großer Vorteil? Die Lizenz ist ausgelaufen. Richtig, das hilft immer sehr bei Spielen. Der Mythos ist interessant, aber nicht alles, was man daraus gemacht hat. Aber von welchem Mythos redet ihr? Oh ja, genau. Gucken wir mal, welchen Mythos. Also der Autor des Spiels jetzt hier tatsächlich, der war bei Age of Empire 2, glaube ich, für das Balancing der verschiedenen Nationen zuständig. Ja, da gibt es, glaube ich, 17 Stück. Mhm. Und der hat halt dafür gesorgt, dass es alles funktioniert. Und es ist dementsprechend ein Area-Control-Spiel für 2 bis 4 Spieler. Ja, 4 Spieler von Haus aus gibt es aber mehr. Man will es eigentlich nicht zu 2 spielen, haben wir mal gemacht. Das war nicht so geil. Selbst die 2-Spieler waren. Und das funktioniert dann ganz gut im Balancing. Wie gesagt, Area-Control-Spiel. Wir spielen halt große Alte auf einer Weltkarte. Das ist Cthulhu Wars. Und das war damals das erste wirklich teure Spiel, das ich mir geholt habe. Da war ich im Kickstarter drin, habe dann halt gesagt, so, okay, ich habe jetzt hier $1 investiert. Und das Ding hat irgendwie, glaube ich, $170 noch gekostet dann beim Kaufen. Ich war so, es ist schon irgendwie cool, das macht mich an. Ob es wirklich ein gutes Spiel ist. Und dann 170 Euro für ein Spiel. Ist das nicht der klassische Kickstarter, dass du einfach viel zu viel übertriebene Miniaturen da hast? Und ja, dir heute. Hast, ja, aber das ist ja auch schon... Stopp. Also das ist allein sein Geld wert, weil das ist Multifunktion. Bei welchem anderen Spiel kannst du einen großen Alten als Türstopper verwenden? Richtig. Das auf jeden Fall. Oder Briefbeschwerer oder so. Ja. Ich darf seinen Namen nicht nennen, aber die große gelbe Figur geht auf jeden Fall gut. Funktioniert hervorragend als Türstopper. Und ich habe echt lang mit mir gerungen. Ich habe, wie gesagt, noch nie so viel Geld für ein Spiel ausgegeben. Das hat sich dann ein Jahr danach krass geändert. Mhm. Habe ich noch sehr viel mehr für ein anderes Spiel ausgegeben. Aber ich habe es dann tatsächlich gemacht und es hat sich gelohnt. Ich habe mir mittlerweile auch noch 4-5 Erweiterungen dafür geholt und habe eigentlich vor, also ich finde es so gut, ich will mir eigentlich noch mehr dafür holen, aber es ist halt auch echt eine... Jede Erweiterung kostet ja schon so viel. Du gerade darauf, dass es auf, richtig auf Retail auch auf Deutsch erscheint, ja? Genau, es wird jetzt bei Pegasus erscheinen, Richtung Winter, Herbst, ich weiß nicht, wann es genau rauskommen soll, aber da gibt es auf jeden Fall eine offizielle, also gab es ja schon mal eine deutsche Version, die, glaube ich, im vorletzten Kickstarter auch kam, die dann Moses oder so, glaube ich, mitgemacht hat. Aber fasziniert dich denn an diesem Spiel jetzt endlich der Mythos oder ist das Spiel einfach so gut? Weil wenn du jetzt quasi den Lovecraft-Mythos nimmst oder das, was so quasi da so ein bisschen mit drin steht, was so in Arkham Horror so perfekt rüberkommt, also dieses Unheimliche, dieses Gruseln, dieses häufige Scheitern gegen die großen Alten, das ist ja hier nicht so, weil du spielst ja selbst einen großen Alten, du battlest dich ja quasi auf so einem World War großer Alte Turnier. Das sieht aus wie Risiko auf Crack. Auf jeden Fall. Und das hat ja nichts quasi mit so einem Horror unheimlich zu tun. Das ist, glaube ich, wirklich nur die Vorlage dafür. Ja, ne, genau. Ich ordne das vom Gefühl her, würde ich es da einfach, wo man Death May Die einordnet. Das ist halt das Lovecraft-Thema, aber mehr so mit Bam und drauf und boah, krass, was passiert und weniger eben der Horror-Aspekt. Richtig. Sondern mehr der bizarre Effekt. Und das ist halt so. Area Control. Ich bin ja, also eigentlich müsste ich Area Control total mögen, aber viele Spiele scheitern dann doch irgendwie, weil die irgendwie Sachen haben, die mich nerven, die ich nicht gut finde. Und das Spiel finde ich richtig gut. Ich habe einen guten Freund, der Stefan, den ihr auch aus dem Stream auch mal schon gesehen habt, der auch beim letzten, wir haben ja so ein Spielewochenende gemacht, ein längeres, und da haben wir auch viel Area Control gespielt. Er musste sehr leiden, ist nicht sein Lieblingsgenre, weil er auch immer sagt, er hat gefühlt viel zu wenig Einfluss selbst auf das Spiel, was ja auch durchaus stimmt. Ein Area Control Spiel gewinnt man selten, weil man selbst alles richtig gemacht hat, außer vielleicht im Hinblick auf, ich habe euch gut gegeneinander aufgewiegelt und habe dafür gesorgt, dass ihr euch ein bisschen mehr basht und ich dann irgendwie zum Sieg sneaken kann. Und das haben wir letztes Jahr auch vor dem Lockdown gespielt und danach meinte er auch, oh, das fand er gut, das könnte ich eben auch mal bestellen, wenn ich mir noch ein paar Erweiterungen dafür bestelle. Jetzt gibt es ja auf Deutsch, dann wird er sich das wahrscheinlich selbst holen. Weil man da eben auch, wenn man, ne, irgendwie das Gefühl, wenn man so ein bisschen entwickelt ist, hat jeder halt Einfluss auf die Kämpfe, selbst wenn Karl und ich kämpfen, kann das sein, dass Flo halt eine Fraktion spielt, die dann auch noch irgendwie in diesem Kampf und nach dem Kampf irgendwas entscheiden darf. Und die einzelnen Fraktionen spielen sich ja alle super unterschiedlich. Ne? Die haben wirklich eine Asymmetrie drin, die man sich auch so nach und nach selbst aufbaut. Ich entscheide für mich halt selbst, wann ich halt welche Fähigkeit dazu hole, was ich auch mal ein bisschen vom Spielverlauf abhängig machen muss. Das ist einfach ein gutes Spiel. Und wenn man es kann und die Leute einigermaßen Züge spielen, ist man da in deutlich unter 2 Stunden durch. Meine ersten Runden haben immer 90 Minuten gedauert. Irgendwann habe ich es auch mit Karl angefangen zu spielen, hat es ein bisschen länger gedauert, aber das... Dann wurden die Partien halt knifflig, ne? Du hast hier ein bisschen Paroli gebeten. Dafür hat Karl dann ja auch gewonnen. Ja. Richtig. Das war auf jeden Fall ganz gut und wie gesagt, ich habe da immer Bock drauf und Nächste Woche gleich wieder spielen. Ich mach's kurz, ich kann dir bei allem, was du gesagt hast, zustimmen. Letztendlich ist es ein richtig gutes Spiel. Es ist auch wirklich auf dem Tisch, hat man ein gutes Gefühl mit den Miniaturen. Natürlich wirken die übertrieben, ja, und das ist halt einfach eine Geldsumme, die man rein investieren muss, aber es ist das quasi auch irgendwie, könnte man sagen, wert. Ja, du hast einen Haufen an Miniaturen.
Und ja, diese Kombination von den Fähigkeiten, wo du halt unterschiedliche Fähigkeiten freischalten kannst in unterschiedlichen Reihenfolgen, richtig, wahrscheinlich nie alles während einer Partie. Doch, du musst alles freischalten. Also du musst alles freischalten, stimmt, richtig, genau. Du musst alles freischalten, schon wieder ein paar Runden bei mir her, Monate. Hälfte, zwei Drittel ist rum, bis du alles hast. Okay, genau. Ja, also ich habe nur 5 Runden. Ich weiß nur letztendlich, dass es genau, dass es halt aber unterschiedliche Wege gab, wie man irgendwie hinkam zu diesem Ziel, dass man alles freigeschaltet hat. Das bei jedem Gott auch noch unterschiedlich. Ja, also ich habe viel zu wenig gespielt. Ich habe wahrscheinlich 4 oder 5 Partien davon gespielt. Das holen wir bestimmt noch mal irgendwann nach, sagen wir bei allen Spielen. Richtig, brauchen wir auf jeden Fall die richtige Gruppe für, weil ich habe das auch schon Runden gespielt. Ich glaube, da waren auch zu 5 oder so, wo halt 2 Mitspieler da kann das gar nicht drinnen gar keinen Spaß hatten. Das ist natürlich so ein bisschen, da habe ich auch gesagt, so, ah, finde ich vielleicht doch nicht so gut. Danach habe ich eine Runde, wo es super funktioniert. Ich wieder so, oh, ich brauche eine Erweiterung, juhu. Das ist kein Spiel für alle Leute, auf jeden Fall. Ich muss dir widersprechen. Du hast gesagt, das ist ein richtig gutes Spiel. Das stimmt so nicht. Es gibt sehr viele gute Spiele. Es gibt auch sehr viele gute Spiele. Ja. Aber es gibt auch Spiele mit dem Prädikat, mit dem anderen G, nämlich geile Spiele. Ah, okay. Ja, gut, das will ich nicht sagen. Cthulhu Wars, doch. ist die Inkarnation eines geilen Spiels. Vollkommen übertrieben auf dem Tisch, vollkommen übertriebene Größe der Miniaturen, vollkommen übertriebener Preis. Alles übertrieben, deswegen geil. Aber es wäre auch nicht so geil, wenn es nur so kleine Pappminiaturen hätten, Pappaufstellen, das wäre nicht das Geile. Die müssen so sein. Jetzt komme ich zum Geilspiel. Ich gucke mal, ob ich einen Haken machen kann. Und zwar, es gibt ja Spiele letztendlich, da sagt man, die haben Spaß gemacht, aber mir hat irgendwie was gefehlt. Das wäre doch ganz nett gewesen, wenn ich in die Richtung noch etwas machen könnte. Die Gefahr sehe ich bei deinen Top 10 oder dass ich in diese Richtung gehen kann. Bei diesem Spiel könnt ihr das. Ihr könnt in ganz viele verschiedene Richtungen gehen und manche von diesen Richtungen sind einzelne Bereiche. Ich habe für einen diesen Bereich das verrückte Labyrinth. Habe ich in einer Regelerklärung, ich habe es extra mal nachgeguckt, für, die ich bei Ben gemacht habe auf dem Kanal, habe ich für einen Teil dieser Regelerklärung 8 Minuten gebraucht für diesen Bereich. Und zwar für den Entwicklungsbereich von Era of Tribes. Check. Nein, warte bitte das Ende des Videos ab. Wir werden vorher nicht verraten. Ach so, natürlich nicht. Also, soweit. Civ-Spiel, Eurogame. Und zwar habt ihr hier Folgendes vor. Ihr wollt eine von 10 Nationen wollt ihr voranbringen aus dem Neolithikum und zwar entweder bis zu einem mittleren Zeitalter, ja, das ist dann die normale Partie, die dauert so 2 bis 3 Stunden, pro Spieler kann man sagen eine halbe bis dreiviertel Stunde. Man kann es regulär mit 4 Spielern spielen, man kann es auch mit der Erweiterung mit 5 und 6 Spielern noch spielen. Oder man spielt die lange Partie, dann geht's bis ins Mittelalter rein. Da dauert es dann schon ein bisschen länger. Oder es gibt noch epische Partien. Ja, keine Ahnung, wie lange die dauern, hatte ich noch nicht. Moment, es gibt, also die 2 bis 3 Stunden ist das kürzeste von 3 möglichen. Das ist die normale Partie, 2 bis 3 Stunden, genau. Aber das willst du auch haben. Es gibt so viele Spiele, wo du dich ärgerst, dass Spiele nicht diese Ecken und Kanten haben. Ja, weil sie irgendwie unausgeglichen sind. Und das hat das Spiel. Aber ihr müsst dafür bereit sein. Das ist kein Spiel, was man spielen kann, einfach mal so nebenbei. Für die Regeln braucht ihr letztendlich erstmal eine gewisse Zeit. Wenn ihr sie da einmal drin habt, müsst ihr trotzdem nochmal nachlesen. Aber nachdem ihr ein paar Partien gespielt habt, habt ihr die meisten Sachen drauf. Und hier ist es dann auch wirklich so, dass man sagt, naja, natürlich ist es logisch, dass wenn ich eine Stadt baue, dass ich dann bei der Forschung einfach etwas einspare, ja, also Geld einspare, weil die Forschung halt durch die Menge an Städte halt profitiert letztendlich. Und eine Stadt bringt mir dann auch wieder was, wenn ich Steuern einnehme, weil dann bringt sie mir natürlich mehr. Auf der anderen Seite senkt mir die Stadt ja die Moral. Versuchst du uns gerade davon zu überzeugen, dass wir es mal spielen sollen oder das Gegenteil? Spielen, absolut, auf jeden Fall. Manche Autoren haben 5 Spiele, die sie pro Jahr rausbringen. Und die haben insgesamt schon 40 Spiele rausgebracht. Und in dem Moment, wo sie das Spiel rausgebracht haben, arbeiten sie schon wieder an 5 anderen Spielen. Haben das heißt, vergessen. Die haben vielleicht das Spiel schon wieder vergessen und haben die Regeln vergessen. Das ist bei ihm eh so. Also wirklich. Ja, Arne ist mit seinem Spiel einfach total eins. Also das ist einfach wirklich ein Wahnsinnsprojekt von ihm. Wie heißt der gute Mann denn vollständig? Arne Lorenz? Nein. Der begleitet quasi dieses Spiel die ganze Zeit. Ja, er ist total aktiv in der Community und das merkt man auch, dass das ihm eine Herzensangelegenheit ist. Und er feilt immer wieder herum an diesem Spiel. Das ist 2019 auf Deutsch rausgekommen. Und er bringt es auch über seinen eigenen Verlag raus, letztendlich, wenn ich das so richtig habe. Es gibt es auf Deutsch, es ist mit zig Sprachen da auch noch drin letztendlich. Und da merkt man aber, da hat jemand ganz viel rumgedacht letztendlich. Und natürlich hat so ein Spiel dann ganz viele Ecken und Kanten. Man muss sich dann überlegen, okay, wenn ich jetzt diese Miniatur von da nehme, dann kostet mich das 2 Moral. Wenn ich aber die Miniatur von da nehme, aber in einem anderen Moment, dann kostet es mich nur 1 Moral. Das ist natürlich kompliziert, aber es ist genau richtig, dass es gerade. Ich würde vielleicht gar nicht mal sagen, Ecken und Kanten an der Stelle. Also ich zumindest verwende das immer so ein bisschen für, das hätte man eleganter machen können, aber ist hier nicht feingeschliffen, sondern das ist ja eher so, das soll ja so sein, das ist einfach ein bestimmtes Zielpublikum, einfach mit diesen kleinen
teiligen Kleinschräubchen zum Drehen. Ja, weiß ja, ich gar nicht genau. So sehr, dass das dann kantig ist. Es ist halt mühselig, wenn man nicht der Typ dafür ist. Ja, wenn man halt so die normalen gestreamerten Spiele gewohnt ist, genau, dann ist das schon eine Ecke, genau. Wo man sich rum. Es ist also ein Eurogame auf der einen Seite, ne, weil ihr habt Arbeiter, am Anfang nur zwei, es können noch mehrere Werte und ihr habt Felder, wo ihr das einsetzt und das auf der anderen Seite... Na, du kriegst einen dritten auf jeden Fall dazu im kurzen Spiel. Im normalen Spiel kriegst du noch einen vierten dazu und du kannst dir noch neutrale Arbeiter dazu holen. Das heißt, okay, du kannst so drei, vier, fünf, ne, könnten es schon. Ich hätte jetzt mit der Antwort gerechnet von wegen, ihr fangt mit zwei an, ihr könnt bis zu zehn kommen. Nee, so weit ist es dann wieder nicht. Und dann ist es ein Zivilisationsspiel und aber wirklich auf so vielen unglaublich guten Ebenen. Die Entwicklungsleiste, ne, dieses Gebilde letztendlich, wo man allein schon mal eine kleine Studie für braucht, bevor man das verstanden hat. Und wenn man es verstanden hat, sagt man ja, das ist richtig gut gemacht, da hat jemand sich wirklich Gedanken zu gemacht hat. Dann der Kampf ist gut gemacht, dann die Bewegung ist gut gemacht. Also, macht richtig viel Spaß und bevor ich, du hast es noch nicht gespielt, ne? Nein. Du hast es ja schon einmal gespielt, bevor ich euch noch was sage. Sag mal ganz kurz, es gibt demnächst zwei Erweiterungen dazu, weil das Spiel halt letztendlich zwar von der Komplexität nett ist, aber seinen Rahmen noch nicht ausschöpft. Was gelogen ist. Ja, es ist von der Komplexität, ist schon Hammer. Das hätte ich jetzt gefragt, ich hatte sowas Leuten hören. Du bist da intensiv involviert. Es gibt zwei Erweiterungen, ja, und das habe ich mir jetzt aufgeschrieben, weil ich sie noch nicht gespielt habe. Wir werden sie demnächst hier auf dem Kanal sehen. Auf jeden Fall. Also es gibt Flo präsentieren. Es gibt eine Spionage-Erweiterung demnächst mit zwei Boards, anspruchsvoll, mit Interaktion, sinnvoll ab längerem Spielen. Anspruchsvoll, vorher war es noch nicht anspruchsvoll. Genau. Und es gibt eine Religionserweiterung, die ist ein bisschen einfacher. Da kriegt man Propheten, die man vielfältig einsetzen kann. Unterschiedliche Religionsleisten auf dem Monotheismus, dem Polytheismus und dem Mystizismus. Also das eine ist ein bisschen mehr Interaktion zwischen den Spielern und das andere bringt einen dann mehr voran im Spiel. Das Ganze wird per Kickstarter rausgebracht und zwar im nächsten Jahr wahrscheinlich. Ich bin super gespannt darauf und wer das Spiel noch nicht gespielt habt, ihr braucht die Erweiterung noch nicht. Das Spiel gibt so erstmal genug Herausforderungen. Aber ab einer gewissen Partiemenge, ab einer gewissen Menge, glaube ich schon, dass es reizt. Wie fandst du es? Ich glaube gut, weil ich gewonnen habe, was aber ein Erstpartie mit Flo immer nicht schwer ist, weil Flo erklärt es immer sehr gut, so dass man relativ zügig drin ist. Und Flo ist dann auch jemand, der gerne auch in solchen Spielen, wo er schon genau weiß, okay, wenn ich jetzt voll durchziehe, hat der andere auch einfach keinen Spaß. Ja, ich habe die aber nicht gewinnen lassen. Dann, ja, aber dann sagt er halt auch mal, ich probiere heute mal die Strategie aus, weil die könnte auch cool sein, die habe ich noch nicht probiert und die kann dann klappen oder nicht. Also sie könnte klappen, wenn man wüsste, wie man sie spielt und das lernt man dann in der Partie. Und dadurch habe ich dann die Erstpartie entgegen meiner Erwartungen gewonnen und hatte dadurch natürlich viel Spaß. Aber auch sonst war es einfach ein echt gutes Spiel. Dass ich auch, es ist halt ein Ziff-Spiel, aber ich habe ja auch schon einige Ziff-Spiele gespielt. Das fühlt sich auch schon sehr, sehr eigenständig an. Mhm. Das hat halt super viele Elemente drin und da habe ich noch auch, ne, nach einer Partie längst nicht alles gesehen, auch nur strategische Möglichkeiten Art, was man da so wirklich alles machen kann. Aber es war auf jeden Fall gut. Aber ich war halt super froh. Ich habe das ja vorher tatsächlich schon einmal gespielt auf meinem Patreon-Wochenende, das wir vor 2 Jahren gemacht haben, wo sich dann auch ein Zuschauer hingesetzt hat und an dem Wochenende, an dem Abend quasi die Anleitung gelesen hat und wir das dann gespielt haben. Das hat dafür auch schon gut geklappt, aber es ist natürlich läuft viel flüssiger, wenn man halt jemanden hat, der die Regeln intensiv kennt, auch schon so ein paar Partien gespielt hat. Und vielleicht auch den Solo-Modus schon mal ausprobiert hat. Ja. Genau. Und auch Solo-Modus. Dementsprechend genau. War das dann so die erste, sag ich mal, richtige Partie, wo wir auch dann eben alle wussten, was wir tun. Das hat halt zu zweit schon gut funktioniert. Ich meine, Civ ist ja in dem Fall auch durchaus ein bisschen Area Control. Mhm. Das hat auch ganz gut funktioniert, weil man auch diese neutrale Fraktion drin hat. Und ja, ein Spiel, wo man auf jeden Fall, wenn man die Zeit dafür hat, noch viel entdecken kann, aber die Zeit muss man auch erstmal haben. Ja. Genau, also ich habe es nicht gespielt, ich kann zum Spiel selbst nicht so viel beitragen. Ich wollte bloß nur eins sagen, wirklich, dass mir der arme Lorenz sehr in Erinnerung geblieben ist, weil du hattest das Spiel auch schon in deiner Top-Liste für 2020. Genau, ja. Und der Arne war da auch dabei und ich habe selten jemanden gesehen, der sich so gefreut hat, dass er da so erwähnt wird, dass jemand das Spiel so gut findet. Der ist auch mit Herzblut dabei. Genau. Der da auch dann in den Kommentaren findet ihr den auch noch unter dem Video. Crossover. Das ist wirklich, das ist dann schon schön. Also das, was du gesagt hast mit dem Herzblut, das hat man da halt richtig. Total. Also wenn ihr komplexe Spiele mögt, wirklich komplexe, und wenn ihr dann euch darauf einlasst, dass sich einer einen Abend vorher hinsetzt, die Regeln lernt, vielleicht sogar mal 1-2 Partien schon mal spielt, solo oder einfach mal so mit 2 Spielern, und am nächsten Abend, das ist kein Problem, man kriegt in, sagen wir mal, 30, 35, 40 Minuten kriegt man das Spiel gut erklärt, dass alle anderen mitspielen können, und das hat bei Ben ja auch geklappt, der hat ja dann gut mitspielen können. Richtig. Und ab dem Moment hat man hammergute Partien. Einstiegshürde, ja, aber es lohnt sich. So. Dein Platz 10. Mein Platz 10. Ich möchte jetzt hier keinen großen Bruch machen, aber ich mache jetzt hier einen großen Bruch. Ich habe ein Spiel von Wolfgang Warsch. Also, ne, euer Spiel, Intro mussten wir zweimal drehen. Das ist ja die Charakter, die Zuschauer. Deswegen habe ich auch die richtige Liste. Genau. Und ihr beide habt so. Wir haben so.
ihr ratet und ich sage euch, dass ihr falsch lagt und sage euch, was die richtige 10 ist. Das war das System, glaube ich. Ganz schön genau. Nein, das hatten wir schon. Also von Wolfgang Warsch, das ist von 2018. Der Autor von zum Beispiel Die Taverne im tiefen Tal und wie ihr schon gesagt habt, eben Clever Hoch 3 und die ganze Reihe. Mhm. Es war Kennerspiel des Jahres. 2019 dann. Ja, das hat sich meine Mutter ohne mich gekauft, gelernt und gespielt, was eigentlich gar nicht so ihr Komplexitätsgrad ist. Richtig. Es ist ein sehr beliebtes Push-Your-Luck-Spiel, nämlich die Quacksalber von Quedlinburg. Im Englischen übrigens schöner Titel The Quacks of Quedlinburg. Das muss auch ein schöner Zungenbrecher sein. Das ist wirklich The Quacks of Quedlinburg. Mhm. Und ich habe nicht so viel aufgeschrieben. Ich habe es mit dir ein, zweimal gespielt, als es neu war. Genau. Wir fanden es also okay. Wir hatten da doch so ein paar Sachen. Wir haben aber auch nicht die anderen Kombinationen und so weiter dann an der Stelle gespielt. Also ich schon, aber... Also du schon, also wir in dem Moment. Ich sehe den Reiz, den es hat. Es ist ja auch einiges davon ein bisschen nachgemacht worden, besonders so die Aufholmechanik mit diesen Rattenschwänzen und so weiter, habe ich in anderen Spielen gesehen. Und was ich mir noch notiert habe, ist, es hat den Kennerspiel des Jahrespreis bekommen, aber wie man ja auch zum Beispiel eben an deiner Mutter festmachen kann, das funktioniert auch tatsächlich mit Familien und wenig Spielern. Richtig. Also die Kombination aus Thema, das Komplexitätsgrad, den man variieren kann. Ja, das war in dem Jahr, wo Azul auch Spiel des Jahres gewonnen ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, wo ja auch die große Diskussion war, aber ist nicht eigentlich vielleicht eher Azul das Kennerspiel, weil das schon echt, man kann das so gemütlich vor sich hinspielen oder schon auf einem harten Level und Quacksalber, wo ich einfach nur Sachen aus dem Beutel ziehe und die dann hinlege, da war halt so die Interaktion mit diesen Tafeln, ne, dass die Sachen immer unterschiedliche Sachen machen, je nachdem, welche Bücher man dafür rausgelegt hat, da haben dann manche gesagt, ja, das ist ein Erkennerlevel, kann man durchaus so sehen, aber gesagt, grobes Familienniveau passt ja auf jeden Fall, ne, gerade dieser Effekt letztendlich, dass du immer wieder rausziehen kannst und dass du halt dann, drei von den komischen Knallerbsen und sowas, ne? Du musst nicht gehoben dazu sagen, wenn wir wissen, dass du es nicht machst. Nein. Ich geb Ben vollkommen recht letztendlich, ne? Dies mit den Tafeln, ne? Das ist schon ein bisschen. Du brauchst jemanden, der das Spiel erklärt. Natürlich ist es jetzt mehr anspruchsvoll als Verrücktes Labyrinth, wenn man das als Kinderspiel oder als Familienspiel definiert. Aber es ist durchaus, glaube ich, ganz gut spielbar. Und das lässt sich, glaube ich, einfach ganz gut runterspielen. Das macht Spaß und dieser Mechanismus ist lustig. Und selbst wenn es mal explodiert, bist du ja nicht komplett raus, ne? Sondern du kannst das auch wieder mitmachen. Genau, das ist auch wichtig, dass das funktioniert. Es hat auch schon zwei Erweiterungen. Große auf jeden Fall. Die auch durchaus den Komplexitätsgrad nochmal, jetzt habe ich gerade gewechselt, nach oben schrauben können. Ich habe nicht mehr genau im Kopf, was die tatsächlich hinzufügen. Das ist nochmal ein extra Tableau, wo du dann andere Sachen, wo du Patienten zum Heilen bekommst, solche Geschichten. Also okay. Es geht schon ein bisschen nach oben dann, ja. Natürlich. Richtig. Auch ein Spiel, wo man Leuten auch bei, also manche Leute müssen ihren Mitspieler mitbringen, wenn du das aus dem Beutel ziehst und darfst es nicht wieder reinfallen lassen, wenn es nicht passt. Du musst es dann schon rausziehen. Das ist so ein Spiel, das verleitet auch manchmal so ein bisschen zum Schummeln. Da muss man dann schon ehrlich spielen. Er meint tatsächlich in dem Fall nicht mit. Nein. Ja, das hat immer nicht gedacht. Zumindest habe ich keinen euch dabei erwischt. Schummle entweder sehr gut oder nur aus Versehen. Genau, also das ist euer Platz 10 gewesen. The Quacks of Quedlinburg. Schön. Genau, mein Platz 9. Wenn mein Platz 9 eine Fernsehserie wäre, dann wäre sie 1978 gedreht worden. Merkst du so ein Muster? Ich fällt irgendwas auf. Und sie wäre, da hätte dann, was wir über Spielen auch tatsächlich haben, also neue Implementation oder ne, so eine neue Version davon, es hätte dann auch eine neue Version 2003 davon gegeben, wo dann auch tatsächlich ein wichtiger Charakter auf einmal eine Frau geworden ist, was damals so war. Heute würde man sagen, das ist ja eigentlich völlig normal. Mhm. Wenn Leute das nicht kennen, dann würden sie sich auch fragen, warum reden die ganze Zeit über Toaster, das macht irgendwie alles gar keinen Sinn. Dieses Spiel wird jetzt auch tatsächlich 2021 nochmal neu, also das Spiel wird neu rauskommen in einer neuen Version, weil da leider auch die Lizenz weg ist. Und das ist auch ein Spiel, das habe ich mit Leuten gespielt, die damals auch die Serie geguckt haben oder auch nicht geguckt haben. Also teilweise gab es immer auch, ich habe es mit Leuten gespielt, die meinen so, ja, ich habe mal zwei Folgen von der Serie geguckt, fand ich doof. Danach haben wir das Spiel gespielt und danach haben sie die Serie weitergeguckt und fanden es auch gut. Ach so. Andere Leute haben es gar nicht geguckt und haben danach angefangen, die Serie zu gucken und fanden sie richtig gut. Bei der Serie würde ich auch sagen, guck die letzte Staffel zur Hälfte und schalte danach aus, weil dann wird es nur uninteressant, langweilig. Und zwar Battlestar Galactica. Ein absolut großartiges Spiel. Da habe ich, weiß nicht, 30, 40, 50 Partien von gespielt und ganz klassisch, die ersten Partien haben teilweise 4-5 Stunden gedauert, weil man natürlich noch die ganze Lore der Serie durchgegangen ist und dabei alles gequatscht hat und da wirklich viel drinsteckt, was auch manchmal sein kann, dass irgendwie ich bin gerade dran, hab meinen Zug, spiele eine Anweisung von oben auf dich, du machst irgendwas, wir springen, du als Kapitän kannst entscheiden, wo wir hinspringen und dann wird noch ein Check gemacht und dann wird eigentlich gefragt, wer war eigentlich gerade dran? Also damit sind Anfänger durchaus schon manchmal überfordert. Am Ende war es so, dass die Partien in der Regel so 2 Stunden bei uns gedauert haben oder auch immer nur
eine halbe Stunde, weil man muss halt so mit der Galaktika halt irgendwie wegspringen vor den Zylonen immer wieder, dann sind die auch alle weg, die da gerade die Galaktika bedrohen, und wenn man halt so eine gewisse Distanz gesprungen ist, ist das Spiel zu Ende. Und teilweise war es dann so, dass da so viel los war, noch vor dem ersten Sprung, dass wir gesagt haben, okay, wir können uns jetzt noch 2 Stunden durchquälen. Es ist absolut wahrscheinlich, dass die Menschen diese Partie verlieren werden. Lass uns lieber aufhören, noch mal von vorne spielen, und dann haben wir gleich viel mehr Spaß. Und das ist halt so ein Spiel, da kann das durchaus möglich sein. Und es gibt auch wenig, zumindest in meinen Runden, was langweiliger ist, als eine Taten zu lohnen spielen. Weil dann ist es eigentlich relativ offensichtlich, ne? Jeder weiß, wer gerade dran ist, also ne, welches Ziel man hat. Aber vorher ist es die totale Panik, das totale Misstrauen einfach. Ich mag das ja auch. Also, dass es dieses Spiel nicht mehr gibt, ist so eine schmerzende Wunde irgendwie bei den Brettspielern, weil das einfach, das würde immer noch weggehen wie geschnitten Brot. Richtig. Ich bin super gespannt auf die quasi Nachfolge davon jetzt, aber Battlestar Galactica hat halt einfach einen guten Hintergrund und ein geiles Spiel. Das Thema super geil angefangen. Die Atmosphäre der Serie ist halt super transportiert worden. Dieses Misstrauen auch bei Battlestar, weiß man auch irgendwann, es gibt Zylonen, die sehen aus wie Menschen und die haben auch irgendwie so eine komplett biologische Komponente. Man kann die einfach nicht enttarnen mit unseren normalen Möglichkeiten, und dieses Misstrauen so. Bist du ein Toaster oder bist du nicht? Und man weiß auch am Anfang der Hälfte des Spiels nicht, gibt's hier überhaupt Toaster oder nicht? Und ab der zweiten Hälfte weiß man, es ist garantiert einer da. Mhm. Ich traue euch nicht mehr. Ich muss mit euch zusammenarbeiten, sonst schaffen wir es nicht. Genau, das ist ja das Problem. Letztendlich, die Spiele sind ja so aufgebaut, dass du nicht einfach sagen kannst, okay, ich traue dir nicht, dann machen wir jetzt halt nichts mehr. Ne? Verdeckte Rollenspiel. Ne? Ja. Genau, man muss halt einfach dann immer noch zusammenarbeiten. Das zeichnet dann die Guten aus. Es gibt ja auch verdeckte Rollenspiele, bei denen man genau das dann ein Problem ist. So von wegen, ich glaube, ich mache nichts mehr mit dir, ja, und dann bist du halt raus, weil wir können auch ohne dich gewinnen. Genau, richtig, das ist hier nicht. Es lohnt sich schon rauszufinden, wer auch der Zylon ist. Also wenn du irgendwie denkst, dass wir safe sicher sind, dass du jetzt Zylon bist, dich in die Brick stecken, das wäre super gut. Aber das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir dich in die Brick stecken und da sagst du, haha, ich bin der Zylon und du kommst auch in die Brick, also das Gefängnis. Und dann stehen wir da und denken uns, fuck. Und dann steuert er sich schon erstmal lang. Richtig. Ja. Ihr solltet an der Stelle nochmal erwähnen, für die dir das Interesse geweckt haben, wie heißt denn der Nachfolger und was ist das Thema, das draufkommt? Auf Deutsch heißt es, glaube ich, Abgrundtief, Unfathomable auf Englisch. Unfathomable, genau, glaube ich auch. Soll jetzt auch im Herbst rauskommen bei Fantasy Flight, hatten auch wieder die Lovecraft, was auch ganz gut passt eigentlich, die Lovecraft-Lizenz. Wir fahren mit der Antarktika, heißt sie, glaube ich, halt irgendwo lang. Und an Bord sind halt dann auch unter den normalen Leuten, die da mitfahren, sind halt Kultisten, die irgendwie versuchen, die großen Alten zu beschwören. Das kann ich mir schon vorstellen, dass es thematisch klappt. Wie gesagt, dass das Battlestar-Thema weg ist oder die Lizenz weg ist, finde ich sehr, sehr schade, weil halt ist es dann wieder Lovecraft, das kennt man halt, das ist halt schon ausgenudelt. Ja, genau. Das ist das Problem, ne? Aber langsam wird die Kuh ein bisschen viel gemolken. Richtig. Aber hier könnte es tatsächlich nochmal gut passen. In dieser Runde heute kommt das bestimmt gar nicht mehr. Ja. Hoffe auch mal, dass die Mechanik für die Enttaten zu lohnen dann auch ein bisschen spannender ist, dass einfach noch ein bisschen gefixt wurde. Weil das ist auch eine Chance. Ne? Ich meine, das Originalspiel ist von 2009, habe ich mir ja aufgeschrieben, also auch schon 12 Jahre alt. Da kann man ja durchaus ein bisschen auch im Spiel, was sie ja versucht haben, im Spieldesign noch zu feilen, mit Erweiterungen. 3 Stück gibt es, glaube ich, die ich auch alle Gott sei Dank habe. Jetzt davon ist auch irre viel Geld wert, wie das ganze Spiel auch. Aber ja, ich bin da sehr gespannt drauf. Ja. Großartiges Spiel. Großartiges Spiel. Sollten wir auch mal wieder mehr spielen. Dein Platz 9. Mein Spiel ist ein großartiges Spiel, würde ich sagen. Wir bleiben im Weltraum. Mhm. Nur, wir gucken uns einen Planeten an. Der hat eine sehr lebensunfeindliche Umgebung. Scheinbar 0% jetzt Sauerstoff. Schon? Ja, natürlich. Es kommen ja noch viel geilere Spiele. Nee, das 0% Sauerstoff, scheinbar kein Wasser irgendwie. Also, wir schneiden an der Stelle einfach und springen zu meinem Platz 9. Und minus... Minus 30 Grad, kann das sein? Ne? Genau, minus 30 Grad. Und dann müssen wir terraformen, denn wir sind bei Terraforming Mars. Das Spiel ist gut. Es ist ein G-Spiel. Vielleicht hauen sie mich hier links und rechts. Es ist ein G-Spiel, aber es ist kein gutes Spiel. Das Spiel ist sehr gut. Vielleicht ist das Spiel sogar noch mehr als gut. Ne? Du hast einen... Sag es. Das überlasse ich mir mal. Wir haben dieses Spiel auf jeden Fall nochmal hier in dieser Liste. Dementsprechend sagen wir einfach erstmal, dieses Spiel ist gut und das ganze andere Inhaltliche, das erzählen wir nachher einfach. Es wird nochmal in der Liste vorkommen. Also daher... Ne? Jetzt ganz drauf verzichten. Wir lassen dir keine Zeit. Das ist ja dann nicht... Ja, ich erzähle danach. Wir haben beide genug selbst gesagt. Du scheinst dir sicher zu sein, dass es nochmal kommt. Ich sag da nichts zu. Ich finde das okay. Du findest es okay. Es ist jetzt zur gleichen Zeit noch ein anderes Marschspiel rausgekommen. Wie ist das nochmal? Ja. Weiß ich nicht, hat auch jeder vergessen. Das mag ich ja auch sehen. Nein. Ist gut. Ne? Also ich kann die App dazu sehr empfehlen, die ist wirklich super gut. Genau, von der Gestaltung her, Bedienung und so weiter. Ja. Richtig, das ich mag ja tatsächlich das Artwork von Terraforming Mars sehr, weil ich finde auch, es hat so diesen, ne, wenn man sich so durch eine wissenschaftliche Zeitschrift blättert, da ist auch nicht alles im gleichen Stil gemalt oder es sind nur irgendwelche Fotos drin, so ist auch so ein bunter Mix, je nachdem, wie es gerade passt. Seht und ihr das anders? Hashtag Artwork Terraforming Mars. Und das, könnt ihr das erklären. Das fängt das halt durchaus gut ein und jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ja. Du wolltest sagen, dass man genau weiß, wie das Erdkatapult aussieht. Richtig, und es sieht halt einfach gut aus. Es ist nicht so ein Einheitsbrei, wo man sich irgendwie eine...
also nach 5 Karten immer, okay, ich habe alle gesehen, sondern die sind schon wirklich sehr, sehr hübsch. Und ich mag das Artwork wirklich sehr, sehr gerne. Ich glaube, das kommt vielleicht bei Ben tatsächlich nicht mehr dran, wenn er jetzt schon so viel erzählt hat. Ich meine, ja. wie oft kommt schon der Entwickler und seine Familie ungefähr 200 Mal im Spiel vor? Ja, richtig. Ja, das ist halt so. Und in jedem Bild findet man vor allen Dingen auch kleine Easter Eggs. Ja. Und irgendwann stellt man auch fest, Moment mal, die Binärcode-Reihe darunter entspricht ja der Kartennummer. Und solche Geschichten. Das sind halt so, das hat einfach Charme, das hat Persönlichkeit. Und das Spiel geht zu zweit gut, das Spiel geht zu dritt gut, das Spiel geht zu viert gut. Und wenn man es mit Leuten spielt, die schon können, geht es auch zu fünf gut. Gerade im Preludium, wir haben mal eine Preludium-Partie zu fünf gespielt, da waren wir nach 2 Stunden durch. Das war so völlig Respekt. Da haben wir erst gedacht, oh Gott, jetzt sitzen wir hier, aber wir müssen ausprobieren. Und weil es halt viel weniger Runden insgesamt braucht und dementsprechend auch bei jeder einzelnen Person weniger umfangreich wird. Man baut sich ja nicht ganz so krass auf. Das sind Tableau-Bilder, ne, wo man sagt, okay, ich baue mir hier viele geile Sachen auf. Schon sehr intelligent. Genau, die App, da war ich gerade. Ich würde mir tatsächlich wünschen, die App, ne, wenn das Spiel so aussieht wie die App, würde ich auch damit leben können, weil das sieht schon, ich finde, die App ist wirklich sehr gut und übersichtlich gemacht. Ich habe ja, es gibt ja auch so Terra Mystica als App, das ist total unübersichtlich, weil man da auch mal nicht die wichtigen Sachen immer alle sieht und so. Die Terraforming Mars App habe ich, glaube ich, schon 30 Mal jetzt gespielt. Viel Solo, viel gegen KI-Gegner, auch teilweise gegen Georg zum Beispiel schon ein paar Partien. Das ist also eine absolute Empfehlung, eine der besten Brettspiel-Apps, die ich je gesehen habe. Ja. Karl, was ist denn auf deinem Top 9? Bist du schon wieder drin? Also, auf meinem Platz 9, auf eurem Platz 9, ich bin nicht nur das Sprachrohr, ist ein Spiel von 2012. Oha. Weißt du schon? Da fallen mir einige schöne ein, aber diesmal spekuliere ich nicht. Ich lag ja gerade schon vollkommen falsch. Es ist von einem gewissen Ignazi... Ja. Oh, der Nachname wird genauso ausgesprochen. Er hat einige schöne Spiele gemacht. Von dem ist zum Beispiel 50 First Saves. Ein Spiel, das du sehr gut findest. Imperial Settlers. Hat er auch gemacht. Und dieses Mars steht auch, der hat auch ein Mars-Spiel. Nämlich? Red Planet, Mission Red Planet. Also First Martians, genau. Okay, nicht alles ist gut. aber das ist gut. Es ist ein kooperatives Spiel. Worker Placement. Mit Südsee-Flair. Und deswegen handelt es sich um? Irgendwas mit Crusoe. Okay, ich gebe auf. Freitag. Es handelt sich Freitag von Friedemann Friese. Es handelt sich um Robinson Crusoe. Super schönes Spiel. Von 2012, wie gesagt. Ja, so wir alt ist das schon. Wir haben bereits darüber gesprochen, aber wir werden jetzt nochmal darüber sprechen, denn es ist, wie gesagt, ein kooperatives Worker-Placement-Spiel, das super, super knallhart ist und tatsächlich, wenn man nicht ganz genau weiß, was man tut, zumindest in einigen Szenarien quasi unschaffbar. Mhm. Ja. Man darf sich bei diesem Spiel nicht die Illusion hergeben, dass man bei diesem Spiel, selbst wenn ihr alle, also Spiele, wo man letztendlich sagt, okay, ich habe alles mir überlegt, ja, und nachher, weil irgendwie ein Wurf war, habe ich verloren, finde ich schlimm. Ja, die finde ich ganz schlecht. Das ist blöd. Genau. Aber bei diesem Spiel, also so schlimm ist es bei diesem Spiel nicht, ja, sondern bei diesem Spiel ist es letztendlich, du musst schon die richtigen Entscheidungen treffen letztendlich und dann kommen ein paar Würfe und wenn alle Würfe schlimm sind oder so oder viele oder einige, na manche, dann erwischt es dich schon ziemlich hart. Einer. So, das wäre ja nicht gut, aber. Je nass, ne? Aber natürlich, die Wetterwürfe sind ganz schlimm. Die Monster, die du jagst, die können dich auch natzen, weil du auf einmal die ganze Zeit eingestellt bist, dass da halt einfach so ein Hähnchen herumläuft und stattdessen kommt halt einfach ein T-Rex aus und den gibt sich. einen Bären oder sowas raus, ne? Gibt ja ein paar Erweiterungen. Es gibt ein paar Erweiterungen, genau. Also, da muss man sich darauf eingestellt haben, dass man aufgrund von solcher Zufälle oder Effekte, aber so ist es halt auch, ne? Es ist halt einfach, wenn du halt rausgehst und jagen gehst, dann kann halt einfach das Tier, was du erwischt, kann halt auch schlimm sein. Oder das Wetter kann einfach schlimm sein. Und wenn beides auf dich zutrifft und dann reißt noch dein nächster Sturm deine Hütte ein, dann war es das einfach. Ich meine, dass mit Erweiterung das Balancing auch besser geworden ist. Die Darwin-Erweiterung zum Beispiel schon mal. Genau, ich habe mir aufgeschrieben übrigens, dass eben 2020 die Treasure Chest mit allen Inhalten, inklusive Promo-Inhalten erschienen ist, für alle, die das interessiert. Auf Deutsch kommt die dieses Jahr erst noch raus. Die hat auch einen anderen Content als auf Englisch, aber wird auch viel enthalten. Und heißt die Schatzkiste. Heißt dann die Schatzkiste, ja. Genau. Und ich wollte einfach an der Stelle noch als letztes die Frage einfach an dich richten, als Robinson Crusoe-Profi. Das ist ein Zungenbrecher. Robinson Crusoe-Profi. wenn du eine Erweiterung davon empfehlen müsstest, welche wär's? Die Darwin-Erweiterung. Weil die Darwin-Erweiterung hat einfach ein schönes Flair mit dem Schiff. Die Level spielen sich gut. Ja, es nimmt einen hervorragend mit. Es ist spannend. Es ist total spannend letztendlich. Man kann auch scheitern bei den Sachen. Aber man hat nicht die, also diese Würfelwurf-Geschichte, wie gesagt, in den ersten, ist das schon ein bisschen hart. Ist eine Kampagne, genau. Man spielt sie am Kampagne. Man übernimmt auch Sachen. Genau, richtig. Ja, es ist wichtig, was du quasi in dem Abenteuer davor gemacht hast für das nächste Abenteuer. Ah ja, okay, das klingt schon mal interessant. Und es gibt noch einen überspannenden Bogen davon. Also die Darwin-Kampagne. Die Geschichte trägt das auch. Ja. Was ist denn dein Lieblingscharakter?
Oh, mein Lieblingscharakter. Ja, also sie haben jetzt ja noch mehr Charaktere rausgebracht natürlich. Ne? Ganz am Anfang waren es ja nur 4 Charaktere, die du hattest. Und na gut, man spielt den Zimmermann einfach häufig, weil der Zimmermann essentiell ist, weil du da einfach ein Holz weniger brauchst bei diesen Baugeschichten. Also daher den Zimmermann finde ich schon großartig. Ich spiele nichts mein Zimmermann. Aber und wichtig, nicht jedes, das habe ich schon mal erzählt, aber ich erzähle es nochmal. Warnung, ja, nicht jedes Abenteuer könnt ihr immer mit der gleichen Anzahl an Personen spielen und habt Erfolg. Mhm. Es gibt einfach Abenteuer, die sind zu zweit leichter und zu dritt in Ordnung, zu viert nicht schaffbar. Es gibt Abenteuer, die sind zu viert nur schaffbar, zu dritt und zu zweit nicht mehr. Das hat aber vor allem dieses Problem, das Basisspiel. Im Grundspiel, genau. Das ist auch so ein Spiel, da haben auch super viele Leute geschrieben. Auch ich habe das ja auch lange Jahre leidenschaftlich gehasst und nicht gut gefunden. Und weil meine erste Partie lief auch ungefähr so ab. Ich hatte auch einen Mitspieler, der kannte ja schon auch sehr gut. Wir haben halt die erste Einleitungspartie gespielt, wo wir halt so ein Lagerfeuer machen mussten. Und dann wurden halt die Karten aufgelegt, wenn man das sehen, was so passiert. Und dann ging es da los und so, okay, wir brauchen das, wir brauchen das, wir brauchen das und das. Hier, den hast du noch über, mach damit, was du willst. Okay, ich gehe dahin. Gut, Hannes, nee, machen wir. Okay, nächste Runde. Okay, wir haben das und das bekommen. Okay, wir brauchen das. Wir machen uns dahin. Das können wir zusammen machen. Ist sicherer. Du hast keinen über. Wir machen das jetzt so. Und das war halt natürlich gut, weil die Person wusste genau, was sie tat. Macht aber keinen Spaß. Macht halt wenig Spaß. Aber das ist so ein Spiel, das neigt natürlich zu so einem Alpha-Leader-Problem. Aber trotzdem haben viele Leute geschrieben, dass es sie zum Brettspielen gebracht hat. Gerade so zu den anspruchsvolleren Spielen. Was mich fast ein bisschen wundert. Nicht? Also das ist eigentlich ein gutes Spiel, was ich mittlerweile auch mal beim Zuschauer in Berlin gespielt habe, wo die es auch voll gut kann. Ich hatte durchaus auch Spaß in der Partie, weil ich eben auch einfach mehr so daneben auch. Ich konnte auch wirklich mitspielen. Die haben mir halt auch ein paar Entscheidungen überlassen. Und aber das Regelheft ist halt eine Qual zum Reinkommen. Also wie gesagt, die deutsche Version ist ja schon die überarbeitete Version. Und wir haben das, ich habe das ja da gespielt dann in Berlin, da haben wir, weiß nicht, eine Partie, glaube ich, gespielt. Dann haben wir das direkt danach gespielt. Das fanden ja du und sowohl auch Annika echt gut. Und wir haben dann auch das direkt quasi danach gespielt, sprich, ich war gut in den Regeln drin. Und dann haben wir halt noch eine Partie gespielt, wo ich mir auch danach nochmal die Regeln durchgelesen habe. Und danach hat uns ein Zuschauer auch drunter geschrieben, so, okay, war schon ganz okay, aber diese 37 Sachen, da war so ein kleiner Fehler drin, eine kleine Ungenauigkeit, und ich dachte so, boah, also ich fand das gut, ja. Ich fand das gut. Das Spiel hat Ecken und Kanten. Aber die Regeln geben es nicht gut her. Das heißt, nehmt euch nicht die Regeln als erstes, nehmt euch als erstes ein Erklärvideo und dann die Regeln nochmal und dann die Regeln nochmal. Ja. Und legt die Regeln auch nicht so weit weg vom Tisch, die werdet ihr brauchen. Aber ansonsten lohnt sich das Spiel schon und diese Eckenkanten sind auch wieder schön. Ich mag die nicht so doll wie bei Era, um mal wieder ein anderes Spiel mit Ecken und Kanten ranzunehmen. Jetzt hört aber auch der Werbeblock dafür auf. Aber das ist bei Robinson Crusoe ist das auch schon sinnvoll, dass wirklich dieses Spiel nicht so fly, also nicht so abgeschliffen ist, aber die Regeln, meine Güte. Also ich fasse das mal zusammen. Es ist die Arbeit wert. Ja. So. Und wie gesagt, das auf Platz 9, sprich, es hat einen Gloomhaven geschlagen und es hat noch irgendwelche anderen Spiele geschlagen, die in dem vorherigen Video waren. Hammer, ja. Ja. Und wir haben es ja angekündigt, heute wird es wahrscheinlich ein Express-Video, weil sie viel doppelt. Wir haben auch unten Timestamps drin, das heißt, ihr könnt auch durchaus vorspulen. Da bin ich schon mit Platz 8 dran, ne? Ich bin schon fast durch. Ah, schön. Also, mein Platz 8, wenn mein Platz 8 aus einem anderen Genre wäre, dann wäre es von 1974 im Original und wäre 1983 auf Deutsch rausgekommen. Seine Autoren würden Gary und Dave heißen. Kai müsste eigentlich schon wissen, worum es geht. Mit Nachnamen würden sie Gygax und Andersen heißen. Und es, wer Deutsch kann, der kann auf jeden Fall dieses Spiel perfekt spielen mit allen richtigen Regeln. Und zwar ist es ein absolut großartiges Spiel, wo häufiger Sätze fallen wie du Lump. Und man auch sehr gerne auf einen Weihnachtsmarkt geht, was wir auch traditionell jedes Jahr im Dezember machen. Da, ne, Montag im Markus, die Erfolgsshow hier jeden Montag immer. Wenn wir haben keine halbe Stunde mehr. Ich wollte gerade sagen, lehn dich zurück, wir haben 30 Minuten. Wir haben keine halbe Stunde mehr. Da gehen wir nur kurz eine halbe Stunde auf den Weihnachtsmarkt und spielen das dann. Und ich würde es auch gerne viel häufiger spielen. Ich weiß immer, im Dezember ist es so das Spiel, das wir auf jeden Fall zusammen mit noch einem anderen Spiel auch immer spielen. Absolut großartig. Und zwar heißt es Ultra Quest aus dem Jahr 2016. Von Markus Still, der sich das ausgedacht hat. Und wie gesagt, D&D hat er hart geklaut. Also, wenn man das Spiel spielt. Ja, weil D&D, wie wir wissen, auch nach 2016 entstanden. Absolut, genau. Aber es war auch das Spiel, ne? Ihr seht ja diese tausend Romane von, oder auch Bücher von D&D, die Kai hat. Kai ist ja auch seines Zeichens. Alles auf Ultra Quest. Sehr erfolgreicher und leidenschaftlicher Dungeon Master. Und Ultra Quest war tatsächlich auch das Spiel, das nicht zu D&D gebracht hat. Das hat er vorher schon alles in auswendig gelernt und hatte alle Romane zu und war wirklich tief in der Welt drin. Aber wir haben halt das Spiel gespielt und Kai mochte das auch. Aber er hat sich auch gesagt, ey, das ist ja eigentlich so wie D&D, ey, eigentlich muss ich auch mal D&D spielen. Genau, also ich habe D&D immer nicht angefangen zu spielen, ich habe immer nur eigentlich das gehabt, Computerspiele davon gespielt und so weiter. Ich hatte sogar dritte Editionsregelwerke, um das Spiel zu spielen. Und dann, wir spielen halt so Ultra Quest und ich denke so,
Okay, also wenn ich das jetzt hier spiele, das ist ja ganz cool. Ja, dann kann ich genauso gut auch einfach das Original spielen. Und so fing das an. Dann habe ich in die Gruppe geschrieben. Dann haben sich tatsächlich ja ein paar Leute gemeldet. Und so fing das dann an, das tatsächlich mal aktiv zu spielen. Das hat einfach, war so der Auslöser, so, es ist doch hier diese Terraforming-Mars-Gruppe und so weiter. Einfach mal probieren. Und dann fing das dadurch an, ja. Das war so der Stein, den es in Rollen gebracht wird. Ist auch wesentlich weniger anstrengend als Ultra-Quest, wenn man ein paar Level hat. Ultra-Quest, so vom Grundprinzip habt ihr auch so ein, ja, es ist nicht wirklich Choose Your Adventure. Ihr seid halt, fangt an, macht euch so eine kleine Gruppe, immer aus 4 Helden. Ich hatte mal eine Gruppe, da hießen die Charaktere, weiß nicht, halb gar, halb Zeit, halb voll und halb leer oder so. Weil es war eine Halbente, ein Halbelf, ein Halborg, eine Halbente. Und ein Halbling. Ja, wenn, Halbenten sind sehr praktisch für eine Zauberer, weil die schnattern so viel, dass die Zauberer nicht zaubern können. Dazu brauchst du zwei. Zwei, ja. Wenn du zwei Halbenten haben, dann können Zauberer nicht zaubern, also, außer sie sind selbst Halbenten. Das Problem ist, das gilt auch für deine Zauberer. Richtig. Und das Beste, also ne, Ultra Quest, der Klassische ist halt so, sich Charaktere am Anfang erstellen, das macht schon mal super viel Spaß, die ausrüsten, irgendwelche Berufe geben, die Fähigkeiten auswürfeln und dann fangt ihr halt mit denen an, die haben halt so null Ruhm, null Ehre und dann seid ihr halt im Startgebiet, das ist irgendwie Wiese und Felder und lauft ihr halt rum, würfelt mit dem W100 und habt dann halt das Ereignis 18. Ja? Ist es das, was jetzt kommt? Du bist jetzt in den Wiesen, ne? Ich bin in den Wiesen. Genau, ist es das? Sag. Weiß ich nicht, was sagst du? Also mein, das, was ich mir gemerkt habe, ja? Aus den Wiesen ist, du läufst halt rum, du würfelst und dann ist es so, ihr begegnet einer Gruppe von Orks, sie haben Blumen im Haar, wollt ihr sie angreifen? Sie warten ab. Sie warten ab, genau. Genau, ihr würfelt einfach ein Zufallseignis aus, habt dann irgendwie vielleicht mal eine Entscheidung oder ihr kriegt einfach nur gesagt, okay, ihr helft einem Bauern, einen Karren aus dem Dreck zu ziehen, dafür bekommt ihr 2 Taler. Und also ist das jetzt eher so ein Munchkin-Nonsens-Humor? Du sollst nicht die Ente im Dungeon aufheben? Oder nee, ist es jetzt nee, schon nee, so nee, Fantasy? Das ist schon serious. Das ist schon wirklich serious, wenn du das Cover anguckst. Halt das sieht auch Ente. Aus. Das sieht auch aus. Na, nicht ganz. Also es hat schon auch so Quirks, aber es ist eine Hommage von dem Gefühl her an diese an die erste und zweite, also okay. An die 80er Jahre ja. Rollenspiel, so Tabletops. Genau, aber D&D, weil, also ich bin ja DSA-Spieler und mein Fantasy-DSA-Spieler-Herz blutet natürlich bei solchen Geschichten, weil bei DSA ist das meiste Fantasy, was du hast, es sind, deswegen ist es auch ein bisschen trocken. Es sind halt keine normalen Bären, sondern es sind jetzt Rotbeeren. Oh! Ne? Wir sind schon von Orks gibt es ja auch bei Dings, ne? Nein, DSA ist auch eine super tolle Welt. DSA hat den Vorteil, ja, dass es dieses Immersive kann ein bisschen höher sein, weil die Welt realistischer ist, weil der magische Anteil halt stärker im Hintergrund steht. Das ist hier aber so, stell dir das vor, so, das ist so ein 80er Jahre High Magic. Das ist mehr als DSA, aber jetzt auch, weil es auf dem Amerikanischen auch ganz offensichtlich basiert. High Fantasy einfach klar. Aber schon, das ist schon sehr nostalgisch. Das ist sehr super klassisch. Viele Anspielungen auch drin, die man ja. Auch, wo man auch merkt, okay, ne, der Marco Schill ist auch großer Fantasy-Fan, auch in anderen Genres. Sämtliche Artefakte sind, da bin ich mir nicht sicher, ob das mit den Lizenzrechten so geht. Also der eine Ring ist schon dicht dran. Und man spielt das auch, wie gesagt, man würfelt halt so ein Event aus und dann hat man halt eine Entscheidung oder einen Kampf, auch der Kampf, einfach schnell auswürfeln, gucken, ob man schafft oder nicht, maximal 3 Kampfrunden ist auch vorbei. Das ist super schnell abgehandelt und auch nicht so, dass ich jetzt groß planen kann, was ich mache. Ich bin einfach in den Feldern, laufe da halt rum, ich möchte halt 100 Ruhm sammeln, dann habe ich halt gewonnen. Das ist ja oder ich kriege einen legendären Schatz, dann habe ich halt auch gewonnen. Den legendären Schatz findet man, ich glaube, der Autor hat ihn nach 5 Jahren Spielen das erste Mal gefunden. Also es dauert schon so ein bisschen. Und es ist halt immer so, okay, ich hatte auch mal einen Zuschauer da, der meinte auch, ach komm, du hast davon geredet, wir können das dann mal ausprobieren, aber wirklich nur einmal kurz ein paar Sachen spielen, eine halbe Stunde oder so. Mhm. Ja, und ne, man würfelt halt aus, macht sein Event, dann bist du dran. Am besten spielen wir es auch maximal mit 3 Spielern, eher so zu zweit. Würfelst du dein Event aus, ich lese dir das vor, dann bin ich wieder dran, mach mein Event. Es geht halt super schnell hin und her. Man denkt mal, komm, einen können wir noch, oder komm, fehlen noch irgendwie 2 Ruhm, dann kann ich wieder leveln, komm, das machen wir noch schnell. Und zack, sind halt irgendwie 5-6 Stunden rum. Deswegen, ne, der Spruch, nur noch kurz eine halbe Stunde. Die halbe Stunde waren dann auch mal eben 7 Stunden, die wir das Spiel gespielt haben. Es hat haben. Dieses nur noch eine Runde-Syndrom, dass das PC-Strategiespiele so rundenbasierte haben. Ne? Dieses nur noch eine Runde bei Civilization, das hat das mit hier kommt noch ein Ereignis auswürfeln. Vielleicht kommt ja das, worauf ich hoffe und so weiter. Ist wirklich ein super Ding. Gerade der Anfang auch super einfach letzten Endes. Richtig. Man muss 4 Charaktere machen, aber das geht relativ zügig. Aber seid gewarnt tatsächlich, wenn man dann länger spielt, die höher werden, die Ausrüstung da zunimmt. Steckt was drin. Das erreicht einen Komplexitätsgrad bei der Verwaltung, das durchaus mit einem Komplett-Rollenspiel mithalten kann, weil du eben die Gegenstände und so weiter haben musst und du solltest die richtigen Gegenstände teilweise haben, denn das ist auch, das ist ein sehr unfaires Spiel, kann es auch sein, wenn du die falschen Zahlen würfelst. Es gibt auch ein Talisman zum Neuwürfeln, für bestimmte Gebiete, immer nur natürlich bestimmte Talismane, sodass du davon mehrere mithaben darfst. Du darfst aber nicht mehr als einen parat haben. Weil sonst, wenn du so beide 2 hast, zerfallen beide zu Staub.
Man kann Glück haben und einen Goldesel finden. Oder zwei. Oder zwei. Die jede Runde 10 Gold scheißen. Jede Runde 10 Gold scheißen, wirklich. Bitte? Ja. Und dann kriegt er einfach jede Runde 20 Gold. Oder du kannst halt so würfeln, ihr geht halt vorwärts und ja, der vorderste Charakter macht mal bitte einen Geschicklichkeitscheck. Dann würfelst du, okay, hat er nicht geschafft, der fällt in eine Schlucht, ist weg. Das kann passieren. Kann also wenn passieren. Du irgendwas im 90er würfelst, dann musst du ein bisschen zittern. Erinnert mich an KDM, aber da ist halt der kleine Bruder eher davon, oder der ganz, ganz kleine Ja, aber wirklich, also das hat mich dann auch, weil wir uns auch gespielt und irgendwann dachte ich so, Alter, wie krass ist denn dieses Spiel? Das wirkt so schnucklig, einfach ein bisschen würfen und so Ausrüstung sammeln und so. Und dann gehst du mal in so ein Verlies und denkst, Alter, das Verlies hat mich einfach mal hart gekillt. Also musst du schon wirklich die richtige Ausrüstung haben, auch richtig hochgelevelt haben, dass man halt auch wen hat, nicht nur Stärke immer und sonst brauchst du auch so ein bisschen Geschick. Und ja, das ist hart gegen Ende hin, aber man kann sich da mal gut drauf vorbereiten. Das macht einfach super viel Spaß. Wir haben das ja auch während Corona live gespielt. Richtig, das kann man auch finden. Müssen wir weiterspielen? So sagt man immer, ne? Ach ja, und wenn man, wenn die Gruppe stirbt, ist die Regel, muss man eine neue Gruppe machen. Richtig. Fängt sofort wieder von vorne an. Das ist kein Spiel, das man spielt, um es vor den anderen zu gewinnen. So funktioniert das. Das ist auch ein Genussquest. Ja. Und du musst das halt auch mal spielen, weil du würfelst halt die Dungeons, die haben halt einen Schwierigkeitsgrad, ansonsten würfelst du die aber auch komplett frei aus. Und dann kann es durchaus sein, dass du erst durch Zwergentunnel mit Geistern kommst, dann triffst du auf einen Dämon und am Ende, kurz vor dem Ausgang, triffst du auf Antonella, die Königin der Amazonen, die dich halt, die von ihren 99 Elitekriegern umgeben ist. Ich würde sagen, so sieht wahre Begeisterung aus. Ich mache schnell weiter, sonst reden die ganze Zeit die beiden nur noch 2 Stunden über das Spiel. Also und nur eine halbe Stunde. Bevor Flo anfängt, genau, eine halbe Stunde. Das ist ein super trashiges Spiel, super zufällig. Es erzählt auch keine durchgehende Geschichte, es setzt sich einfach aus diesen Fragmentstücken zusammen, macht aber trotzdem super viel Spaß. Und gerade als so Weihnachten, wenn es eh mal super anstrengend ist, weil eben auch viel los ist, man viel zu tun hat und man abends einfach sich nett hinsetzen will, auch mit Markus, der hat auch immer keinen Bock auf noch was Großkomplexes oder so, dann ist Ultra Quest einfach das perfekte Ding. Macht super viel Spaß. Wenn ihr Kids habt, die irgendwie lesen können, dann könnt ihr es mit denen spielen, mit reinen Erwachsenenrunden, die irgendwie so einen Fantasy-Bezug haben. Das ist einfach super, super cool. Ich wette, unter dieses Video werden einige Leute schreiben, die sich das auch gekauft haben, nachdem sie es bei mir auf dem Kanal gesehen haben, die auch sagen werden, hey, wir haben es gespielt und fanden es absolut großartig. Es wird ein größerer Anteil sein als die andere Gruppe. Bei meinem Spiel haben wir mal keine schlechte Anleitung, sondern wir haben eine super gut lustige geschriebene Anleitung. Wir sind bei einem Echtzeitspiel. Weiß nicht, gibt es einen Haken da? Ein Echtzeitspiel? Mhm, Echtzeitspiel. Mal gucken. Mal gucken. Und zwar im Weltraum. Ja. Alarm. Eindringling in Sektor Rot. Beginnen wir in die nächste Phase. Space Alert. Oh Gott sei Dank. Er hat mal was anderes gedacht. Das hat er schon. Ich bin bei Space Alert. Oh gut, du bist noch bei deinen 90%. Space Alert ist so, dass ihr eine Crew von einem Raumschiff spielt. Wir sind Kadetten, oder? Und zwar seid ihr ganz am Anfang Kadetten. Genau. Und es gibt erstmal Übungsmissionen natürlich. Ganz am Anfang nur auf dem Papier. Dann kommt ihr rein in bessere solche Simulatoren rein. Und irgendwann dürft ihr wirklich auch mit dem Schiff dann losfliegen und so. Und während eures Flugs passieren ganz viel schlimme Dinge. Und die bekommt ihr von außen, in meiner Version über eine CD. Was? Es gibt auch Starfield-Sounds unter anderem. Oh, okay. Ja. Mit einer CD mitgeteilt, da sind ganz viele verschiedene Tracks drauf. Es gibt das mittlerweile natürlich auch online. Und da sagt euch die CD letztendlich, in welchem Sektor, denn es gibt 3 Sektoren in diesem Raumschiff, die Bedrohungen kommen. Und jetzt müsst ihr los, wenn ihr nicht schon losgerannt seid. Und zwar legt ihr eure Karten, die jeder hat so ein Kartenset, und das legt ihr jetzt hin, am Anfang offen, so sieht man es noch, spätere Missionen dann verdeckt, so dass man das nicht mehr genau weiß. Und jetzt muss ich schnell überlegen, wo ich hinlaufe. Und zwar mit meinem Männchen auf diesem Raumschiff. Das hat insgesamt 3 Sektoren oben, 3 Sektoren unten. Und es gibt in jedem dieser 6 Raumschiffteile gibt es nur 3 Buzzer. Und zwar A, B, C. Ja, die sind wirklich so nummeriert, weil wenn es dann richtig schlimm wird in dem Raumschiff, dann hat man keine Zeit, noch komplizierte Texte zu lesen. Dann musst du einfach nur wissen, ich drücke Buzzer A. Mhm. Und du bist dankbar dafür, dass es so nummeriert ist, ja, weil es wirklich so kommt. Jetzt kommen immer mehr Nachrichten rein und ihr müsst immer mehr überlegen, okay, da sind die Laserkanonen, dafür brauchen wir Energie. Die Energie ist aber momentan nur beim Hauptreaktor, die muss also nach außen gezogen werden. Wir brauchen also jemand, der draußen ist und die Energie rüberzieht, und wir brauchen jemand, der die Laserkanonen aktiviert. Ach Mist, die eine Laserkanone reicht nicht, wir brauchen oben auch noch eine 2. Laserkanone. Wir müssen die Schilde aufladen, wir müssen Reaktoren aufladen, wir müssen raus aus dem Raumschiff in unsere Raumleiter und müssen irgendwas abfangen. Oder wir müssen letztendlich intern mit den Battlebots loslegen, ja. Es ist also so viel Dramatik in diesem Spiel, und zwar insgesamt nur in 12 Minuten. Bei den kurzen Partien ist es sogar noch weniger, bei den normalen ist es dann 12 Minuten, und danach ist dann Ruhe. Man baut das ganze Spiel wieder normal auf und jetzt kommt das Schöne und jetzt deckt man es auf bei diesen Programmierspielen. Was ist wirklich passiert? Was? Wo bist du hingegangen? Nach links?
Was machst du da links? Du solltest doch dahin gehen. Und die Fahrstühle können natürlich nur von einer Person besetzt werden. Und wenn die andere Person mitgehen wollte, dann muss die halt warten. Aber dass die wartet, hat keiner einprogrammiert. Also das heißt, alles, was danach kommt, verzögert sich. Und dann gibt es natürlich auch noch Ereignisse, wenn die nicht klappen. Dann gibt es Schaden für das Raumschiff und dann funktionieren manche Sachen wieder nicht so gut. Es verzögert sich wieder etwas. Also man ist am Bibbern und ob das irgendwie noch funktioniert. Ja, kriegen wir den jetzt noch abgeschossen da? Und dieses Monster, das Tentakelwesen oder irgendwie den Raumgleiter, den Jäger, den Sternzerstörer. Nee, so Dinger sind es nicht, aber... Ne? Also das macht richtig Laune. Es ist ein Geschrei ohne Ende, 12 Minuten lang. Was hier Spaß macht, man kann einfach sich 2-3 Stunden Zeit nehmen und einfach die Regeln durchlernen, dann hat man schon ordentliche Partien und wenn man dann anfangen würde, das Richtige zu spielen, dann ist es meistens so, oh, der Abend ist leider vorbei. Mhm. Und dann spielt man es nächste Woche oder 2 Monate später wieder und dann sagt man, kennen wir alle, ne? Nee, wir zwei noch nicht. Okay, wir spielen nochmal nicht. Und wir fangen wieder vorne an. Genau. Das ist der große Haken bei diesem Spiel. Es gibt eine weitere dazu, die habe ich noch nie gespielt. Also die ist mit so bekloppten Geschichten, wie einem Juggernaut, der da rumfliegt. Und echt darum zuhören, ein bisschen da schön. Wenn du die mal spielen möchtest. Die ist also großartig. Ist bestimmt super. Hammer. Ich habe nur eine Frage. Gibt es ein Szenario, das heißt Kobayashi Maru? Nein. Und ist es das Schwerste? Nein. Also ja, man kann es so nennen, wenn man einfach nur rote Karten reinnimmt. Chance verpasst. Wir sind bei 8, richtig? Mhm. Das ist ein Spiel, ich glaube, wir hatten es schon. Ich glaube, wir hatten das schon mal. Das ist von 2015. Das könnte jetzt häufiger passieren. Ja. Dass du das sagst? Dass wir Spiele schon mal hatten. Ja. Es ist von dem Designer von Seven Wonders. Hanabi... Antoine Bauza. Mhm. Es ist aber keines davon. Es hat 2 Erweiterungen nach meinem Kenntnisstand. Mhm. Ist die neueste gerade rausgekommen? Die neueste ist also letztes Jahr. Und zwar reden wir nicht von Seven Wonders, sondern von Seven Wonders Duel, der rein 2-Spieler-Variante, die Regeln entsprechend überarbeitet hat, die ein Beispiel ist dafür, wie man eine 2-Spieler-Version von einem Spiel, das in seiner Grundform erst ab 3 funktioniert, machen sollte. Absolut. Also es ist wirklich ein ganz, ganz hervorragendes 2-Personen-Spiel, das trotzdem das, was der essentielle Kern von Seven Wonders ist, immer noch beibehält mit dem Kartendraft, dem Nähen. Aber dann diese ganzen wirklich schwierigen Entscheidungen. Wenn ich jetzt diese Karte, ich bräuchte diese Karte, dann decke ich aber was Neues auf. Was ist, wenn das jetzt was ist, genau was du brauchst? Oder ja, brauchst du diese Karte, die ich nicht unbedingt brauche? Die Karten sind so tannenbaumähnlich aufeinander aufgebaut. Genau, immer abwechselnd. Man deckt damit Karten, genau, was anderes frei, genau. Und allein das ist halt schon, das simuliert es wirklich sehr gut. Das ist ein Draft, bei dem man sich nicht 100% sicher sein kann, ob das, was man tut, den entsprechenden Effekt hat, weil es dann eben was Neues aufdeckt. Oder noch schlimmer, man sieht, was man freischaltet, nämlich wenn man eine ehemals verdeckte, dann umgedrehte Karte nimmt und dadurch eine immer schon offen liegende Karte freigibt. Und man kann halt nicht alles bekommen. Das Spiel kann auch nicht nur über Punkte gewonnen werden, auch so ein schöner Mechanismus drin, dass eben sich immer, wenn man diese so Militär Sachen nimmt, ne, eine Festung oder die roten Karten halt, um Militärstärke dazu bekommt, dann bewegt sich halt so ein Marker auf den Gegner zu und nach einer bestimmten Anzahl Schritte, wenn er das Ende erreicht, hat man automatisch gewonnen. Das heißt, das zwingt den anderen dazu, auch rote darauf Karten zu reagieren. Der muss darauf reagieren, ansonsten verliert er das Spiel. Jetzt ist das Problem, wenn man erstmal solche Karten nimmt, nimmt man natürlich irgendwas anderes nicht. Aber schon da fängt es an. Man kann erstmal einfach so nehmen, schon hier kann man planen, okay, da oben sind ja rote Karten, wenn ich jetzt hier unten die rote Karte nehme, dann zwinge ich ihn dazu, wenn wir an dieser Reihe ankommen, dazu, dann muss er die nehmen. Oder ich gewinne, wenn ich die nehme. Und dadurch schaffe ich es schon, dass er die nicht nehmen kann, die ich als erstes nehmen will, die daneben liegt. Also, wenn man dann richtig tief drin steht. Aber damit es nicht der totale Hirnzwirbler ist, weil das könnte man ja unglaublich durchplanen dann. Ne? Sind ja zum Teil verdeckt. Genau, sie sind zum Teil verdeckt. Genau. Ne? Und es gibt halt noch die Weltwunder. Ne? Du kannst ja die Weltwunder dir auch noch erschaffen. Mhm, und mit den Weltwundern hast du ab und zu mal einen Doppelzug. Das richtig, heißt, du kannst halt nicht hundertprozentig durchplanen, dass das dann so funktioniert, sondern du kannst sagen, ich forciere es in diese Richtung. Wenn es mir gelingt, ist es gut. Wenn es mir nicht gelingt, weil er zum Beispiel dann dieses Weltwunder sich holt oder das Weltwunder schon hat und seinen Doppelzug nutzt, dann hat er zumindest den Doppelzug verbraucht, ne? Und ich kann es in diese Richtung forcieren. Und es gibt noch die dritte Möglichkeit, wie du gewinnen kannst, über die Wissenschaftskarten. Genau. Ne, über die Wissenschaftssymbole. Ne? Und mittlerweile noch eine vierte mit der 2. Erweiterung. Ja, genau. Die habe ich noch nicht gespielt, aber dieser Mix letztendlich, dass du nicht allein nur auf die Siegpunkte gehen kannst, sondern diese Kampfsache drin hast, aber sie auch nicht ganz spielen musst, immer so ein bisschen mit dem Gegner gucken musst, mit den Wissenschaftssymbolen so ein totales High-Risk-Spiel hast. Ne? Du kannst dem einer mal die Karten überlassen. Ja, nimm die ruhig und so. Moment, jetzt hat er ja mittlerweile schon 2 Braucher noch. Ne? Dann kann es manchmal risikoreich werden. Großartiges Spiel. Ganz hervorragend. Das sind 2 Erweiterungen, wie gesagt, erschienen.
Pantheon und Agora, die ähnlich wie bei Seven Wonders tatsächlich, je nachdem, welches Spielgefühl man mir forcieren möchte, würde ich die entsprechende empfehlen. Die eine ist halt mehr Gegeneinander-Effekte, das wäre Agora. Mhm. Die bringt einmal ein Mehrheitssystem mit rein, mit dem Senat, wo man Boni freischaltet und eben aber auch diese Karten, die gegen den anderen stärker gehen. Ich weiß nicht mehr die genaue Bezeichnung, diese schwarzen... Das waren auch Senatoren, was ich Senatoren? Ich bezeichne sie mal als Spionagekarten, ja, sowas in der Art machen die. Und eben Pantheon, das nochmal wieder diesen Zwirbel davon wegen, man kann dann solche speziellen Götterkarten nehmen, aber es ist halt auch die Überlegung, nehme ich jetzt eher die bei mir, die für mich günstiger ist und für ihn teurer, aber ich brauche die gut, oder greife ich bei ihm auf was zu, zwinge ihn dadurch, dass er eher mehr ausgeben muss, das kostet auch wieder Geld. Also super steckt viele. Schon viel drin. Und wir haben das auch mal, wir haben gespielt, das auch live, im, weiß ich, früher irgendwann, Karl und ich zu zweit, wirklich alle drei hintereinander, durch den Stream angucken. Dann haben wir erst noch das Grundspiel gespielt, dann haben wir mit die eine Erweiterung gespielt, dann die andere, und dann haben wir beide Erweiterungen reingenommen. Ja. Und das war dann auch so, also das Grundspiel braucht so eine halbe Stunde ungefähr. Die Erweiterungen sind schon gut, die kann man sich holen, die, wenn ihr einfach weiter in ein Spiel haben wollt, das euch viel bietet für eine halbe Stunde, dann braucht ihr Erweiterung nicht zwingend, weil da war es eben auch so, dass Karl auch saß und meinte, okay, dann nimmst du dir die Karte und dann komme ich nicht mehr ran und dann habe ich ja verloren. Ich kann nichts mehr machen. Okay, das Spiel ist durch. Also keine Chance. Und ich meinte, Karl, wir sind gerade erst in Zeitalter 2, 4, 3. Wir spielen dann noch eine ganze Zeit, also das war gar nichts verloren. Aber es hat sich schon so angefühlt, als hätten wir schon die große epische Partie durchgespielt und dann kam halt noch eine Runde. Das wird dann schon recht viel, aber wenn man dann sagt, ich stehe drauf, dann ist es natürlich eine coole Sache. Das ist dann auch, also der Komplexitätsgrad des Spiels dann wirklich oben mit. Also für dich immer noch nicht ein Expertenlevel. Ist auch, glaube ich, immer noch nicht. Ich glaube, das muss auch dann kein Expertenlevel sein, genau. Das Spiel. Das macht einfach so genug Spaß. Ist es dann auch nicht, wäre jetzt so meine instinktive Einschätzung, auch mit beiden Erweiterungen zusammen drin nicht, aber ist schon weit oben. Da gibt's dann wirklich viele Sachen, die du gleichzeitig bedenken musst. Ich meine, ein Mehrheitensystem im Zweispielerspiel, das auch funktioniert, allein das ist schon ein bisschen überrascht. Schönes Familienspiel. Ja. Mein Platz 7. Wenn mein Platz 7 nicht heute erschienen wäre, dann wäre es wahrscheinlich vor vielen, vielen Jahren erschienen und es hätte die Spielewelt absolut verändert. Es wäre in der heutigen Version noch ein bisschen politisch korrekter, als es damals war, weil auch in diesem Spiel geht es halt um eine Insel, die besiedelt wird, nur in diesem Vorgängerspiel, wo der Autor auch Klaus Teuber heißen würde, was Catan heißt, da sind wir halt, ne, die Siedler, die diese Insel besiedeln und kolonisieren und ausbeuten und da Ressourcen uns holen. Und in meinem Spiel, was auf Platz 7 ist, ist es genau das Gegenteilige, ist der Fall. Das heißt auch, es wurde beworben mit Settler Deconstruction Spiel. Danach dachte ich, okay, ich brauche es auf jeden Fall. Da spielen wir nämlich nicht die, also selbst auch Siedler, die auf diese Insel kommen und danach und nach sich ausbreiten und Raubbau betreiben und irgendwie die Landschaft zerstören und so. Nur wir spielen die Spirits auf dieser Island, ne, Spirit Island, und müssen halt da eben dann diese Siedler quasi vertreiben und dafür sorgen, dass die dann weggehen. Und das ist so, ja, Experten-Euro-Koop-Spiel, würde ich mal sagen. Auch schön verzahnt, auch so gut verzahnt, dass halt auch viel durch Karten gesteuert wird, was ich in Spielen ja eh immer sehr mag, wie ich ja, ne, bei Robinson Crusoe, da kann halt ein Spieler sagen, komm, das, zack, das machen wir, würfen mal, okay, klappt. Geht hier nicht. Das hast du hier nicht, weil du bist halt mit deinem Spirit, die sind auch in Erweiterung, sind auch für die Einfachen aus dem Grundspiel noch Upgrades, dass die auch komplex werden, nicht so einfach sind, wie sie im Ursprungsspiel mal waren. Also du bist halt so mit deinen Karten beschäftigt und dem, was du so tun kannst, dass du auch manchmal, also du hast keine Chance, bei den anderen zu überlegen, okay, du müsstest das machen. Also du kannst schon sagen, hier, da passiert gleich was, da musst du jetzt irgendwie aufräumen, schaffst du das irgendwie? Wie? Musst du entscheiden? Ich brauche hier nur deine Hilfe. Und dann sagt er, nee, aber ich könnte hier, wo du was machst, da könnte ich irgendwie ein bisschen agieren, da ein bisschen Schutz machen, dass du nicht ausräumst, aber dafür könntest du dann vielleicht da nicht so, ja, okay, kann ich machen. Also diese Interaktion ist halt auf einem krassen Level. Die Spirits sind auch echt, also es gibt im Grundspiel, ich glaube, 8 verschiedene Geister. Es gibt noch 2 Promogeister in der neuesten Erweiterung sind nochmal 10 Geister drin, wo es auch nochmal, glaube ich, 2 Promogeister dafür gibt. Für die Grundgeister. Richtig, plus die Upgrades dafür. Und da ist einfach super viel drin. Es macht super viel Spaß. Es ist einfach, also wirklich, das ist so, ich habe es immer früher das Terra Mystica der Koop-Spiele genannt. Also wenn ihr auch sagt, wir spielen gerne Koop, aber es ist alles so immer so Familienkram, so Kennerniveau-Level, wir wollen nochmal was richtig Hartes fordern, ist, dann ist das euer Ding. Und allein im Grundspiel, durch diese 8 Spirits, die ihr spielen könnt, ne, wenn ihr es meistens zu zweit spielt, könnt ihr halt immer 2 spielen davon, unterschiedliche Kombinationen. Es gibt da verschiedene Szenarien drin, dass ihr auch noch entweder, oder dass ihr Gegner habt, ihr könnt irgendwie gegen die Holländer, gegen die Preußen und so spielen, die haben dann aber jeweils noch 6 verschiedene Schwierigkeitsgrade drin, aber auch nicht alle den gleichen Schwierigkeitsgrad, sodass die sich auch unterscheiden. Das heißt, ihr könnt allein den Spirit
gegen drei verschiedene Gegner spielen. Ihr könnt mit 8 Spirits gegen drei verschiedene Gegner spielen. Ihr habt noch Szenarien drin, wo ihr halt so einen unterschiedlichen Spielaufbau habt, wo ihr die Rückseite der Spielpläne nehmt, wo auch im Grundspiel, glaube ich, 4 oder 5 verschiedene Szenarien drin sind, die man auch wieder mit 1 Spirits in jeder Konstellation spielen kann. Es gibt immer die Strandbereiche und die Inlandsbereiche. Mein Lieblingsspirit, der Oceans Hungry Guest, ich weiß nicht, wie auf Deutsch heißt, ich finde die englischen Titel noch cooler, der hat halt keinen Zugriff eigentlich auf die inneren Landbereiche. Und selbst wenn man mit dem Solo spielt, man kann das irgendwie schaffen. Da muss man halt auch noch so Box denken und gucken, okay, wie kriege ich das mit den Karten hin? Das ist super krass cool. Ich habe das tatsächlich häufig zu zweit gespielt. Wir haben es auch neulich mal zu dritt gespielt, wo wir hart verloren haben. Und ich habe auch schon mal eine Partie zu viert mit Neulingen gespielt, wo wir auch nach 3 Stunden ungefähr durch waren. Das geht dann schon. Ja. Ja. Das ist egal, ob da gewinnt zu verlieren. Ich hätte gesagt, es ist kein Spiel letztendlich, wo man einfach so schnell losspielen kann. Die Regeln sind gar nicht so kompliziert. Mhm. Die kann man gut beibringen. Aber ist schon eine Menge. Man muss halt Bock drauf haben, dass man sagt, okay, und jetzt nimmt sich jeder mal 10 Minuten Zeit und liest sich sein Tableau durch und liest sich seine Karten durch, finde ich. Weil ansonsten ist es halt ein, okay, ich weiß gar nicht, was ich machen soll und ich mache jetzt irgendwas. Und dann hat man eigentlich verloren und dann macht es auch keinen Spaß. Aber dafür gibt es ja den einfachen Schwierigkeitsgrad, genau. Den kann man eigentlich nicht verlieren. Da kann man einfach losspielen. Ja, weiß ich nicht, weil zu zweit ist die Komplexität auch wieder einfacher, aber zu dritt oder zu viert, also diese Komplexität steigt auf jeden Fall auch noch mit der Anzahl von Personen. Der Erfahrung der Mitspieler ab, wenn die alle schon mal ein Spiel gespielt haben oder drei, dann... Ja, wenn die noch nie ein Spiel gespielt haben, dürfen die auf jeden Fall nie Spirit Island spielen, weil das ist die Abschreckung pur für die sehen da keinen Horizont. Aber es ist für komplexe Eurogames, die kooperativ sind, ist es das Maß aller Dinge. Also es ist der Wahnsinn, wie viel Spaß das macht, wenn man es verstanden hat. Da sind diese Hirnzwirbler-Geschichten drin, diese Verzögerung in dem, wie das passiert. Ja, ich meine nicht langsam oder schnell. Ja, aber das ist der häufige Satz, den ihr im Spiel hören werdet. Das ist ja langsam. Wir haben Langsamfähigkeiten, sofort triggern und andere, die erst danach, nachdem die bösen Siedler das gemacht haben, deswegen macht ihr immer Plan, dass es erst klappt. Ah nee, das ist ja langsam. Und da oben hast du ja dann eben noch, du hast ja zu liegen, wohin die sich ausgebreitet haben, was die als nächstes verwüsten. Und das ist ja diese eine Runde Verzögerung, die bringt mir so oft meinen Kopf durcheinander. Die Verzögerung um die Runde. Das Planen, was die Siedler machen. Wo bauen sie? Ja, wo verwüsten sie? Wo kommen neue? Und als dritte Geschichte dann aber auch meine Reichweite. Also wo habe ich quasi mein Heiligtum? Kann ich denn überhaupt dahin? Ja. Kriege ich das hin, dass ich das hinkriege? Ich finde diese drei Ebenen, also sie machen super viel Spaß, aber sie sind auch Heidewitzka, Herr Kapitän. Meine Güte. Und also, wenn das einem so wie Flo geht, dass das für einen ein gehobenes Familienspiel ist, dann ist ja zum Beispiel jetzt letztes Jahr die Zerklüftete Erde-Erweiterung erschienen. Mhm. Und davor gab es auch schon die andere, deren Name mir... Ast und Tatze. Mhm. Die das auch schon zum Teil drin hatte, wo dann ja noch diese ganzen Konditionen dazu kommen, wo du sagen kannst, okay, hier kommt ein Wildnismarker rein und dann passiert XY nicht bei der Ausbreitung. Oder du machst irgendwie Zwist, dann wird diese Stadt keinen Schaden machen, weil die mit sich selbst beschäftigt sind. Also kommen noch mehr Variablen rein, die du bedenken kannst, aber natürlich auch noch mehr Sachen zum Mitspielen. Und ich wollte noch hinzufügen, die Geister nicht nur an sich sind ja unterschiedlich. Sie bekommen alle ihre Karten vom gleichen Deck an Fähigkeiten, von denen man zieht. Aber der ist halt so groß. Das heißt, man sieht die längst nicht alle in einer Partie. Richtig. Und allein dadurch ergibt sich auch, dass man immer mit unterschiedlichen Kombinationen an zugekauften Fähigkeiten, also es hat also auch noch einen Deckbauaspekt natürlich, arbeiten muss in Kombination mit den unterschiedlichen Grundeigenschaften. Wo man auch im ersten Moment denkt, okay, der hat jetzt hier zwei Eigenschaften irgendwie anders, das da oben ist ein bisschen anders, aber es ist kein riesiger Unterschied. Und das macht einen unfassbar großen Unterschied. Und wenn ihr das Spiel richtig spielen wollt, dann spielt in eurer ersten Partie die Geister, an denen sehr komplex dran steht. weil da ist dann auch so, da guckt man auf dieses Brett und denkt sich, okay, Moment, das sieht hier komplett anders aus. Normalerweise ist doch hier oben diese Auswahlleiste für die Eigenschaften, die man vor der Kartenausspielphase macht. Das hat meiner nicht. Also für das Spiel gibt es Erweiterungen. Wenn ihr so Leute seid, die sagen, Erweiterung gleich dazu, man bietet mir das Spiel mehr, könnt ihr machen, braucht ihr überhaupt nicht. Ihr könnt dieses Spiel, was ich ja vorhin sagte, ne, es gibt so viele Variationsmöglichkeiten, ihr könnt das ein Jahr nur im Grundspiel spielen, habt nicht das Gefühl, irgendwas zu vermissen. Ihr solltet es auf jeden Fall zuerst im Grundspiel spielen, richtig, bevor ihr die 30, 40 Partien. Bevor ihr die zusätzliche Komplexität reinigt. Definitiv. Ja. Mein Platz 7. Season 1, Season 2 oder Season 0? Das ist die Frage. Das ist die Frage, die viele Leute beschäftigt. Wir würden sagen, spielt als erstes Season 1, dann Season 2 und dann Season 0. Richtig. Bleibt ruhig in der Reihenfolge, wie die Spiele rausgekommen sind und geht nicht in die Reihenfolge, wie die Spiele quasi von ihrem zeitlichen Ablauf sind. Macht übrigens fast immer Sinn, egal bei welchem Medium. Ich empfehle in der Regel, guck chronologisch, weil das macht Sinn. Wieder kooperatives Spiel, Pandemic Legacy. Ich habe einfach alle drei auf diesen Platz genommen, letztendlich. Mir genau gefällt, so ein Cheater wie der da. Mir gefällt vielleicht tatsächlich das von manchen verschmähte Pandemic Legacy Season 2 am besten. Aber ich bin mit 0 auch noch nicht durch. Ja? Mhm. Ich spiele 0 gerade und ich finde diesen Geheimagenten-Aspekt finde ich unglaublich reizvoll und sie haben wieder viel schöne Ideen da eingebracht. Ich habe Pandemic Season 1
Der war abgefeiert. Es kam genau in dem Moment, wo ich Pandemie gespielt habe und ungefähr 30 Partien gespielt hatte. Das ging bei uns so weg wie bei Flügelschlag. Flügelschlag konntest du mit jedem spielen. Irgendwann haben wir auch angefangen, mit Pandemie mit jedem zu spielen. Das konntest du auch schnell beibringen. Und in dem Moment, als man es sich übergespielt hatte, kam Pandemic und man hat sich gesagt, ja, klasse. Gut, denn den Mechanismus mag ich ja. Ich finde es so irgendwie langweilig, immer wieder die vier Gegenmittel zu brauen, ne? Und immer wieder dasselbe zu machen. Jetzt natürlich Grundaspekt auch, ne? Aber wir wollen ja nicht so viel spoilern. Dementsprechend, ne? Es hat auch was damit zu tun, aber das Spielbrett verändert sich natürlich. Und dann zerreißt man die Karten. Was? Du wirst verrückt, genau. Und dann kommen halt ein paar Story-Elemente damit rein. Die sind auch interessant. Und dann passiert mal irgendwas Ungewöhnliches. Und also, okay, es waren tatsächlich Situationen, wo uns wir uns entgeistert angeguckt haben. Und zwar nicht, weil wir gesagt haben, ist das schlecht, sondern gesagt haben, ach du Scheiße, was passiert denn jetzt hier bitte? Was? Ne? Und die Leute wirklich wieder am Tisch standen. Ne? Und das finde ich, wenn Spiele quasi solche Emotionen erzeugen können, dann sind sie richtig gut. Und Pandemic Legacy 2 hat noch ein bisschen von der Komplexität draufgelegt. Sie durften da nicht mehr viel drauflegen, weil dann wäre es nicht mehr schön gewesen. Es hat noch ein paar letztendlich Story-Aspekte reingemacht, die ich auch ganz nett fand. Und darum war es die gute Fortführung. Es war aber genauso richtig, dass sie gesagt haben, wir cutten jetzt hier und machen das nicht noch weiter, sondern wir fangen mit einer anderen Thematik an. Das fand ich genau richtig. Aber super gutes, kooperatives Spiel, was man auch mit Anfängern spielen kann. Man sollte aber quasi, selbst wenn man das Pandemic Legacy sich holt, quasi das erste Mal das Grundspiel quasi damit noch einmal spielen, wenn man so drin ist. Denn es macht nur Spaß, finde ich, wenn alle am Tisch mitreden. Es hätte ein Alpha-Leader-Problem, nämlich ansonsten hattest, ne? Das kann man gut ausbaldowern, indem man wirklich den Leuten sagt, da ist dein Charakter, du hast die Eigenschaften, was willst du machen? Und das klappt natürlich am besten, wenn die Leute alle auf demselben Niveau sind. Und das klappt, wenn ihr mit derselben Gruppe spielt. Wir spielen es in der Vierergruppe. Und zwar, wir haben alle drei Teile mit derselben Gruppe gespielt. Und dann sind natürlich alle richtig gut drin und auch richtig heiß drauf. Das macht schon sehr, sehr viel Spaß. Ich habe es auch zu zweit meistens gespielt, die anderen Teile auch. Und da ist es eben auch gut, das Alpha-Leader-Problem kannst du auch da haben, dass man sagt, okay, das sind die optimalen Züge. Aber gerade durch die Aufgaben, die man später bekommt, gibt es teilweise so viel zu beachten, dass man auch erstmal gucken kann, sagen kann, okay, das macht Sinn. Und dann, dass irgendwer sagt, aber wenn wir das so machen, dann sind wir schon mal für die nächste Runde gut vorbereitet. Und dann haben wir noch hier eine bessere Option. Das klappt ganz gut, weil ich spiele auch Season 0 gerade mit einer Mitspielerin, die auch sehr gerne, sehr gut durchoptimiert und alles, aber das hat auch ganz gut geklappt, dass wir uns da mal gut zusammengefunden haben, ja, Spaß dran hatten. Ja. Also ein bisschen. Ich habe eine Frage, Moment. Also wir hatten ja im letzten Video die Frage so ein bisschen Science Fiction oder Fantasy. Ja. Und da hattest du gesagt? Fantasy. Kein Sci-Fi. Gucken wir doch, also ich bin Marc. Guck doch mal die Liste durch. Also wir sind jetzt schon, also gerade du hast auch gesagt, Season 2 gefällt dir am besten. Ja. Das ist ja tatsächlich das mit so einem Nahzukunftsszenario, ist jetzt nicht Sci-Fi im Sinne von Weltraum, aber so Postapokalypse. Oh, wenn wir sagen würden Sci-Fi, Fantasy, Postapokalypse, wäre ich eher bei Postapokalypse. Oh ja, ich auch. Also darauf müssen wir die Listen auch mal gucken. Schauen wir mal. Du hast Galaxy Trucker auch schon drin gehabt. Ja. Du würdest sagen, Gaia Project gefällt dir besser als Terra Mystica? Nee, Terra Mystica gefällt mir. Der gefällt dir höher gerankt. Du hast Gaia Project auch noch nicht so viel gespielt, richtig? Ja, das stimmt. Genau. Genau. Ich behalte das mal im Blick. Ausgezeichnet, glaube ich. Wir sind ja bei der 7, ne? Genau. Das ist ein Spiel. Ist es mein neuestes Spiel auf dieser Liste? Nein, es ist nicht. Das ist nicht das neueste auf meiner Liste. Es ist von 2018. Es ist vom Autoren, der auch Flourish gemacht hat. Ein Gartenspiel. Ja. Genau, geschrieben, designt von einem gewissen James A. Wilson. Oh. Ich weiß nicht, wofür das A steht. Bei den Erweiterungen habe ich den Überblick verloren. Es ist super knuffig. Würde auch der Dame, mit der Ben Pandemic Legacy spielt, der gefällt das auch sehr gut. Die hat das auch. Die hat auch mehr Erweiterungen als du da, glaube ich sogar. Die hat das auch, glaube ich, mal eine lange Zeit von mir, oder? Die hat es auch mal eine lange Zeit von dir. Und zwar handelt es sich um Everdell. Everdell auf der 7. Wie ich immer sage, das ist wie bei diesen alten. Guckt mir an, wie war es Platz 100? Also. Ah, es war also bei dir so. Ja, genau. Ja, die 100. Ja. Also, ich muss bei Everdell denken an die klassischen Cartoons. So ein bisschen Tom und Jerry mäßig. Mhm. Die sieht halt knuffelig aus. Ne? Ich denke jetzt besonders an Tweety. Willkommen bei den Ü30 Leuten. Und genau so ist es. Das ist halt dieser süße, putzige kleine Vogel. Und wenn du zu nahe rankommst, dann kommt halt dieser Hammer raus. Genau. Ich habe den Hammer auch gesehen. Ich habe genau bei dem Bild gerade den Hammer gesehen. Und das ist nämlich Everdell. Das sieht total knuffig aus. Das ist alles, das möchte man fast aufessen. So süß ist das. Aber da steckt ein knallharter Kern drin. Das ist schon echt hart. Aber es macht auch einfach Spaß. Also das ist durch dieses wunderschöne Artwork, wenn man die Karten von sich ausspielt. Ja, zum Ende der Spielzeit stellt man fest, shit, das war am Anfang falsch.
Deswegen geht das jetzt alles nicht. Aber sieht schön aus. Also du hast doch wirklich auch vor dir was liegen, das nach was aussieht, und das ist ja auch wichtig. Tableaubilder und du, ein Tableaubilder, den du auch mit Leuten spielen kannst, die das Spiel zum ersten Mal spielen, die dabei nicht total untergehen. Weil die Spieler haben quasi, du kriegst ja deine Ressourcen, du kannst mit den Ressourcen immer was machen letztendlich. Im Extremfall hast du schlechte Karten und die guten Karten kommen immer genau vor dir, ne? Das könnte der Extremfall sein, aber eigentlich hast du eine gemeinsame Auslage, du ziehst selbst Karten und diese Karten sind ja alle irgendwie ein bisschen gut. Klar, manche Karten würde man sagen, damit kann ich jetzt nicht arbeiten, aber die sind dann für bestimmte Momente gut, da kann der Anfänger vielleicht noch nichts machen, aber andere Systematiken wie krieg eine Ressource, krieg davon zwei Ressourcen oder sowas, krieg zwei Siegpunkte, erschließen sich ihm, und darum habe ich es total häufig erlebt, dass Leute, die es gespielt haben, das ist halt so ein Spiel, wo du nicht mit den Leuten den Boden aufwischst, sondern die durchaus mithalten können. Mhm. Wenn die mehr Glück haben und du weniger. Wenn die, also die müssen Spiele können, natürlich. Ja, ne? Klar, genau. Das ist kein Spiel. Und du musst dann natürlich vielleicht nebenbei noch ein bisschen und sagen, ja, hier, das lohnt sich schon und sowas. Aber ne, es ist ein hartes Spiel, durchaus. Es ist wirklich wichtig, was an Karten. Das muss man nochmal betonen, weil viele Karten haben ja einen Extra-Effekt. Du kannst die kostenlos ausspielen, wenn du die korrespondierende Karte hast. Also, keine Ahnung, die Eule wohnt im Uhrturm. Genau, den Critter kannst du auch spielen, wenn du den Bau dazu hast. Richtig. Und deswegen kann schon sehr wichtig sein, ganz bestimmte Karten zu bekommen. Es ist halt nicht essentiell, aber wenn es dir gar nicht gelingt, du musst halt eine Vielzahl mehr an Ressourcen investieren als jemand, bei dem das passt. Jetzt muss das nicht zwingend sein, dass man immer dann auch die Kombination bei sich haben will, weil man hat ja nur begrenzte Auslage. 15 Gebäude im Schluss. Spielt da mit rein, aber trotzdem, dieses Ressourcensparen, dann die ausliegenden Karten, die Extrapunkte geben, die brauchen in der Regel zwei bestimmte Karten, die du ausgespielt haben musst. Und die hast du halt oder hast du nicht. Und ansonsten machst du die nicht mit, wobei ich unsere Hausregel empfehlen möchte. Ja, dass man das vergisst. Wo man vergisst, dass die ja diese Begrenzung haben. Das war super. Ich habe so viele Punkte gemacht. Ja, alles annulliert. Das war super. Aber das ist halt, da greift viel zusammen. Da muss man schon sehr genau hinterher sein. Also du wirst als Anfänger dann die erste Partie nicht gewinnen, ne? Weil du dafür diese ganzen Systematiken brauchst. Aber du kannst zumindest mitspielen und hast kein schlechtes Gefühl, denn du hast bei so einem Tableaubilder ja auch immer das Gefühl, dass du schon was gebaut hast und auch das Spiel macht schon Spaß. Mögen das ja auch so viele, ja. Auch, glaube ich, ein breiteres Publikum, als man rein von der Mechanik her denken würde. Weil es auch so ist, ja, du hast verloren, aber guck dir diese, da hast du hier das Haus gebaut und dann ist da der Ehemann eingezogen und weil der Ehemann da war, dann konnte auch noch die Ehefrau dazukommen und ach, das alles Spiel sieht Mäuse. Süßer aus, als es. Also es ist weiterhin sehr süß, aber es ist halt echt hart. Ich habe neulich auch ständig in der Spieleburg, da war ich da mal wieder. Und dann waren auch Leute meinen so, das sieht so schön aus und das kann uns hier irgendwas zu sagen. Schlechter da, ich arbeite jetzt zwar nicht, aber ich könnte euch da kurz was zu sagen. Was spielt ihr denn sonst? Und wusste ich schon, okay, das könnte euch gefallen, aber das hat auch nicht komplizierte Regeln. Das ist schon wirklich ein bretthartes Spiel. Das ist nicht so knuffig, wie es aussieht, aber es ist ein Spiel, das könnt ihr 40, 50 Mal spielen, ohne dass es euch langweilig wird. Und ja. Die haben das auch mitgenommen. Falls ihr zuguckt, schreibt mir, wie ihr es gefunden habt. Glaube ich nicht, aber... Es hat auch noch diesen einen Effekt. Du denkst erst, oh Gott, ich kann super wenig machen. Gerade in der ersten Runde, zwei Arbeiter zum Platzieren, so ganz wenig. Und wenn es dann so eben... Ein bisschen funktioniert dann so, okay, wenn ich jetzt das mache, dann kriege ich hier jetzt das extra. Dadurch kann ich die Karte noch kostenlos ausspielen, kriege aber auch noch diese Ressourcen. Jetzt habe ich wieder genug, um das noch auszuspielen. Und das heißt, man kann so wirklich so Kettenzüge haben, wenn alles zusammenpasst. Und das ist natürlich ein unfassbar befriedigendes Gefühl. Oder auch nicht, wenn du daneben sitzt. Es muss nicht sein, dass das passiert. Genau, es ist halt ein Spiel, das halt wirklich super befriedigende Reihen haben kann und Partien. Deswegen ist das auch so weit oben. Aber im Gegensatz zu vielen anderen Spielen, es ist eins, in dem nicht jede Partie ein Mindestmaß an Qualität und Spaß dir bringt, sondern es kann Partien geben, die sich richtig schlecht anfühlen. Es hat auch Ecken und Kanten. Genau. Das kann sehr gemein sein. Es schlägt halt in beide Richtungen aus. Richtig. Genau. Eure sieben, genau, Everdell. Mein Platz 6. Da kann ich jetzt nicht zu irgendwelchen anderen Autoren sagen, weil das wäre schon zu harter Spoiler, wobei es kommt ja jetzt eh gleich. Aber mein Spiel, da hat der Autor, das war sogar ein Autor im nicht wirklich ein Pärchen, aber zwei Autoren, die sich dann gesetzt haben, die haben sich gedacht, hey, komm, wir haben da irgendwie eine Idee, wir machen mal so ein Spiel und haben die halt so ein komplettes Spiel entwickelt, das war fertig, es war irgendwie, es war halt irgendwie, sie haben gesagt, hey, das trifft es schon irgendwie, aber ist noch nicht geil genug. Komm, alles weg, die drei Elemente benehmen wir entwickeln nochmal ein komplett neues Spiel. Und haben sich hingesetzt, haben nochmal ein komplett neues Spiel entwickelt, Probe getestet und alles und haben auch sich das angeguckt und gesagt, das ist schon gut, aber es ist noch nicht so ganz das, was wir wollen. Weg, wir machen es nochmal neu. Und das dritte Spiel, das war dann so, dass wir gesagt haben, das ist genauso geil, wie wir es haben wollen. Und es wundert auch ein bisschen, dass es kein Legacy-Spiel ist tatsächlich, was man bei einem der beiden Autoren auf jeden Fall erwartet hätte. Ich habe mir damals auch den Kickstarter angeguckt und habe gesehen, so, macht mich jetzt irgendwie nicht
an. Sieht nicht toll aus. Ich habe es noch nie so bereut, diesen Kickstarter nicht mitgemacht zu haben. Ich hätte super gerne die eine Erweiterungsbox, die es dafür gibt. Ja, ungefähr. Ja, so die Höhe ungefähr. Es gibt da eine Miniatur für. Ich glaube, manche Leute warten jetzt noch drauf, dass sie die bekommen, weil die dauert ein bisschen in Herstellung. Die ist ungefähr so hoch. Auf der kann man auch spielen. Der Dice Tower 2. Der Dice Tower 2. Ich hätte nicht mal für eine Vielleicht Platz Vielleicht gibt da ja eine Wohnung. Ab. Es ist einfach Cthulhu Death May Die, ein großartiges Spiel, das auch bei mir so ein Dezember-Spiel ist. Wenn ich halt Montag und Markus im Dezember mache, spielen wir in der Regel entweder Ultra Quest oder Cthulhu Death May Die. Das ist einfach ein unfassbar elegantes Spiel, weil egal welche Regelfrage man hat, wenn man da sitzt und sagt, darf ich das? Ja. Okay, und kann ich das machen? Ja. Und funktioniert das mit der? Ja. So hast du es mir erklärt, ich habe es dir nicht geglaubt, das ist leider so. Ja, es ist einfach super, es klappt einfach alles, es greift alles wunderbar ineinander. Es hat nicht wirklich komplexe Regeln, es hat ein bisschen, ne, viele von euch freuen sich auch schon auf Aeons Trespass Odyssey, das hat auch gewisse Elemente daraus, weil es einfach hinten raus mehr explodiert. Je mehr wir uns dem Wahnsinn annähern, ne, wir haben halt Lebenspunkte, wenn wir auf Null sind, sind wir tot und wir haben so geistige Gesundheit. Wenn die halt voll hinten ist am Anschlag, sind wir halt auch tot, weil wir wahnsinnig geworden sind, wie das in Darkthrone-Spiel immer der Fall ist. Nein, wir sind zu wahnsinnig. Wir sind zu wahnsinnig geworden, aber während wir halt wahnsinniger werden, schalten wir immer mehr Spezialfähigkeiten frei. Das ist am Ende so wie so ein Brummkreise quasi, da durch das Level haut und irgendwie alles kaputt macht, was man auch muss, weil auch der große Alte, gegen den man irgendwann kämpft, auch der macht das. Der halt fängt dann mit so einer Startkarte an, wo man schon denkt, okay, ist hart und der wird halt immer krasser und immer, man denkt sich, oh Gott, wie sollen wir den besiegen? Meistens, wenn man es irgendwie zu dritt spielt, dann die beiden tot, ich noch im letzten Atemzug, noch so ein Wurf und bam! Das kam so häufig vor, dass wirklich der Letzte irgendwie noch gerade so es geschafft hat, ihn umzuhauen. Und das kommt tatsächlich häufig vor, deswegen haben auch manche meiner Zuschauer damals geschrieben, ja, das ist zwar irgendwie in den ersten zwei Partien geil, aber dann laufen halt alle anderen 5, 6, 7, 8 Partien immer so. Ja, mag sein, aber ich bin niemand, der spielt dieses Spiel innerhalb von 2 Wochen 10 Mal, sondern ich spiele dieses Spiel vielleicht 2, 3 Mal innerhalb von 2 Wochen, habe ich halt Spaß mit und spiele es ein halbes Jahr später wieder oder nächstes Jahr Weihnachten wieder und spiele nochmal 3, 4, 5 Partien und ich find's geil, wenn das immer so ausgeht. Es muss, und wenn wir auch mal verlieren, ist es auch nicht schlimm. Das macht einfach super viel Spaß. Es ist, diese Charaktere, teilweise haben die auch Fähigkeiten, wo du denkst, die ist nicht gut, wie soll ich die spielen? Du spielst die und hinten raus denkst du, Alter, wie krass ist das denn? Also wenn ihr mal in einem Cthulhu-Mythos-Spiel die Nonne mit dem Messer zwischen den Zähnen und in jeder Hand einen Molotow-Cocktail, die in einen Raum voller abgrundtief alter Wesen springen, spielen wollt, Death Metal. Ja. Da sind wir einfach eindeutig im Bereich der Blockbuster-Spiele. Richtig. Also wo man sagt, oh, das ist so ein sanfter Mechanismus und der ist ganz zart und so etwas und der spielt sich schön und so etwas. Vergiss es. Ja, wirklich, genau. Also der erste Charakter, den ich gespielt habe, der hat in beiden Händen Feuerbälle. Ja, also da bin ich irgendwie reingegangen und habe dann irgendwann mal meine Eigenschaften erstmal durchgelesen und habe gesagt, was kann ich? Ich kann dann irgendwann auf jeden Gegner den vollen Schaden machen. Also ist es nicht nur so, dass ich quasi einen Gegner ansage und mache da meinen Schaden drauf und der verfällt dann. Oder ich kann den übrigen noch woanders drauf packen. Nee, ich packe einfach auf, ich würfel quasi 2 Hände voll. Für Shadowrun-Spieler super, dass man endlich mal wieder so mit 2 Händen Würfel würfeln kann. Ja. Und dann habe ich, also es wird ganz bekloppt. Und das muss aber auch sein, weil du mir vorher erklärt hast, was der große Alte kann. Und ich dachte mir, das schaffen wir doch nie. Weil du ja weißt, was du vorher machst. Ne? Vorher hast du quasi irgendwie ein Messer und einen Windfaden und probierst irgendwie den Gefangen zu nehmen. Und nachher wirfst du halt einfach dann Feuerbälle in Größen von Lastwagen da rein. Und das hat so ein bisschen den Charme von so einer 80er-Jahre-Agentenserie oder so, keine Ahnung. Seid ihr auch so, ne? Da laufen immer Kultisten rum, die versuchen halt, den großen Alten zu beschwören in so einem Kirchengewölbe in der Einfolge. Und ihr müsst halt rein, die Laboratorien zerstören, dann habt ihr es halt geschafft. Nächste Partie ist es halt so auch szenarienmäßig aufgebaut, oder seasonmäßig. Ne, dann sind ja wieder die Kultisten da an Bord eines Kreuzfahrtschiffes. Wollen die jetzt irgendwie die beschwören? Ihr findet das wieder. Und in der nächsten Partie sind die in irgendeiner Villa versteckt. Und ihr geht da halt rein und schafft das zu verhindern. Beim nächsten Mal ist es irgendwie ein Banktresor. Das hat wirklich so diesen 80er-Jahre-Charme. Pulp-Fiction. Genau, Pulp-mäßig. Also nicht der Film, sondern richtig, so, genau. Und einfach ein super witziges, gutes Spiel. Und wenn hier irgendjemand zuguckt, der diese Unspeakable-Box hat und nicht so sehr an der hängt, ihr wisst, wie ihr mich erreichen könnt. Und wenn wir gerade Werbung machen, ich bräuchte noch Xanatas Guide in der Runde. Nein. Ja, da ist, 6 sind wir schon. Platz 6, genau. Schönes Spiel. Fast schon zur Hälfte durch und erst eine Stunde rum. Super Spiel. Kommen wir zum nächsten. Jetzt bei dir. Mein Platz 6. Zieh uns zurück auf die intellektuelle Ebene. Okay. Mein Spiel hat ein paar Erweiterungen mittlerweile rausgebracht. Es sind schon wieder 2 neue angekündigt, die ich beide auch gebackt habe. Langsam kommt man so ein bisschen da rein, dass man nicht mehr weiß, ob es noch interessant ist. Aber die anderen 3 Erweiterungen waren alle gut. Und zwar eine Erweiterung heißt Spire Quest. Die nächste heißt, und gerade eben wusste ich sie noch, als ich mir auch gesagt habe. Pearlbrook, genau. Die gibt's schon. Und Pearlbrook gibt's, genau. Spire Quest gibt's schon. Pearlbrook gibt's schon. Und die letzte ist, Ben sucht gerade heraus. Mach ich gerade einen Haken. Das macht die Aufregung.
Die Tiefen sind ja auch nicht ähnlich. Die haben ja die, vor allen Dingen die Eigenschaft, dass du die nicht, du sollst die nicht gleichzeitig mit reinnehmen. Man kann die durchaus zum Teil zumindest kombinieren, aber sie sind halt nicht getestet. Und bei bestimmten kommen ja bestimmte Sachen raus, auf die sich die andere beziehen könnte. Mhm. Also eines der wenigen Spiele, das nicht immer mehr wird, wie zum Beispiel bei Terraforming Mars, sondern wo es eher heißt, nach und nach einnehmen, bedeutet aber natürlich Belfair, danke schön. Und New Leaf und Mistwood. New Leaf und Mistwood sind die beiden neuen, die kommen. Mhm. Genau. Und alle anderen drei sind quasi große Erweiterungen. BioQuest wird auf Platz 1 gerankt von den Erweiterungen. Und ja, kann ich zum einen verstehen. Letztendlich, BioQuest bringt ein was Gemeines rein. Wir haben gerade über Everdell drüber schon gesprochen. Ist schon gemein genug. Finde es großartig. Und ja, BioQuest, letztendlich, da kommen ein paar... Da gehst du auf Reise und es kommt Unwetter dazu. Und dann siehst du den kleinen Mäuserich, wie er probiert, irgendwie noch seine Beere zu retten. Aber hinten, ne, ist schon das Unwetter. Oder er hat so einen kleinen Eimer dabei. Ich kann mir das Bild genau vorstellen. Die Beere ist so. Ja, genau, richtig. Ne? Oder er hat so einen Eimer mit Wasser und probiert irgendwie einen Baum gerade zu löschen, weil es brennt und so. Es ist halt einfach herzergreifend und es ist halt auch ein bisschen gemein. Du brauchst auf einmal, dann hast du dir so schön deine Karten zurechtgelegt und dann kommt das nächste Unwetter. Bam, jetzt kosten irgendwie alle Kritter eine Beere mehr. Oh nein, jetzt könnte man wieder sagen, das ist schön letztendlich, weil es wieder das ganze Spiel durcheinander wirbelt. Man kann damit auch vorplanen, weil man das ein bisschen vorher weiß, aber nicht ganz. Aber natürlich, manche würden auch sagen, sie finden es da nicht so richtig gut. Es ist ein kleiner Wetterbericht. Welche Erweiterung ist es, die die Völker asymmetrisch macht? Das ist bei der Belfair-Erweiterung, da kriegst du noch Machtkarten dazu, ne. Da, du hast ja unglaublich viele, also das wäre ja so lustig. Du hast ja, tatsächlich, wie viel ich mittlerweile von 15 verschiedenen Völker und die machen halt keinen Unterschied bis dahin, ne. Genau, du spielst ja einfach nur, genau, Eagle Power oder Eichhörnchen vor oder sowas, ne. Kannst du immer machen. Aber mit dieser Machtkarte letztendlich gibt es da noch Unterschiede drin und dann, ja, ganz unterschiedliche asymmetrische Funktionen kommen da noch raus, die irgendwie gebalanced sein sollen. Ja, hast du mal ein Beispiel denn? Ich habe mir tatsächlich noch nicht angeguckt. Dass du zum Beispiel, wenn du Karten ziehen darfst, glaube ich, dann darfst du mehr, dass du eine Karte mehr ziehen oder wenn du eine Ressource bekommst, darfst du stattdessen eine andere Ressource nehmen oder irgendwas ist günstiger. Also eine Stellschraube. Also genau, es sind so kleine Stellschrauben. Man soll ja auch immer nicht alle Erweiterungen reinnehmen, sondern nur eine spielen. Genau, das ist auch ganz angenehm. Das finde ich auch ganz angenehm. Würde ich für Terraform Mars auch. Das solltet ihr auch so machen. In welchem Spiel sonst gibt es die Fraktion der Axolotl? Ja, die Axolotl, genau, richtig. Und ich finde am schönsten eigentlich die Erweiterung, wo ich die Frösche habe, wo ich dann wunderbar noch das Flussdelta dabei habe und kann als Botschafter da noch untertauchen, weil da hat man dann noch ein paar Aufträge, die man noch so erfüllen kann letztendlich. Ne? Wer als erstes da auch wieder ist, kriegt auch noch einen kleinen Vorteil, da kriegst du noch die Perlen. Manche sagen, es gibt ja dann diese großen, punktebringenden, ja, quasi Weltwunder, könnte man fast sagen. Ja, ne? Die bringt das wo alles, du auch die Perlen für brauchst. Wo du die Perlen für brauchst letztendlich. Genau. Ne? Und manche sagen, dass das wieder so ein bisschen unbalanced ist, beziehungsweise du musst dann drauf spielen, aber wenn weg, dann weg ist bei den Teilen auch. Aber ich sehe, das ist eine andere Möglichkeit und wenn ihr damit nicht spielen wollt, dann hast du es weg. Dann spielt ihr was anderes. Also das Spiel gibt dir wirklich eine Möglichkeit, womit man spielen kann und musst aber auch nicht alleine. Ich fand Pearlbrook schon auch sehr angenehm, weil du konntest die Perlen, bestimmte Karten haben von Perlen dauerhaft profitiert, wenn du sie hattest. Ja, sie also, bringen, genau, oder sie bringen dass du Punkt sie nicht so ausgeben willst. Du hast aber auch diese Spezialkarten, für die du sie ausgeben kannst, die einen besonders starken Effekt auslösen. Also schon so ein zusätzliches Überlegenselement, eine Ressource, also eine weitere Ressource, die sich aber anders angefühlt hat als die anderen. Ich weiß, mir wird das Grundspiel sehr, sehr lange reichen. Die Erweiterung, die nächste jetzt kommt noch ein Bahnhof dazu. Der Titel hast du ja schon gesagt. Und die nächste, Bahnhof, genau. Hashtag Bahnhofspiele. Mhm. Und das nächste ist, da macht Wallace eine Und die zweite Erweiterung ist dann, Mistwood ist die Erweiterung, wo jetzt die Spinnen dazukommen. Oh. Zwar ist voll, aber aber die Spinnen sind eher gemein, ne? Also die sind nicht so nett. Und letztendlich dem knuffigen Arzt plötzlich dann. Du siehst auf einmal, wie die ganzen Dorfbewohner, die stehen mit der Bratpfanne in der Hand und mit so einem kleinen Messer und irgendwie sowas und probieren halt ihre Stadt zu verteidigen. Und im Hintergrund sind so große schwarze Spinnen. Und die kommen vom Baum runter, lassen sich so Spinnen runter. Ja. Kann man die wirklich richtig ranhängen an den Baum? Das ist ganz unheimlich. Oh, das weiß ich gar nicht. Das ist aber nur in der Kickstarter-Version, weil bei Everdell ist nicht alles in der Retail, was im Kickstarter ist. Der Baum ist schon. Sehr schöne Wahl. Und schön, dass die Community auf 7 ist. Community auf 7, ich hab's auf 6. Richtig. Ich hab's auf 100. Richtig, knapp. Du hast nur knapp daneben gelegen, es tut mir leid. vielleicht klappt's beim nächsten besser, ich glaube nicht. Das nächste Spiel ist aus einem der größten Spieljahre des letzten Jahrzehnts. 2012? Im Jahr 2016. 2016. Das war deine zweite Wahl, genau. Und ist ein Pfister. Das dieses Jahr noch eine Neuauflage bekommen wird. Und als ihr gekommen seid, habt ihr euch vielleicht schon gewundert, warum ein paar Sachen umgestellt waren. Der Grund war, dass ich einfacher zugreifen kann. Denn es handelt sich um Great Western Trail, das hoffentlich nicht auseinanderfällt. Ich hoffe auch. Und wir hatten es schon. Es war bei dir ein bisschen weiter unten, weil du erst wenige Partien gespielt hast. Eine tatsächlich erst. Psst, extra gelogen.
Nein. Ich habe erst eine Partie gespielt und selbst die war so gut, dass es reinkam. Das ist super. Ich habe das selbst mit Annika jetzt schon 3 oder 4 Mal hier zu zweit gespielt. Das funktioniert einfach zu zweit super. Du hast wahrscheinlich 20, 30, 40 Partien. Um die 20 wahrscheinlich. Es ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Es ist auch in der Top 10 auf Board Game Geek. Also hier deckt sich tatsächlich auch die Zuschauerliste, ich habe den genauen Platz nicht im Kopf, eben aber mit der BGG All-Time-Liste. Großartiges Spiel. Ne? Die meisten von euch werden es gespielt haben, diese Kombination aus dem Handkartenmanagement, wo man dann überlegt, dann durchtauschen, schauen, dass man die Punkte hat, wenn man oben ankommt, dann das Liefern, dann mit dem Zug noch vorfahren, um eventuell Zusatz Endpunkte-Scoring, Sachen zu einzusammeln oder mehr Geld zu bekommen, wenn man die Rinder liefert. Der ständige Druck, dass man immer mehr Rinder liefern muss, beziehungsweise unterschiedlich mit höheren Werten, damit man keine Minuspunkte bekommt. Also der stetig sich erhöhende Druck nach und nach. Sprich, man muss mehr Rinder kaufen. Mehr Rinder kaufen geht aber besser, wenn man Cowboys angestellt hat. Wenn man aber Cowboys anheuert, dann kann man logischerweise nicht so viele Bauarbeiter oder Lokführer anheuern. Ohne die Lokführer kommt man nicht so weit vorgefahren. Ohne die Bauarbeiter kann man nicht die geilen eigenen Gebäude bauen, die man nur selber nutzen kann und die gleichzeitig dafür sorgen, dass die anderen vielleicht nicht so schnell über den Plan kommen. Der Klassiker, man möchte alles machen, geht aber nicht. Man muss sich überlegen, was mache ich, was machen die anderen und wie kann ich es gut ausnutzen. Und obwohl ich nur diese eine Partie hatte, ne, wo wir zu dritt gespielt haben, und ihr mich netterweise gewinnen lassen, da und das zeigt immer wieder, dass das ein Spiel ist, wo die Mechaniken super sind und auch schön ineinander verzahnt und man dementsprechend tatsächlich aus Einsteiger gut reinkommt. Macht es einfach Spaß und das sieht man gleich am Anfang. Man merkt von Anfang an, dass diese Mechaniken einfach schön sind. Und das Thema ist, sagen wir mal, ein Thema, was nicht so verbraucht ist. Ne? Western-Spiele ist wenig gut. Genau, richtig. Ne? Und dann noch weniger im Euro-Bereich. Total wenig. Genau. Das Interessante ist halt, du denkst ganz am Anfang wahrscheinlich so, okay, ich ziehe jetzt hier mal die Karten und jetzt, okay, ich habe jetzt nur diese Doppelten gezogen, ich habe super geringen Kartenwert fürs Abliefern, der andere zieht irgendwie gleich das, was passt und so, ist ja sehr zufällig. Es, Quatsch, es ist so, dass je nachdem, wie eure Kartenhand aussieht, die Möglichkeiten für euch unterwegs anders aussehen, denn eure Kartenhand ist doof. Das ja, aber dann gibt's gut, ja, bei ganz vielen Aktionen gibt man ja diese Karten ab und zieht ja danach auch wieder auf. Das heißt, ich habe jetzt 3 Einsen hier auf der Hand. Super, kann ich 2 Einsen abgeben, um 3 oder 4 Geld zu machen und danach dann noch eine andere Spezialeigenschaft. Ich glaube, ein Gefahrenplättchen kaufen ist es in dem Fall. Und wenn du das halt nicht hast, du hast keine 3 Einsen und sagst dir, das ist jetzt total blöd. Jetzt umso besser, dann komme ich noch früher durch. Genau, jetzt habe ich die tolle Hand und jetzt muss ich über die ganzen schönen Felder rübergehen. Nee, dann geht ihr halt einfach weiter, weil ihr ja einfach selbst entscheidet, wie es bei Maracaibo zum Beispiel auch ist, wie weit ihr gehen wollt, richtig, ne, in einem gewissen Rahmen. 1 bis 3 Felder. Und das ist auch wieder super letztendlich. Ne? Dann kannst du auch wieder eine andere Systematik dann nehmen. Dann freu dich über deine Hand und renn weiter und der andere spielt halt langsamer und kann aber mit seiner Hand was anfangen. Ich hatte schon so unterschiedliche Partien. Die waren wirklich unterschiedlich, was man an Karten dazu kauft, ob man jetzt sein Deck ausdünnt oder nicht, ob man stärker Gebäude baut, das ist natürlich auch ein bisschen davon gesteuert, man weiß nicht, wie viel von den verschiedenen Personalsachen reinkommt, ist auch zufällig und man bettelt sich natürlich mit den anderen darum, dann sind die billigen weg, dann braucht man mehr Geld, wenn man den gleichen will, weil die unterschiedlich viel kosten, je nachdem, wann sie ins Spiel gekommen sind. Also super viele Abwägungssachen, aber meine letzten Partie war es zum Beispiel so, das hatte ich noch nie. Hatte ich meine Kartenhand stark ausgedünnt und habe ein Gebäude, das war in unserer Partie verfügbar. Man sucht sich so die Seite zufällig aus dann, wenn man ein paar Partien gespielt hat, wo ich so viele Karten, wie ich Cowboys hatte, ziehen und abwerfen konnte, plus nochmal 3 Schritte gehen. Ich hatte meine Kartenhand irgendwie sehr stark ausgedünnt. Ich hatte also noch 9 Karten, hatte 6 Cowboys. Das heißt, ich konnte immer, und ich hatte entsprechend Karten gekauft, ich konnte immer mit meinem Maximalwert an Karten ins Liefern gehen. Immer. Ich habe 4 Stück auf das ist jetzt für alle, die es nicht gespielt haben, aber auf die entfernteste Stadt geliefert, wo es jedes Mal 9 Punkte sind, glaube ich. Aber gibt. So viele Cowboys dürftest du ja nur auch 1 oder 2 Mal liefern können. Das Spiel ist ja schon meistens sehr weit fortgeschritten. Ich konnte das, glaube ich, 3-mal machen. Und das ist auch ein Spiel, das ist auch interessant. Ihr könnt eure Punktewerte gar nicht so sehr mit anderen Partien vergleichen, weil durch diese Entscheidung, ob ihr kürzere oder längere Schritte macht, dauern die Partien auch unterschiedlich lange. Also die Anzahl der Züge, die man hatte. Wenn man jetzt das zu zweit spielt und beide machen eher kürzere Schritte, dann werdet ihr am Ende wahrscheinlich beide mehr Punkte haben. Und wenn ihr beide eben konzentrierter seid, mehr durchgeht, schneller liefert, dann habt ihr eben beide insgesamt weniger Züge. Also nicht so sehr auf die absolute Punktzahl gucken. Hier steht 4 Zeichen, also sehr anspruchsvoll. Das ist ein extraordinary gamers game. Ich glaube, das können wir unterstreichen. Außergewöhnliches Expertenspiel. Eins der besten von Alexander Pfister. Ja, definitiv. Wenn nicht sogar das Beste. Kommen ja auch, ich werde dieses Jahr schon nächstes Jahr. Dieses Jahr kommt auf jeden Fall die Neuauflage, das erste, wo das nicht mehr so aussieht, als wären die. Dann das zweite und dann das dritte. Stell das einfach zur Seite hier. Nicht, dass es umfällt. Oder brauchst du es?
Nimm ruhig, ich glaube, Annika. Schön. Ja, wirklich ein schönes Spiel auf eurem Platz 6, Great Western Trail von Alexander Pfister. Mein Platz 5, damit sind wir quasi über die Hälfte in diesem Video. Wenn es ein Buch wäre oder ein Roman, dann hätte es die Autoren Robert Bloch, Lynn Carter, August Derles zum Beispiel. Und die kennt ihr alle nicht. Aber wenn ihr die Bücher lest, dann denkt ihr A, nicht, dass die von diesen Autoren sind, sondern denkt übrigens zu einem bestimmten, weil sie quasi aus seinem Werk aufbauen, es weiterspinnen. Der König in Gelb zum Beispiel ist, soweit ich weiß, gar nicht ursprünglich von Lovecraft, sondern ist halt von irgendeinem anderen Autor. Aber jeder, der mal irgendwie nur die Lovecraft-Spiele gespielt hat, der wird sich denken, ist doch eindeutig, ne? Auch von H.P. Lovecraft. Aber da wurde halt viel noch drumherum weiterentwickelt. Und mein Platz 5 ist das Arkham Horror Living Card Game. Also irgendwann jetzt müssen wir noch Doppelung und Flo bekommen. Ich bin schon. Einfach, er hat vorhin gesagt, Cthulhu-Thema ist ja auch sehr häufig, ist ja auch irgendwie ein bisschen langweilig. Ist schon so, durch. Aber das Arkham Horror Living Card Game ist meiner Meinung nach eines der besten Spiele, die überhaupt jemals gemacht wurden. Es ist absolut großartig. Es hat ein bisschen Kampagnensystem, es hat Lovecraft, es hat Charakterentwicklung, das alles auf eine super gute Art miteinander verzahnt. Wenn ihr das kaufen wollt, kauft euch nicht nur das Grundspiel. Das Grundspiel ist schon nett, aber es ist wirklich nur so ein Teaser, die Mechaniken lernen. Auch das ist interessanterweise schon so gemacht, dass man Mission 2 durchaus häufiger spielen kann. Und ich dachte auch ursprünglich mal, weil man spielt immer so ein ganzes einen Zyklus durch, so ein Mythos, wo man dann halt so 8 verschiedene Szenarien hat, die halt so ein Ganzes ergeben. Und da dachte ich auch am Anfang so, okay, das ist ja cool, dieses Entdecken, nicht wissen, was kommt und dann so nach und nach diese ganzen Karten durchgehen, das alles erleben. Aber wenn ich einmal so einen Mythos gespielt habe, so einen ganzen Zyklus, dann brauche ich das ja nicht wieder spielen. Dann weiß ich ja, was da kommt. Pustekuchen. Erst dann fängt man überhaupt an, dann kann man überhaupt, hat man eine Chance, da mal was zu schaffen, weil dann weiß man, okay, wir müssen irgendwie da und da hingehen, lassen das aufdecken, wir brauchen die und die Charaktere, wir müssen uns die und die Eigenschaften holen, um das Ganze zu schaffen. Das heißt, es gibt da mittlerweile, ich weiß nicht, 6, 7 verschiedene Zyklen früher und ihr könnt euch da einholen und ihr braucht nicht sofort euch den nächsten holen. Ihr werdet diesen einen spielen. Eine Partie dauert so mit Auf- und Abbau immer so locker schon mal 2 bis 3 Stunden, bis ihr das auch wieder danach alles auseinandersortiert. Das Spiel hat durchaus ein paar Haken und es ist auch dementsprechend nicht ganz billig, wenn man sich so einen ganzen Zyklus holt. Wir kommen netterweise immer so monatsweise raus, das heißt jeden Monat mal so 12 €, das geht schon. Und ihr habt ihn halt einmal durchgespielt und dann könnt ihr ihn im Prinzip gar normal spielen, sowohl mit den gleichen Charakteren als auch mit anderen Charakteren und dann könnt ihr diesen gleichen Zyklus locker 2, 3 Mal spielen und dann schafft ihr wirklich was, dann kommt ihr mal gut durch und habt auch das Ergebnis, das ihr haben wollt und dann habt ihr da aber auch schon locker 2, 3 Monate Spielzeit reingesteckt, wenn ihr normale Spieler seid, die nicht jeden Tag hardcore-mäßig spielen und da steckt einfach so unfassbar viel drin, super, es gibt auch Anfänger oder so Startcharaktere, wenn man nicht diesen Deckbau am Anfang machen will, dann hat man gleich schon vorgegebene Charaktere, die man so spielen kann, wo auch alle Karten dafür drin sind, wo auch Markus, der das auch bestimmt in seinen Top 10 drin haben wird, auch dachte, pff, Kinderkram brauche ich nicht. Wir haben die dann mal gespielt und er meinte, oh, die sind überraschend gut. Also wenn ich jetzt wieder neu anfangen würde, weil ich, ne, neu anfangen tue ich im Prinzip, wenn ich es nach einem Jahr wieder das erste Mal spiele, würde ich mir auf jeden Fall diese Startcharaktere nehmen, die dann spielen und habe damit auch super viel Spaß. Und diese verschiedenen Zyklen haben auch immer so ein anderes Thema. Das eine ist so irgendwie Hexen als Thema, das andere vielleicht ein bisschen mehr Aliens. Da haben auch die Autoren hinten drin geschrieben, ja, wir suchen uns halt immer ein so ein Genre aus dem Horrorbereich raus. Horror-Bereich, und münzen das dann halt irgendwie in Spielform. Und in einem Zyklus hatten wir auf einmal ein Szenario, wo wir so Pandemie gespielt haben quasi. Fand ich super gut, war super gut umgesetzt. Also wirklich absolut toll, absolut großartig. Es ist eine Investition, geldmäßig auf jeden Fall. Aber meiner Meinung nach ein, die sich lohnt. Ich sag noch was dazu, weil ich das Gefühl habe, dass du vielleicht gar nicht so viel sagen willst. Und zwar, das ist ja ein Living Card Game, das heißt, das spielt komplett aus Karten. Ihr habt das jetzt wahrscheinlich inzwischen auch schon mit ein paar Einblendungen gesehen. Und es nutzt den Vorteil, den das darstellt, sehr stark aus. Ja. Also wenn du dir die anderen Arkham-Spiele anguckst, dann hast du ja zum Beispiel einen Arkham Horror, das spielt halt in Arkham, und du hast das entsprechende Brett. Oder du spielst Eldritch Horror, das hat halt eine Weltkarte. Oder eventuell noch Karten zum Ranlegen mit den Erweiterungen, aber ne, das sind so grundsätzliche Vorgaben. In Arkham Horror Living Card Game kann es halt sein, dass du das sagst, das ist dann halt auch Arkham. Ne, du gehst durch die Stadtbereiche, bist am Hafen, bist an der Universität und so weiter. Dann gibt es aber auch ein Szenario, in dem bist du in einem Gebäude und in du bist in, den, bist in den verschiedenen Stockwerken und bewegst dich da hin und her. Also einmal, dass die Örtlichkeiten und viel flexibler sind. Und du hast eine andere Dimension auf einmal. Ne? Genau, das ist sehr viel flexibler. Und, wie du schon mit Pandemie angedeutet hast, durch dieses rein kartenbasierte kann man mit den Zyklen auch noch Mechaniken. Es kann immer mal auch neue Mechaniken kommen, wo du dich auf was anderes einstellen musst. Du kannst halt die Pandemic-Mechanik, die kannst einfach reinwerfen, muss ja nur auf der Karte stehen. Richtig. Ja, das ist halt auch noch super. Und eine letzte Sache, das ist das, wodurch das Spiel leider total abstürzt und furchtbar wird. Ich hatte eine ewig lange Geschichte, ich muss mir das immer noch anhören, dass danach Ben nicht mehr verstanden hat, warum Spieler eigentlich einen
Verlierenzustand haben müssen, bei dem man es wiederholt. Das, seitdem versteht er das nicht mehr. Nee. Also es ist ja bei dem Spiel auch so, ihr könnt ein Szenario verlieren, in Anführungszeichen, und es geht einfach weiter. Dieses Scheitern hat eine auswirkende Konsequenz auf das nächste Szenario. Ihr könnt zwar irgendwann auch komplett sterben, aber das ist wirklich komplett wiped, das ist, glaube ich, super unwahrscheinlich, das passiert, glaube ich, nicht, weil ihr im Zweifel einfach einen neuen Charakter nehmt. Und es geht einfach weiter, und auch das ist der Anreiz, oder auch der erste Zyklus. Am Anfang wollt ihr Professor X retten oder den Direktor Y. Und je nachdem, wen ihr rettet, dann, weiß nicht, stirbt der andere, wird entführt. Und das habt ihr allein schon mal einen Anreiz, deswegen nochmal die ganze Kampagne zu spielen, zu gucken, was passiert bei dem anderen. Also, es ist super, super gut gemacht. Ja. Du möchtest gern zu deinem eigenen Platz 5 kommen, ja? Ich komme zu meinem eigenen Platz 5. Und zwar ist es Arkham Horror Remake Arcade. Gute Wahl. Nicht schlecht. Ne? Dann kannst du, dann darfst du doch was sagen. Dann darf ich doch was sagen. Nee, ich sage zu meinem eigenen Platz 5 was. Okay, mein Platz 5. Ne? Ich sage zu meinem eigenen Platz 5 was. Die Kampagnen letztendlich sind einfach natürlich die Seele dieses Spiels. Ne? Das Grundset selbst hat nur 3 Abenteuer und manch einen schreckt es sogar ab, weil da ist noch sehr viel mit unschönen Ecken und Kanten, mhm, vielleicht sogar. Und die Story ist irgendwie auch so. Es ist ein Tutorial. Begreift es als Tutorial. Richtig. Die erste Kampagne ist schon, wo es dann nach Dunwich geht, ist schon sehr stimmungsvoll und hat auch schon ein paar Abzweigungen. Du hast es gerade erzählt, ne? Entweder erst in die Kneipe oder erst in die Universität oder andersrum. Das hat Auswirkungen aufs Spiel. Und man kann tatsächlich auch immer wieder Sachen, die man zum Beispiel erbeutet hat, kann man verlieren, man kann sie wiederholen, es macht Auswirkungen, ob man sie hat oder ob man sie nicht hat. Da haben sie aber noch nicht so viel mit den Mechanismen gespielt. Und dann kam die nächste Kampagne, wieder schöner Hintergrund, den sie wieder aufgenommen haben. Ab und zu nehmen sie mal ein paar Werke quasi von Lovecraft oder den anderen mit rein. Und hier ist das Wichtige, es muss ein stimmungsvoller Hintergrund sein, der muss Spaß machen. Mhm. Es muss ein gutes Mechanismensystem sein und auch mal ein neuer Mechanismus, der dich irgendwie auch voranbringt und der auch wirklich Herausforderungen stellt. Und der Kampf gegen die Viecher, was auch immer da auftaucht, der muss interessant sein. Mhm. Das muss nicht in jedem Abenteuer so sein, aber in der Kampagne insgesamt. Und eigentlich hat das jede Kampagne hinbekommen, ja. Manche Abenteuer natürlich, da sagst du, gut, das war jetzt so wie bei einer Serie letztendlich, die hat uns jetzt nicht so richtig vorangebracht, hat man mitgenommen, war in Ordnung, aber das Niveau insgesamt der Kampagnen ist unglaublich hoch. Ja, man wird auch immer höher, ne? Genau, es ist ein Luxusprojekt, ein Luxusprodukt, das gebe ich zu, und es ist quasi, es ist fast eine Frechheit, wie viel es kostet, aber man hat damit wirklich viel. Ich habe manche Kampagnen schon 3-mal gespielt. Wir spielen gerade die Innsmouth-Kampagne. Ich habe jede Kampagne mindestens 2-mal gespielt. Manche auch 3-mal, weil sie immer wieder unterschiedlich werden. Ne? Du hast erzählt, gehe ich den Weg nach links oder ich gehe nach rechts. Das ist ein Unterschied. Oder ich spiele einfach einen anderen Charakter. Auch das ist ein Unterschied. Spiele ich nun den Sucher und beim nächsten Mal spiele ich den Kämpfer und beim nächsten Mal spiele ich den Überlebenden. Das ist eine ganz andere Herangehensweise. Denn das Monster, was wir letztes Mal einfach verdroschen haben oder weggeschossen haben, das kann ich vielleicht diesmal einfach nicht machen. Dann muss ich es irgendwie weglocken oder ich muss gucken, dass ich mich dran vorbeischleiche. Auch Endgegner haben häufig mehrere Möglichkeiten, wie ich dem dann entkomme. Und von der Stimmung her ist es auch einfach super schön. Es ist für Rollenspieler, es ist das Große, was man haben möchte. Man möchte Brettspiele haben, die so viel mitbringen. Das ersetzt dir dann einen Spielleiter halt. Ja, sehr gut. Genau. Und du hast trotzdem das Gefühl, eine große Flexibilität zu haben. Wir haben es jetzt in der Pandemie, haben wir es digital gespielt. Das funktioniert, ne? Letztendlich. Jeder braucht seinen Charakter. Entweder hat es natürlich jeder bei sich, aber das ist dann sehr, sehr kostenaufwendig. Oder man kann einfach sich einen Zettel hinnehmen. Einer braucht es, einer, ne, liest alles vor. Und selbst das ist in Ordnung. Natürlich hast du das schöne Artwork nicht, was man auch noch betonen muss. Das Artwork ist wahnsinnig gut gemacht letztendlich. Ne, das macht schon sehr, sehr viel Spaß. Und ich freue mich auf die nächste Kampagne. Richtig. Und es gibt auch ja nicht nur Kampagnen, es gibt auch One-Shots dafür. Ja. Also wenn ihr es mal mit irgendjemandem... Das wollte ich fragen. Wenn ihr das mal mit irgendjemandem spielen wollt, der einfach mal neu drauf ist und ihr sagt, okay, wir haben nicht jetzt irgendwie 12 Stunden Zeit, das Wochenende über das komplett zu spielen, sondern hey, das ist ein cooles Spiel, hier gibt's die Startcharaktere, dann holt, also meiner Meinung nach, der Blob da alles fraß, ist einfach super spaßig, das ist halt so klassisch irgendwie gefühlt 50 Jahre Horrorfilm Amerika, so ein riesen Alien-Blob hat einfach die Stadt... Katastrophenfilm. Genau, Katastrophenfilm, genau. Die Stadt so alles zugeschleimt und ihr müsst halt immer irgendwie das Herz freischießen, dann habt ihr irgendwie 3 Runden Zeit, auch wie so ein Computerspiel, 3 Runden Zeit Schaden aufs Herz machen, dann wächst das wieder zu, dann müsst ihr es wieder freischaufen, irgendwann ist das ganze Ding halt kaputt. Das funktioniert super, macht richtig viel Spaß, gibt noch Mord im Excelsior Hotel und ganz viele andere, die... Das finde ich ganz gut, hast du das nicht so gut gefunden? Ich glaube, ich habe es sogar 3-mal schon gespielt. Okay. Ich fand es tatsächlich gut. Also man kann auf Spiel ist normal. Genau, wenn aber man auf dem falschen Fuß vielleicht erwischt ist, aber kann sein. Mir hat es durchaus Spaß gemacht und es gibt noch ein paar mehr Folgen davon, die man einzeln spielen kann. Ich bleib beim Kartenspiel. Barkham Horror gibt's auch. Du wirst im Kartenspiel. Barkham Horror. Wir müssen über Barkham Horror sprechen. Du wirst im Kartenspiel. Platz 5. Ich habe auf Platz 5 auch ein Kartenspiel. Die Zuschauer hatten leider Barkham Horror schon. Jetzt können wir nicht mal spoilern. Genau, so kurz sage ich das. Ich habe kurz auch das wäre mega, aber nein. Ich möchte dich jetzt nicht zu sehr enttäuschen. Dich werde ich nicht enttäuschen.
Das ist ein Spiel von 2016. Mhm. Okay, das kann ein gutes sein. Der Designer ist ein ehemaliger StarCraft 2 Programmierer. Mhm. Kevin Riley. Sagt euch immer noch nicht so. Doch, doch. Also nein. Dir schon. Du hast es, glaube ich, schon bei Kartenspiel von 2016 gehört. Es ist jetzt vor kurzem auf Deutsch erschienen. Ah. Und kriegt jetzt gerade die ganzen Erweiterungen hintereinander raus. Und wenn ihr auf der Homepage von dem Spiel geht, werdet ihr da, glaube ich, 5 Brettspielblocks Community Awards sehen. Richtig. Und zwar reden wir von Aeon's End wieder einmal. Also auf eurem Platz 5 Aeon's End. Hier sicherlich zusammengefasst die verschiedenen Sachen. Ein kooperatives Deckbauspiel. Drafting ist jetzt zu weit gegriffen. Man kauft ja die Karten da aus der Auslage, das eben das Dominion-Konzept letzten Endes nimmt mit Charakterentwicklung und kooperativ gegen einen Gegner. Ich habe die beiden kleinen Erweiterungen bekommen, die neuesten. Ich habe jetzt schon Bock drauf, die zu spielen. Richtig, wir lassen auch so gut reinsortiert, dass wir es theoretisch schnell auf den Tisch bringen sollten. Ja. Super variables Spiel, entweder über die Auswahl an Zauberkombinationen und Gegenständen für das Deck oder selbst die Währung, die man sich dazu kauft, macht ja unterschiedliche Sachen. Je nachdem, welche draußen sind, die Gegner haben total unterschiedliche Herangehensweisen, die sie erfordern. Da gibt's auch mal einen, der hat nur einen Lebenspunkt, aber der hat halt ständig seine Diener draußen und du kannst nur auf die Diener Schaden machen. Irgendein anderer produziert so schwarminsektenmäßig die ganze Zeit seine Insekten. Die kommen auch immer und immer wieder. Das heißt, die musst du auch irgendwie wegmachen, aber gleichzeitig halt irgendwie Schaden auf ihn bekommen. Und man hat halt nur so lange Zeit, bis entweder einer, glaube ich, ganz tot ist. Ne? Es darf keiner komplett sterben. Ja. Ne? Du kommst einmal wieder, wenn du umfällst oder auch nur so halb. Und wenn nochmal, dann ist vorbei. Oder wenn eben die Stadt, die Festung am Ende der Zeit sozusagen, wenn die zerstört wird, sprich die Lebenspunkte auf Null gehen, was irgendwann der Fall sein wird. Aber wirklich ganz viele tolle Kombinationen. Es ist auch nicht ganz klar, wann man als nächstes dran ist. Man denkt, ich hoffe, ich bin jetzt als nächstes dran, damit ich jetzt die Zauber hier rausspielen kann. Die Hand ist das gerade super. Oder bitte, bevor der Gegner wieder dran ist, weil der Gegner hat ganz oft, da kommen Infekte ins Spiel und die sagen, wenn der Gegner noch das zweimal dran ist, beim zweiten Mal, dann passiert irgendwas Schlimmes. Und du denkst dir so, okay, ich kann das verhindern, ich kann hier diese Karten dafür ausspielen, aber er oder ich sind gleich als nächstes dran. Also selbst das weißt du nicht und das kann sehr frustrierend sein. Aber eben, das hält halt eine gewisse Spannung aufrecht. Aber der Mechanismus ist auch der Grund, warum ich es mit einer geraden Spielerzahl immer empfehlen würde. Richtig. Es hat ein ganz unterschiedliches Spielgefühl zu zweit oder zu dritt. Ja. Zu dritt ist manchmal so, okay, ich war jetzt ewig nicht dran, okay, es passiert nichts und zu zweit spielst du den Zug schon vorbei. Weil du halt ständig dran bist, immer involviert bist, das ist schon... Du bist halt so im Schnitt so alle 2-3 Züge zu zweit dran und du weißt auch, wenn der andere jetzt dran war, bin ich wieder dran. Du bist auch gleichmäßig dran auf jeden Fall. Das ist ein kooperatives Spiel, bei dem man sich immer weiter aufbaut und mächtiger wird. Spielt man in einer ungeraden Zahl, eben zum Beispiel zu dritt, dann kommt eine Karte dazu, wo man aussuchen soll, welcher Spieler dran ist. Wir haben das so gehausregelt, dass es in der Regel dann reihum geht. Aber selbst das kann dazu führen, bei 3 Spielern plus den Gegner, die jeweils 2 Karten haben, dass du deinen Zug machst und dann erstmal sicherlich eine Viertelstunde, 20 Minuten kann das sein, dass du nicht wieder dran bist. Das ist schon hart. Wenn der Gegner zweimal dran ist, wenn deine beiden Mitspieler jeweils zweimal dran sind und vor allen Dingen du nicht der bist, der bei dem dritten Spielermarker dran ist, dann häuft sich das halt an. Und deswegen gerade Spielerzahl. Und ganz wichtig, wenn ihr mit ungeraden Zahlen spielt, macht es so, auch wenn es nicht optimal ist, dass ihr das immer jeweils weitergebt, sobald es gekommen ist. Schwieriger durch, aber... Weil ihr euch sonst dazu zwingt, derjenige, der am Anfang extra dran ist, der ist ja dann quasi eine Runde voraus, auch im Aufbau. Es macht dann also technisch Sinn, ihm immer weiter die extra Runden zu geben, weil er immer schneller explodiert. Aber das ist natürlich für die anderen dann nicht so befriedigend. Das ist aber wirklich nur eine ganz kleine Kleinigkeit, die zur Begründung nur da ist, warum wir gerade Spielerzahlen empfehlen. Ansonsten ist es ein super Spiel. Die Spielzeit ist super. Ihr seid ständig dran, wenn ihr zu zweit spielt. Es ist super variabel, selbst wenn ihr mit dem gleichen Aufbau spielt. Die Gegner geben jede Menge Vielfalt und ihr werdet auch von Pegasus inzwischen auch auf Deutsch, entschuldigt bitte meine Ausdrucksweise, mit Erweiterung zugeschmissen. entschuldigt doch nicht meine Ausdrucksweise, war okay. Das heißt, da steckt einfach super viel drin. Mich hat das Cover gar nicht abgeholt, tatsächlich. Ich weiß nicht, warum. Das ist tatsächlich nicht so super spannend. Ich fand das Cover irgendwie nicht. Ich fand den Titel nicht so gleich eingängig irgendwie, dass es mich gecatcht hat. Das Artwork allgemein, auch von den Charakteren, kann fand ich auch nicht so doll. Dann der Mechanismus, okay, hätte mich catchen können, hat er aber dann irgendwie nicht gemacht. Deckbau. Und dann noch, ja, Deckbau finde ich eigentlich ganz gut, aber ne, also ja, darum, ne. Dann noch die Geschichte mit der hohen Downtime. Und für 2 Spieler fand ich es irgendwie nicht interessant. Es hat mich bis jetzt noch nicht abgeholt. Aber ich meine, die Community liebt es ja scheinbar. Sonst kommt es ja nicht auf Platz 5. Also es muss irgendwann mal auf den Tisch kommen. Aber bei mir war es 12. Und das ist also gerade die unterschiedlichen Gegner. Auch jetzt, wenn du in der neuen Erweiterung für Gegner drin sind, dann denkst du, Alter, das will ich spielen, das will ich aussehen. Das ist so unfassbar reizvoll. Das ist echt super interessant. Ja.
Wir werden das mal spielen. Ab zu dritt, das klappt. Wenn Kasi zurückhält, dann geht das. Wenn wir da eine Liste von gemacht haben, wenn wir da mal eine Liste von machen, die Spiele, wo wir die Aussage getroffen haben, dass wir das nochmal spielen müssen. Ja. Allein dann, wenn wir die jedes einmal spielen würden, wären wir, glaube ich, wären wir bis 2023 beschäftigt. Wahrscheinlich. Wir versuchen es. Mein Platz 4. Wenn es ein Roman wäre, dann wäre Andy Weir der Autor. Und er hat tatsächlich auch schon einen Roman gemacht, der da spielt. Und zwar ist es... Was? Es hat einen kleinen Absturz erlebt. Nee. Okay, also jetzt steht natürlich fest, also das ist halt das Problem, wenn man viel Brettspiele spielt und das auch ein bisschen beruflich macht. Man verliert da ganz offensichtlich dann irgendwann ein bisschen den Bezug und dann baut das halt ab, ne? Also... Es ist ein Spiel, das, obwohl es schon 5 Jahre alt ist, immer noch in den Top 4 ist. Das geht bei ja dem ich auch mutmaße, dass es, wenn wir das nächste, übernächstes Jahr machen, mindestens wieder in den Top 4 ist, vielleicht sogar noch weiter aufsteigt. Aber Terraforming Mars ist einfach ein absolut großartiges Spiel. Ich habe jetzt, glaube ich, mache diese Liste entweder zum 4. oder zum 5. Mal. Es hat mindestens die Hälfte dieser Listen bisher gewonnen und war immer ganz oben. Schockmoment für uns beide, also, oder? Ben, du musst mir jetzt mal ganz kurz erklären. Warum hast du denn dieses Spiel jetzt neuerdings? Warum findest du das denn plötzlich nicht mehr gut? Im Jahr, als es rauskommt, 2016, habe ich, weiß nicht, 10, 20 Partien gespielt. Im nächsten Jahr, 2017, haben wir 100 Partien von diesem Spiel gespielt. Wahnsinn, ja. Was nicht so gut ist, wenn man einen Brettspiel-YouTube-Kanal hat und davon so halbwegs leben möchte, dann sollte man genau das nicht tun. Ach, die Leute gucken das schon. Aber es kommt dann ständig irgendwie vor, dass man da sitzt mit seinen netten Freunden, die auch Lust haben am Spielen, die jetzt aber auch nicht so sagen, okay, wir müssen das jetzt irgendwie spielen und ausprobieren. Und dann, ja, wir könnten so ein komisches Dune spielen oder hier so ein Legends of Driss oder Destinies, oder Terraforming Mars. Ja, bin ich dabei und zack, ist es wieder auf dem Tisch gelandet. Kannst du es beschreiben, was ist dieser Moment letztendlich? Jetzt ohne Regeln, sondern einfach so dieser Moment des Spiels, wo du sagst, okay, das findest du einfach richtig gut. Richtig gut ist immer der Moment, wenn man das Spiel gespielt hat und verloren hat und sich denkt, oh geil, ich habe jetzt verloren. Ich habe eigentlich eine richtig geile Partie gehabt. Ich habe mir super viel aufgebaut und konnte tolle Sachen machen, aber irgendwie doch verloren. Wenn ich es jetzt wieder spielen würde, würde ich dann 10 geile Startkarten bekommen? Welche beiden Konzerne möchte ich dann bekommen? Du willst eigentlich sofort die nächste. Lass uns gleich nochmal anfangen und du bekommst dann 10 Startkarten, denkst du, dann guckst du die Konzerne, denkst, Wir lassen wir jetzt noch 5 Minuten reden und dann gucken wir mal, ob es nicht doch noch auf die 3 geht. Und dann kannst du, entweder hast du halt einen super Start und selbst wenn du weißt, du hast nicht egal, weil du bist ja auch immer, die größten Fehler, den Anfänger machen, ist ja immer, man kauft sich alle Karten. Ich kenne von Leuten, die sagen, ja, was ist denn, wenn beim Spiel der Kartenstaffel zu Ende ist? Wo ich immer denke, das kann doch eigentlich gar nicht passieren. So, doch, wir kaufen immer alle Karten, wir spielen halt irgendwie 30 Generationen. Normal ist das ein Spiel zu 2, nach 13, 14 dann Generationen haben sie sich vorbei. Aber, die haben sich so drauf geeinigt, dass sie nicht mehr als... Genau, die kaufen einfach alle Karten und dann spielen sie so runter. 2 Terraforming-Schritte irgendwie pro... Das kann man tatsächlich auch machen, scheinbar. Aber es ist einfach diese Vielfalt, diese Spielbiete, diese... Also, ich mag ja kartengesteuerte Spiele. Und Terraforming Mars ist jetzt eben auch ein Spiel, wo ich jetzt nicht sagen kann, okay, heute möchte ich mal irgendwie auf Grünflächen gehen. Oder heute möchte ich mir mal so eine blaue Engine aufbauen. Oder heute möchte ich mal ganz viele Städte bauen. Das kann man vorhaben, bekomme ich die Karten dafür nicht, dann kann ich es einfach nicht machen. Aber ich habe halt diese Karten und allein, was ich da an Entscheidungen habe mit diesen Karten, alle die Startkarten, welche behalte ich, weil ich der Anfängerfehler ist halt, man kauft viel zu viele Karten und am Ende des Spiels ist es vorbei, ihr habt irgendwie noch 15 Karten auf der Hand, denkt euch, okay, da habe ich super viel Ressourcen reingesteckt, die konnte ich eher nicht bauen, ich hätte mich irgendwie konzentrieren müssen auf die richtigen Karten, das müssen auch die richtigen Karten sein, wir haben einen Mitspieler, der schafft es immer, die richtigen Karten zu behalten. Man sollte das nur machen, wenn der Meilenstein gerade ist, dass man 16 Karten braucht. Richtig. Dann kannst du es vielleicht machen. Oder wenn man einen Plan hat. Wenn man so eine Ausbau, ich habe mal ein Spiel, das habe ich hart verloren, aber ich hatte so ein Engine. Ich habe nachher irgendwie normale Karten, glaube ich, 5 billiger gespielt und Weltraumkarten 10 billiger. Mein Mitspieler war schon lange fertig. Hatte auch haushoch gewonnen. Ich wusste auch, das hole ich nicht mehr auf. Aber ich konnte in jeder Runde noch 20 Minuten länger spielen, weil ich konnte noch das machen, hier noch Karten ziehen, das noch spielen. Genau, das kann er hat an seinem Sieg keinen Spaß gehabt, weil er einfach die Hälfte der Zeit zugeguckt hat. Das kann auch sein. Ich habe ja vor 2 oder 3 Jahren habe ich auch mal ein Video gemacht zu meinen Top 10 und da habe ich nochmal ein zweites Video gemacht, so meine Top 10, die Schattenseiten. Was man auch noch wissen sollte, was so die Ecken und Kanten, die Mängel an diesem Spiel sind. Auch dieses Spiel hat natürlich Mängel. Alle diese Spiele, da könnten wir jetzt nochmal, vielleicht machen wir das nochmal, ein Video machen, wo wir sagen, die Top 10, das sind die Schattenseiten unserer Top 100. Deswegen kann man das nicht mögen, aber es ist halt trotzdem ein absolut geniales Spiel und gerade diese kartengesteuerte, dass ich halt nicht immer so Terra Mystica, da habe ich halt immer die gleichen Optionen, die mir das Brett bietet. Ich kann schon in der ersten Runde relativ viel durchplanen, wenn meine Mitspieler die richtigen Sachen machen. Hier kann ich das halt nicht. Und allein jede Runde, wenn man diesen Draft hat, dann habe ich ja diese 4 Karten. Allein welche 4 Karten gebe ich jetzt weiter? Welche 3 davon, welche behalte ich dann? Und auch dann, wenn ich sie habe, welche kaufe ich davon? Es ist einfach ein super, super, super gutes Spiel. Das Wichtige ist, dass diese Karten halt quasi alle, fast alle, interessant sind und man was mit anfangen kann und sie viel indirekt ineinander greifen, ohne dass du jetzt speziell
zum Ehemann die Ehefrau brauchst. Und sie situativ sind. Ne? Ja. Manche Spielkarten sind situativ. Total krass, aber nicht in der letzten Runde. Ja. Also, ich habe da vorhin ja nicht zugesagt, weil ich jetzt dachte mir, ich packe das nochmal rein, auch mit diesem Gefühl, was ich reinpacken wollte. Man muss tatsächlich sagen, es kann sein, dass es halt bei einem schlecht läuft und der merkt, okay, die anderen ziehen jetzt weg. So ein bisschen ist das auch so, ne? Wer hat, dem wird gegeben. Aber tun kann man letztendlich. Immer. Man kann immer was tun. Immer aber was Cooles, ich habe jetzt gerade am Samstag wieder eine Partie mit einem sehr guten Freund gespielt und dem wollte ich es anbringen, letztendlich die Partie. Wir hatten schon mal eine gespielt und jetzt letztendlich. Es klappte nicht so richtig. Ne? Es war genauso das Problem. Ich hatte zu zweit gespielt? Nee, wir haben zu dritt gespielt. Okay. Ne? Und es war tatsächlich genau, bei uns zweien war das so. Letztendlich, wir hatten genau diese Geschichte. Bei dem einen lief seine Systematik gut. Ich hatte das, ich konnte pro Runde 3 Karten ziehen. Mich hat jede Karte 7 weniger gekostet, wenn es Weltraumkarten waren. Das hat, ich habe den Fahrstuhl dabei gehabt und so. Ne? Man sah wirklich, okay, ich nehme noch Karten. Ach, kann ich auch noch spielen, kostet mich auch weniger. Ich ziehe noch eine Karte. Und der saß halt da und es ging halt nicht. Also das kann passieren, aber es ist halt selten. Und meine Faszination, um jetzt zu den Positiven zu kommen, ich finde total spannend diese unterschiedlichen Level, die du hast. Das hat Everett halt nicht, muss ich sagen. Da hast du halt nur die Kartenauslage und hier ist es halt nicht so. Du hast halt nicht nur die Kartenauslage, sondern du kannst auch mit dem Board spielen. Du kannst halt mit den Städten oder den Grünflächen spielen. Du kannst dich total darauf fokussieren, dass du die drei Bereiche pusht. Also super krass interaktiv. Es hat so viele Ebenen. Ich meine, die Städte bauen, da muss man auch aufpassen. Ich meine, das Timing ist total wichtig, weil du baust Städte und du willst ja möglichst da Kombinationen abgreifen. Ja. Aber wenn du nicht gerade selbst das Stadtzentrum auf der Hand hast oder das Geschäftsviertel, dann denkst du so, oh yeah, es ist eines wenn ich das jetzt mache, interaktivsten Eurogames, die ich kenne, ohne genau, dass es direkt genau Interaktion hat. Ne? Ja, wir handeln nicht miteinander, aber trotzdem ist immer wichtig, gerade dieser Plan, ne? Es gibt jetzt auch das Ares-Projekt, wo ich auch bisher nur eine Partie gespielt habe. Das ist auch nett, aber was halt Terraforming Mars ausmacht, ist gerade diese Interaktion über die Meilensteine, über die Auszeichnung, über ich baue da jetzt diese Städte hin, aber verdammt, oder diese Grünflächen, aber wenn da eine Stadt hinbaut oder wenn da das Geschäftsviertel hinkommt. Das ist halt nicht super krass Interaktion, aber es ist genau die richtige Interaktion. Dann kaufe ich die Auszeichnung. Genau. Man kann es ja früher machen. Aber dann wird's teurer und habe ich wirklich am Ende die meisten Grünflächen? Genau. Also ist schon, da steckt unfassbar viel drin. Jede Partie fühlt sich gleich und gleichzeitig sehr anders an, weil man nie die gleichen Karten auf der Hand hat. Dann ist es einfach wirklich sehr, sehr gut. Und es hat ja bei mir einen speziellen Platz, weil es im Prinzip das erste große Spiel ist, das ich gespielt habe. Da fängt bei mir so das Brettspielen an. Deswegen hat das bei mir sowieso mal einen besonderen Platz. Und bei Ben, weil gerade am Anfang, also ich kann richtig schlecht gelaunt beim Spielen sein. Oh ja. Und auch ich hätte schon mal fast ein Table gemacht, weil Karl auf einmal super schlecht Laune bekommen hat, dass es nicht mehr lief. Das war echt, das fing an, so gute Karten runtergespielt. Und dann kriegt er eine schlechte Laune-Runde für fünf Runden, weil gar kein. Und ich denke mir, Alter, Karl, ich mache hier gleich ein Table. Es ist gerade am Anfang noch so viel schlimmer gewesen, das Terraforming Mars, das ich hier habe, das ist ja meins, das ist ein bisschen eingerissen. Weil ich das einmal durch die Gegend geschmissen habe. Ich habe das einmal durch die Gegend geschmissen. Ich wechsle schnell das Thema. Aber kurz, die Fragen werden kommen in der Erweiterung. Die Kommentare nach der Erweiterung. Zuerst holt ihr euch Hellas und Elysium, wenn ihr ganz viele Partien gespielt habt, so 20 bis 30. Dann Präludium und dann, was ihr wollt, weil den Rest braucht man nicht. Präludium könnt ihr euch gleichzeitig holen letztendlich, weil das einfach, irgendwann will ihr Anfang nicht mehr spielen, sondern möchte halt eher okay, ich möchte Ben an der Stelle so ein bisschen widersprechen. Was braucht man schon? Also die späteren, Präludium und Hellas und Elysium. Die späteren Erweiterungen sind teilweise ein bisschen spezieller. Ich vermute, wir haben noch Zeit darüber zu reden, aber wir werden, also über unsere Meinung zu den Expansions könnten wir auch ein eigenes Diskussionsvideo machen. Wir kommen zu meinem Platz 3b. Aber die Reihenfolge bin ich auf 3b. Jeden Fall dabei. 3b. Bei mir ist es Platz 1d. Das ist so ein Spiel, da kriege ich Schnappatmung. Das macht richtig viel Spaß, vor allem wenn du genau diese Systematik, wie du es gerade ansprichst, auch machst. Wenn du sagst, ich habe es doch so geplant. Es war doch so gut die Idee. Ich habe mir das gedacht, dass Karl das macht und dann baue ich mir meine Geschichten auf gedacht, und es dauert ein bisschen. Und warum baut Ben jetzt da seinen Staudamm hin? Warum gräbt er mir das Wasser ab? Warum? Ich muss eine ähnliche Frage stellen wie bei Ben. Jetzt schon? Es kommen 3 noch bessere Spiele. Aber 3B hat es verdient. Barrage. Oder auch Wasserkraft. Ich hatte gehört in der Diskussion, dass es Barrage heißen müsste, weil es britisch-englisch sein soll. Das kann sein. Ich orientiere mich tatsächlich nur an dem Trailer der Kickstarter-Geschichte und da wurde mit einer sehr tiefen Stimme okay, dann muss es ja stimmen. Gesagt. Dann muss es ja stimmen. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch nicht stimmt, aber man hat es einfach nur aus irgendwelchen Gründen. Was stimmt bei Barrage? Ach Mensch, da stimmt einfach alles, herrje. Diese Probleme, die es da gab, natürlich mit den Materialien gab beim Kickstarter, okay, das war Katastrophe und der Verlag hat da dann irgendwann nachgebessert. Deren Kommunikation ist irgendwie auch also alles andere als perfekt. Wer hier ist hier für Lobhudelei. Aber das ist halt einfach so, ne? Letztendlich, das Spiel selbst, und wenn man dann irgendwann das auch spielen kann, weil die Materialien ordentlich sind,
Plus, dass es noch eine Erweiterung gibt, die wir unbedingt spielen wollen. Und Ben auch gesagt hat, dass sie sie spielen möchte im Erweiterungsmonat. Ich befürchte, das wird der März. Aber dann packen wir... mal gucken, welches Jahr. Oh Gott, was? Also bei Barrage hast du genau das. Es ist ein hammergutes Worker-Placement-Spiel, wirklich. Wo du einfach genau aufpassen musst, was machen meine Mitspieler, ja? Und zu zweit kann man das spielen, das macht dann Spaß, aber es bleibt halt derselbe Spielplan. Und dann hast du halt einfach dann deine Bereiche, wo derjenige, ne, du hast halt das Wasser, fließt ja oben ab letztendlich in den vier Bereichen. Und ja, natürlich fließt das Wasser da durch, kommt zu deinem Staudamm, du leitest es ab in dein Turbinenhäuschen, produzierst die Energie, machst damit dann deine, erfüllst deine Aufträge, holst dir noch mehr Aufträge, kriegst dafür Siegpunkte und sowas. Alles funktioniert irgendwie, das ist ganz nett. Auch noch Aufträge. Genau. Und stimmt. In der Zweierpartie ist es schon ganz schön, ganz nett, aber du wirst dir nicht richtig in die Quere kommen. Bei der dritten Partie, aufpassen, das könnte schon passieren. In der vierten Partie ist es ein Gemetzel. Wirklich, weil es einfach wirklich so brutal hart ist. Es gibt ja noch unterschiedliche Eigenschaften dann letztendlich der Leute, die du spielst. Ne? Der eine kriegt dann noch Energie dadurch, wenn du halt, wenn er durch seine Turbinenhäuser das durchleitet, obwohl letztendlich er da nichts anderes hat. Ne? Also positioniert der interessant. Die nächste bekommt die Sachen ein bisschen günstiger, wenn sie sie oben hinbaut. Da kannst du auch schon so ein bisschen erahnen. Und so weiter und so fort geht es letztendlich. Es gibt noch eine fünfte Nation, jetzt die Holländer, die auch noch dazu gekommen sind durch die Erweiterung. Also da hat man viel Variabilität. Natürlich ist es immer das Gleiche. Du wirst immer deinen Staudamm bauen. Mhm. Du wirst immer ein Röhrensystem bauen. Du wirst immer ein funktionierendes Kraftwerk dann haben, damit du das Wasser ableiten kannst und damit Energie produzierst und Aufträge erfüllst. Das wird nie was anderes. Aber die Herangehensweise ist so unglaublich unterschiedlich, weil du immer wieder gucken musst, was machen die anderen. Du kannst nie einen Plan haben von Anfang an und ihn einfach durchziehen. Das wird nicht funktionieren. Richtig. Man kann also schon mal sagen, dass die Aufträge machen ja auch. Dass zwei Spielerspiele dann tatsächlich sehr gut geeignet ist, um jemandem das Spiel beizubringen. Durchaus, ja. Weil das ist ja bei sowas, so eine geringere Interaktivität kann an der Stelle gut helfen, um einfach die Mechaniken mal durchzuziehen. Genau. Aber meine Frage wäre, wenn man das jetzt zu viert spielt, wenn das so ein hartes Raumstechen ist, ist es dann in der Regel so, dass nach der Hälfte des Spiels eigentlich einer schon nicht mehr so viel Spaß haben kann, weil... Du kannst das Spiel in Runde 1 in deinem zweiten Zug verlieren. Das Schlimme ist ja nicht, wann du es verlierst, sondern ab wann du es merkst. Wann du es merkst, genau. Wenn du es am Ende des Spiels merkst, ich habe in meiner allerersten Partie in der letzten Runde gesagt, hier, alle meine Arbeiter setzen sich auf das Geldfeld, ich habe das schon in Runde 1 verloren und wir können das jetzt noch eine Stunde spielen. Oder wir machen also Spiele, die letztendlich so einen harten Rahmen bieten und du den harten Rahmen dann auch super gut findest, wie bei Everdell, wo du sagst, naja, jetzt habe ich hier meine 15 Karten, die ich nur spielen darf. Ne? Wenn du natürlich dann von Anfang an der spielst. Der Nah, 14. Oh, der Nah ist super. Beste Karte. Also, wenn du dieses harte Limit hast und das bringt beim Spiel total viel, jetzt eine Spannung und dass du über Entscheidungen treffen musst, knifflige. Wenn du natürlich dann sagst, ja, das habe ich jetzt nicht so richtig beachtet oder ich habe einen Fehler gemacht, okay, klar, so what, okay, dann wird diese Partie letztendlich nicht deine sein, aber du wirst beim nächsten Mal sagen, das mache ich anders. Das ist bei Barrage genauso, wenn du einfach blauäugig deine Sachen dahin gebaut hast, hast auf die anderen nicht geachtet, dann kann es sein, dass nach der Hälfte der Partie, dass du dann einfach sagst, okay, es wird wahrscheinlich nichts mehr, aber du hast immer noch die Möglichkeit, eigentlich durch Interaktion vielleicht Sachen zu nutzen, die anderen jetzt gebaut haben. Machst du trotzdem noch interessantes? Also bei Terraform Mars machst du ja immer noch Du kannst immer noch Sachen probieren letztendlich und auch der Gegner, auch die anderen beeinflussen sich ja vielleicht wieder, ne? Und vielleicht wird demjenigen, der gerade führt, vielleicht gräbt dann wer anders wieder dem das Wasser. Stell dir mal vor, du brauchst am Ende noch ein bisschen Geld für deine Strategie und dann kommt der und sagt, ich stelle alles aufs Geld fest. Das macht das Geld alle machen. Achso, alle, ja. Ne? Und es ist auch so ein Spiel, es ist halt auch super interaktiv, kann dadurch halt auch super gemein sein. Aber es gibt ja so Spiele, da spielt der andere irgendwie eine Karte, kann sagen, was du nicht machen, denkst, ja toll, danke. Aber hier ist es halt so, wenn der andere irgendwas macht und sich irgendwie vor mich baut und mir das Wasser abgräbt, dann habe ich halt auch selbst Schuld. Ich hätte da auch hinbauen können. Das ist halt so, ne? Das ist schon interaktiv und böse, aber halt so, ja, hätte ich ein bisschen mehr investiert, hätte ich länger gewartet und hätte ihn das Wasser abgegraben. Also das fühlt sich, ist zwar gemein, aber fühlt sich nicht so böse gemein an, sondern erst und sagt, okay, Challenge accepted. Nächstes Mal mache ich das besser. Ich hatte das ja auch in meinem 2020, da habe ich auch ja ein Video über die besten Spiele des ersten Halbjahres gemacht. Da war Wasserkraft auch auf Platz 1 bei mir, weil es wirklich auch richtig, richtig gut fühlt. Du hast es nur leider einfach auch nicht mehr gespielt seitdem. Ich habe es immer noch mal Top 100 drin, aber ich habe es tatsächlich seitdem nicht mehr gespielt. Genau, glaube, es würde dich noch mehr begeistern. Wahrscheinlich. Und das Artwork ist auch schön, macht auch Spaß letztendlich, bringt eine gewisse Stimmung mit rein irgendwie. Und Stichwort Artwork. Ja. Ich bleibe ja sowieso bei dir. Erzähl. Also du bist ja sehr dicht an den Zuschauern auch, wobei du hast aufgeholt im Laufe der Videos auf jeden Fall. Aber ich bleibe jetzt bei dir. Mhm. Ich habe jetzt nämlich ein Spiel, auch durchaus in dem Genre verankert, mit aber auch ein bisschen Area Control drin. Und das ist vor allen Dingen, also wenn ihr das Artwork seht, Wir sind beim selben Artwork vom Thema her. Wir sind. Hat das was mit Tesla zu tun? Ja, mit Tesla nicht so sehr. Wir sind eher im Ersten Weltkrieg. Ja.
aber mit Max. Ja, aber dann hat es mit Tesla auch. Dann hat es auch mit Tesla zu tun. Der spielt da natürlich auch ein bisschen mit rein. Du hast es erkannt, ein Spiel von 2016. Ihr habt gewählt auf Platz 4 Scythe. Von vielen auch als Skype ausgesprochen. Scythe, das Spiel, das aber es müsste, ich bin mir zu 95% sicher, Scythe sein. Scythe, ja. Was so viel wie Sense heißt und deshalb, ja, weil man die Kriegssense einsetzen kann, entweder als Waffe oder die Sense als Bauern. Oder auf dem Feld. Aber vielleicht wolltest du das auch gerade erzählen, ich bin ruhig. Natürlich wollte ich das nicht erzählen, sondern ich wollte erzählen, das ist ein Jamie Sackmeyer-Spiel. Jemand, der bekannt dessen Spiele immer für viel Furore sorgen, sage ich mal. Über die viel gesprochen wird, die oft ein gewisses Etwas haben, oft aber auch Ecken und Kanten, also wirklich, wo man denkt, an einigen Stellen, das Design ist halt teilweise etwas spezieller. Ich verstehe bis heute nicht, warum Tapestry diese Miniaturen hat. Aber gut. Und das fällt da eben auch genau drunter. Und es hat halt dieses Artwork. Ich hätte mir den Designer aufschreiben müssen, ich habe es in dem Fall nicht getan. Das ist auch bekannt. Es gibt ein Computerspiel, Iron Harvest, das auch mit diesem Artwork arbeitet. Auch mit dem Thema. Das ist, ja, das ist theoretisch auch die Welt, glaube ich. Ja. Das ist eine Kunstserie. Es ist Jakub Rosalski. Perfekt, vielen Dank. Das ist auch ein Spiel, das ist ein großes Spiel, das dich auch mit vielen Zwängen belastet, weil du musst ja immer dann bei den Aktionen hin und her springen. Ich habe das einmal gespielt, ganz am Anfang meiner Brettspielkarriere, also ne, quasi Terraforming Mars und gefühlt am nächsten Tag Scythe. Was für geile Tage. Ja, 2016, bei Scythe, aber das Problem durchaus, vielleicht war das noch ein bisschen zu früh, das ist damals bei mir gar nicht so super gut angekommen. Und wir haben das lange nicht gespielt. Bei Ben war das auch, Ben, du fandest das gut, du hast erkannt, was daran gut ist, aber es war nicht gut genug, um da zu bleiben. Weswegen wir leider bis jetzt die Chance nicht hatten, Fenris zu spielen. Das, was uns ja besonders angetragen wurde, auch von dir. Ich hatte eine Kickstarter Deluxe Edition mit so tollem Material und so, habe ich aber nach 5/13 verkauft. Wieso? Hast du etwa nicht so eine? Hast du so normale? Dann möchte ich es doch nicht mit dir spielen. Ich brauche Double Layer Boards. Double Layer Boards hast du auf jeden Fall. Okay, gut, dann bin ich doch wieder dabei. Was ist denn dann? Die Ressourcen, Token und so, die sind schon. Die sind schon gut, aber die gibt's in der normalen Kickstarter, sind sie noch bekloppt besser. Ja. Noch bekloppt besser. Kann man auch so kaufen. Das möchte ich, nur 35 Euro. Das möchte ich auf ein T-Shirt haben. Ist bekloppt besser. Ja. Das ist super. Nee, also wirklich, ne, sehr diffizil mit dem Vorrücken überlegen, super viele Entscheidungen, asymmetrische Fraktion natürlich, weil warum nicht? Du hast ja auch sogar einen Erkundungsaspekt, wenn du zuerst an bestimmte Orte gibst, dass du die Karten ziehst und dann auch noch Entscheidungen treffen musst. Die Begegnung. Das ist auch eine ganze Erweiterung, mit neuen Begegnungen gibt. Es gibt auch Luftschiffe in irgendeiner Erweiterung als neue Einheit zu bewegen. Vielleicht kommt man dann mal weiter als im absoluten langsamen Schneckentempo von Feld zu Feld zu gehen. Oh, da ist ein Bach. Oh nein. Da ist ein Bach. Ein riesiger Mac. Das geht nicht. Er kann nicht rüber. Der hat halt die Technologie dafür noch nicht so richtig entwickelt. Und wir sind ja, ne, Anfang des 20. Jahrhunderts letztendlich, ne. Und da ist es ja nicht so, dass der Mac da nicht durchwarten könnte. Okay, im Vergleich zur Realität sind die ganz schön weit. Er ist einfach nicht wasserfest. Ich möchte aber behaupten. Muss man befürchten, das ganze Ding geht kaputt. Ich möchte behaupten, Anfang des 20. Jahrhunderts haben die Leute es schon geschafft, relativ gut über Flüsse zu kommen. Das schaffen sie ja auch, sobald sie die Max dann wasserdicht gemacht haben. Da ist das alles kein Problem. Wasserdicht. Mehr. Oder sie bauen Boote, die dann da. Es ist schon super. Es ist, die Fenris-Erweiterung bringt eine Kampagne mit rein. Die soll auch sehr gut sein, die würde ich auch gerne mal auswählen, aber muss auch mehr als zwei für sein, glaube ich. Da sollte man ein bisschen auch wahrscheinlich so am vier für zu sein. Oder am besten zu dritt. Okay, ist nur einer mehr, aber halt so Kampagne, die spielt aus 8 Missionen. Sechs, acht, ich glaube, irgendwas um sechs. Ist trotzdem gegeneinander. Und ja, da müsste man halt auch irgendwie sich Zeit für nehmen und die habe ich leider einfach nicht. Ich habe es live gespielt, als es rauskam. Ich weiß tatsächlich nicht, wie viel. Aber ich würde tatsächlich dir nochmal kurz das Wort überlassen, weil von uns allen bist du bei Scythe am meisten drin. Boah, ich glaube, Flo brauchen wir dafür nicht. Möchtest du gerne was vorziehen? Okay, also ich habe das ja auch gespielt und ich fand das ja auch wirklich gut. Es gab damals auch immer so ein bisschen dieses, oh, Terraforming Mars besser, Scythe ist besser, es ist einfach beides sehr gute Spiele. So unterschiedlich für mich. Wir haben halt, wie gesagt, 140 Partien Terraforming Mars insgesamt gespielt. Da kann was anderes nicht mithalten. 120 und nicht 20 oder so. Und es war für mich halt schon ein gut gemachtes Spiel. Ich fand den Kampf super langweilig. Ich fand, es wirkt ja wie so ein Area-Control-Spiel mit Max und so, die rumlaufen und kämpfen und geil Gebäude bauen und so. So gefühlt
40% des Spiels, ich muss auf meinem Board diese ganzen Sachen freischalten, mich damit auseinandersetzen. Irgendwie so die anderen 50% sind dieses Board, wird das irgendwie managen. Wir sind hier im Top-10-Video, es geht ums Lohnen von Spielen. 30% sind irgendwie die Interaktion auf dem Spielfeld und so 10% oder 20% sind so der Kampf, der nicht so spannend ist. Das war schon ein gutes Spiel, aber ich muss dann eben auch wieder verlassen. Ich muss doch schon was sagen, der Kampf ist großartig, der ist einfach spannend gemacht letztendlich. Du überlegst, wie viele Punkte kann er reinpacken, wie viele Punkte lege ich über mein Rad fest. Wir sehen es nicht, du hast die Kampfkarten, die du reinpacken kannst. Das du musst überlegen, wie viel Max du reinpackst. Du hast natürlich den Worker-Placement-Element. Du musst überlegen, letztendlich, wie baue ich mich dann da weiter? Und du hast so unterschiedliche Partien. Die Partien können halt einfach nur mal so sich belauern sein. Du rüstest auf oder es kann ein totales Gemetzel sein. Du hast ich komme dazu später. Ja, also, auf eurem Platz 4, Scythe. Ich muss kurz die App wechseln. Achso, weiß ich natürlich. Mein Platz 3, wenn es ein Kinofilm wäre, dann wäre er von 1978. Es wäre Buch mehr. Es wäre auch so der erste Kinofilm seiner Art. Und tatsächlich ist dieses Spiel auch ein Kinofilm, den wir irgendwie gerade drehen und wo wir ganz viel Spaß haben. Und es ist ein Spiel, das ist super gemein. Es kann sich super zufällig anfühlen. Ich bin mega froh, dass ich es nicht lernen musste, sondern Flo es mir erklärt hat. Und nachdem wir dann so 3-4 Partien gespielt haben, wobei die letzte Partie, da hat das Aufbauen länger gedauert als das Spiel, weil da hat uns das Spiel mehr gezeigt, ich kann auch ein richtiges Arschloch sein. Können wir nicht direkt wieder anfangen mit dem schon aufgebauten? Hätten wir, aber es war dann leider schon zu spät dafür. Aber wir hatten doch geplant, das eine Weile zu spielen. Ja, und dann habe ich es aber danach halt nochmal mir die Regel durchgelesen und das dann sogar auch mal solo gespielt, wo Flo auch, glaube ich, teilweise zugeguckt hat. Und dann habe ich auch das meiste richtig gespielt, also kommt da schon rein. Dawn of the Zets, absolut großartig, war ja im Jahr 2020 meine Nummer 1. Da habe ich auch, glaube ich, erst 1 oder 2 Partien tatsächlich gespielt. Seitdem noch ein paar mehr. Und es ist einfach ein super interessantes Spiel. Es ist ja auch ein reines Solo-Spiel, was ja auch Frosted Games rausgebracht hat, die auch Nemo's War rausgebracht haben, wo ich auch neulich in anderen Top 10 gesehen habe. Da hat jemand drunter geschrieben, Nemo's War ist so meine absolute All-Time Nummer 1. Das würde ich gerne mal verstehen, weil wir haben die beide hintereinander weggespielt und wo halt Dawn of the Zets Spektakel ist. Es ist so, es passieren Dinge, man versucht immer, wie kriege ich das hin, wie halten wir die Zombies auf, und wie kämpfen wir dagegen. Es hat irgendwie auch einen Hintergrund, der sich irgendwie auch einem erschließt. Richtig. Das ist bei Nemo's War so. Dieses Zombie-Szenario, es hat eine Spannungskurve, Es ist so richtig so episches Finale, wo man so kurz vor knapp ist. Und bei Nemo's War, also reden wir jetzt nicht so viel drüber, aber es ist halt nur so, ja. Schreib's gerne mal rein, vielleicht haben das wir schon viele gesehen, sehr gut. Ja, ich glaube, das ist ein sehr anderes Spiel. Ja, es ist halt anders, aber es ist ja auch so ein reines Solo-Spiel und da, ich kann das, du hast ich kann die fassen jetzt so hinein. Du hast einen Aufbau, du hast eine Spannungskurve, du musst Risiko abwägen, gehe ich in diese Richtung, gehe ich in diese Richtung, wo lasse ich es zu, dass die Zombies näher kommen, weil ich kann nicht alles Du absichern. Kannst es aber wenig machen, du hast ja manchmal nur 2 Aktionen dazu. Aber du hast halt wirklich dann auch, ja, aber du hast mal die Möglichkeit, okay, und sagst, okay, da vorne sichere ich nicht so viel ab, dafür sichere ich hinten mehr, obwohl notfalls muss ich halt mit den Leuten dann dahin rennen. Ne? Genau, super viele, wenig Aktionen. Und dann läuft aber schief. Es läuft immer was schief. Immer läuft irgendwas schief. Und dann kommt die Karte und du denkst, was? Und in anderen Spielen wäre es dann so, okay, Spiel verloren. Und hier ist es dann so, nee, nicht Spiel verloren. Ne? Jetzt brennt die Stadt halt noch mehr oder das Vorland. Jetzt musst also du halt schon, ihr merkt es erst später. Nee, hatte ich auch mal. Ein Partie habe ich auch zu Flo gesagt, okay, so beide Hauptcharaktere sind gerade tot. Gut, dann hören wir jetzt so auf. Flo. Nee, wir machen das weiter. Wir werden zwar verlieren, aber wir machen weiter. Wir haben es am Ende noch gewonnen. Nicht schlecht. Du wirst es auch mögen, hoffe ich. Das glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich die Zeit finden werde, weil es ist auch, man kann nicht alle sehr guten Spiele spielen. Ja, das sollte man spielen. Das ist schon wirklich und das, viele Spiele. Und das Standardspiel reicht und grämt euch nicht, wenn ihr 10 Partien verloren habt und nur eine gewonnen oder sowas. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich habe auch viele mehr Partien verloren. Ja, bei Ben hat es irgendwie die ganze Zeit funktioniert, dass wir es immer gespielt haben auf dem Level und dann haben wir es gewonnen, warum auch immer. Und wir hatten einfach Glück, ab und zu kam man so, wirklich, in dem Moment, wo es richtig schlimm aussah, kam auf einmal Karte, auch noch ein, also es lief die ganze Zeit echt schlimm und das lief schief und das lief schief und dann so Karte gezogen, ein Held am Horizont und dann, und dann kam Springen wie im Bett. Ihr könnt auch mit dem Pferd sehr durch gut. die Gegend fahren, mit dem Truck, der die ganze Zeit hoch und runter fährt. Der Zug. Die Erweiterung, da haben wir auch gar nicht so viel von gespielt, aber also ein Truck als Charakter ist schön. Richtig. Und das ist auch tatsächlich, wenn man wirklich sich da hinsetzt und das lernt, guckt euch am besten ein Video dazu an, guckt euch vielleicht ein Erklärvideo von Florian oder was auch immer. Und wenn man dann so eine Partie mal gesehen hat und sich dann die Anleitung durchliest, dann kann man das schon machen. Das Grundspiel ist überschaubar. Also es gibt immer viele so kleine Regeln, die man hier und da mal vergisst, aber ihr braucht nur einen Teil der Anleitung, der 5. Richtig. Ladet euch am besten irgendwie auf Boardgame oder so eine Übersicht mit gerne vergessenen Regeln runter, legt die daneben und habt ihr wirklich nur dieses Grundszenario, spielt das einmal, lest nochmal die Regel, spielt das nochmal, lest nochmal die Regel, spielt das hoffentlich weitestgehend fehlerfrei. Und dann kann man sich so, wir haben noch nicht mal das alles
allerschwerste davon gespielt. Wir sind noch ein Level drunter, wobei da nicht mehr so viel zukommt. Der Director's Cut kommt. Der Director's Cut, genau, der wahrscheinlich richtig böse dann ist. Und das ist einfach, es macht einfach Laune. Es ist ein Spiel, das eine sehr, sag ich mal, eingeschränkte Zielgruppe hat. Das ist keins, das eine uneingeschränkte Empfehlung bekommt. Das muss man schon wollen und mögen. Und auch, wie gesagt, dass dieses Spiel gemein sein kann, dass es halt unfair sein kann, dass man so eine Partie auch mal hart verlieren kann, da gar nichts zu kann. Die Partie, die ich solo gespielt habe, da dachte ich auch so die ganze Zeit, okay, es läuft ja wieder super gut wie immer bei mir und ich gewinne das locker. Und die letzten 3-4 Runden sind da Dinge passiert, die waren kurz vor der Stadt, ich hätte das Ding fast gewonnen. Ich habe es dann noch im letzten Zug gewonnen, aber es war mega knapp und ich mag halt einfach solche Spiele, wo man wirklich dann so am Tisch steht oder auf dem Tisch steht, weil einfach krasse Sachen passieren, wo man denkt, auf dem Zahnfleisch, bitte, bitte, über den Rasen, über die Ziegel. Richtig. Es gibt so Spiele, die kannst du solo spielen, da kannst du sagen, wenn ich mich jetzt abends hinsetze, statt dass ich mich mit Freunden treffe oder dass ich einen geilen Film gucke, spiele ich das und dann spielst du das und dann ist das nach 30 Minuten zu Ende und sagst, ja, okay, habe ich jetzt gespielt, danke. War halt eher Zeitvertreib. Ne? Und es gibt Spiele, wo du einfach sagst, das war ein hammergeiles Erlebnis, ein cooler Blockbuster. Reden wir immer noch über Dawn of the Set? Wir reden über Dawn of the Set. Also, das ist vielleicht eine Überleitung. Na, auch schön über... Nee, passt nicht. Wenn du jetzt das Spiel sagst, wird es perfekt passen. Hau auf. Hatte er schon. Aber, was habe ich schon gesagt? Dawn of the Set. Dawn hatte ich schon. Dawn of the Set. Nein, nicht. Ja, genau. Ja, das Spiel, was ich jetzt muss, genau. Also daher, das ist dann ein Spiel, wo du dich wirklich abends hinsetzen kannst, entweder solo oder zu zweit. Zu zweit auch die Solo-Geschichte letztendlich, weil du sprichst einfach über das, was du machen möchtest. Ich mag Solo zu zweit auch viel mehr als rein Solo. Und dann hast aber auch nur zu zweit, nehme ich mal an. Ja. Brauchst keinen Dritten dabei. Nee, Dritter wäre dann zu viel. Das macht man wirklich zu zweit. Und aber du kannst alleine spielen und hast wirklich dann einen Abend erlebt, wenn es halt so läuft, wie es halt durchschnittmäßig läuft. Es ist halt spannend, es geht mal gut, mal schlecht. Und dann hast du nach 2 Stunden hast du das Ganze oder nach 1,5 Stunden hast du das Ganze erlebt. Und du fühlst dich wirklich unterhalten wie bei einem guten Film. Das klingt auf jeden Fall sehr reizvoll. Ja. Gut unterhalten. Super gut. Fühle ich mich auch bei einem Spiel, was asymmetrische Fraktionen hat und Area Control ist. Rude. Ich muss sagen, jetzt reden die Profis mal. Also wir haben ja vorhin schon über so asymmetrische Area-Control-Spiele gespielt, die nett sind. Aber wenn ihr wirklich mal... Moment, Vorsicht, wenn du willst, dass ich noch weiter dabei bin. Die Hammer gut sind, aber das ist jetzt, das übertrifft es auf jeden Fall nochmal um Längen, weil es so dermaßen asymmetrisch ist. Anders sehr gut. Okay, also in meiner Liste... Ich glaube, du weißt nicht genau, wie hoch bei mir Quote aussieht. Ist ja schön, wenn das so nicht fasziniert. Bei mir ist es halt nicht so. Sprich ein bisschen unterschiedliche Sachen an. Ja, genau, also, absolut. Bei Root habt ihr wirklich eine Geschichte, so dass man sagt, ich habe eine Fraktion gespielt, ich muss jetzt erstmal die anderen Fraktionen noch spielen, damit ich überhaupt verstehe, wie dieses Spiel funktioniert. Dann hat man 4 Partien gespielt, weil man alle 4 Fraktionen einmal gespielt hat. Und jetzt sagt man, jetzt habe ich alle Fraktionen verspielt. Jetzt quasi fange ich richtig an. Das klingt ja jetzt ein bisschen abschreckend. Das ist aber so, dass das tatsächlich... Das ist doch positiv gemeint. Nein, also es ist halt genau, was du sagst. Sie sind sehr stark asymmetrisch. Und die Hürde, die dadurch entsteht, ist, dass sie letzten Endes ihre eigenen Spielregeln haben. Und ein großer Vorteil, eine große Besonderheit an Root ist, dass nicht nur die eigene Fraktion sich vom Spielgefühl her sehr stark verändert auf dem, wie sie funktioniert, sondern die mit dabei sind, verändern das Spielgefühl. Das ist jetzt im Grundspiel natürlich nicht ganz so ausschlaggebend, weil da gibt's halt 4 Fraktionen und der Waschbär verändert tatsächlich nicht so stark. Ein bisschen. Aber gerade mit Erweiterungen, wenn dann eben ein neues Volk reinkommt, wie das Flussvolk, bei dem man Karten kaufen kann, die super knapp in diesem Spiel sind, die verkaufen und dadurch aber eben auch quasi Ressourcen in Form von Arbeitern oder Miebeln bekommen und so weiter, ändert das einfach komplett das Spielgefühl und ihre eigenen Figuren als Söldner zur Verfügung stellen müssen. Ja, das ist nichts, was der Spieler entscheidet, sondern die Regel sieht halt das vor, wenn man dem was gibt, der legt nur den Preis fest, aber wenn ich will, kann ich das machen. Ändert sich für alle die Partie komplett. Aber sage ich genauso, kommen wir ganz kurz zu den Basisfraktionen erstmal kurz. Also wir haben die Katzen letztendlich, die spielen ein Worker-Placement-Spiel. Ja, weil die letztlich überall verteilt sind auf dem Spielfeld von Anfang an. Die haben den Wald erobert, haben die Vögel vertrieben, die sind jetzt da. Und Engine-Building. Und ihr spielt, letztendlich, weil ihr jetzt probiert, Gebäude zu bauen. Und für die Gebäude bekommt ihr Siegpunkte und ihr müsst einen Rückzugskampf führen und dabei trotzdem noch eure Gebäude zu bauen und darüber eure Siegpunkte zu bekommen. Dann besitzt den Wald am Anfang, ja. Dann haben wir die Vögel und die Vögel wurden vertrieben. Die kommen jetzt massiv zurück und die haben einen Programmiermechanismus, der super spannend ist, weil ihr unglaublich mächtig seid, aber auch sehr anfällig seid. Ihr müsst eure Programmierung immer erweitern von jedem Zug zu jedem Zug. Ihr müsst immer den Karten denen noch etwas zufügen und die alten Karten bleiben aber auch noch da. Das heißt, ihr seid sehr anfällig, denn wenn diese Programmierung nicht funktioniert, dann cuttet das Spiel in dem Moment, ihr setzt aus, es wird fast alles abgeräumt, ihr verliert auch noch Siegpunkte und ihr fangt wieder von vorne an. Das heißt aber nicht, dass ihr vollkommen raus seid aus dem Spiel, das kann trotzdem eine Möglichkeit sein, wie ihr gewinnt. Und die spielen quasi so ein Wargame irgendwie, ne? Die kriegen immer Siegpunkte dafür, wenn sie da Angriffe machen.
Dann gibt es den Händler. Das ist eine einzige Miniatur, die rennt da nur rum. So ein Waschbär, den gibt es in unterschiedlichen Ausprägungen. Und der spielt so ein Handelsspiel. Ja, der probiert einfach Waren abzutauschen. Der ist so lieb und nett. Den könnt ihr auch hinterhältig spielen. Der hat auf einmal eine Armbrust und der schießt Leute. Aber ansonsten ist es so ein bisschen so ein Feel-Good-Spiel vielleicht. Und er probiert auch irgendwie ein paar Kooperationen einzugehen und unterstützt da mal. Und dann denkt, ach Mensch, der niedliche Waschbär. Und sagt der Waschbär, so, das verkaufe ich noch. Ach, gewonnen. Der erfüllt nämlich Aufträge. Der hat ein Auftragserfüllungsspiel. Und die vierten, die Woodlands Allianz, also die Waldallianz, das sind so ein bisschen die Rebellen, ja, also Eichhörnchen und Hasen und sowas, die haben am besten nie was auf dem Spielfeld verloren. Die spielen erstmal nicht mit. Genau. Ich lege hier einen Marker rein, da einen Marker rein, da einen Marker rein, dann sind alle anderen dran, die so, oh Gott, wir müssen die Marker wieder rausmachen. Dann machen die Marker alle wieder raus, der kriegt die zurück, aber kriegt dafür auch trotzdem, der kriegt Karten dafür wieder. Karten. Du musst quasi die ganze Zeit abseits des Spielbrettes musst du probieren, dich auszubreiten, dir eine perfekte Ausgangssituation nehmen, erkennen, wo du dich wieder neu positionierst. Das ist das Wichtige. Das ist. Und wenn sie einmal drin sind und sie dann nicht wieder rausgeschmissen werden, dann sind sie fast unbesiegbar. Also das ist halt das sind vier so unterschiedliche Herangehensweisen. Und das ist auch nicht so einfach, sie draußen zu halten, weil sonst wäre das eine ziemlich öde Fraktion. Ja, das kann halt irgendeine andere Fraktion mal gewinnen. Irgendwann muss man es aufgeben. Oder? Es ist ein Feuerwerk. Wahnsinn. Ich bin außer Atem. Das ist wirklich super. Und du hast ja gerade diese Allianz häufiger schon mal gespielt, hast auch mit der schon ein paar Mal gewonnen. Wir haben, glaube ich, alle schon mal gewonnen. Und es ist so, es gibt ja Spiele, die haben asymmetrische Fraktionen und du spielst die einmal, denkst du so, oh, das war interessant, das war cool. Beim nächsten Mal möchte ich gerne was anderes ausprobieren. Gibt's ja ganz viel. Und ich möchte tatsächlich behaupten, das würde mir bei vielen Aeons in Magiern zum Beispiel so gehen. Der war jetzt cool, aber nächstes Mal nehme ich einen anderen Magier, ne? Eine Aktion. Okay. Hier ist es so, du hast das einmal gespielt und denkst dir so, okay, ich will die gleich nochmal spielen. Und zwar nicht nur so von wegen diesem, ich will richtig lernen, wie die geht, sondern weil man hat dann gemerkt, was so mit der geht. Ja, und ist hast an du schon die gleiche Punkt, Fraktion zweimal am Stück gespielt? Er wollte. Wenn es nicht zwangsweise war. Also ich will ja sowieso immer verschiedene Sachen ausprobieren. Aber das hier ist das so. Du spielst halt den Katzen das erste Mal, beim nächsten Mal denkst du, okay, jetzt habe ich das richtig gerafft und ich hätte ja das anders bauen können, weil ne, was baust du als erstes? Und da gibt's verschiedene Strategien und je nachdem, was die Gegner machen, ist das unterschiedlich gut und nicht nur der Waschbär hat die unterschiedlichen Herangehensweisen, also auch die anderen Völker. Du kannst zum Beispiel die Katzen mit ihren Gebäuden, die sie aufbauen, kannst du auch probieren, ein bisschen aggressiver zu spielen oder du kannst sie komplett zurückziehen und den Vögeln erstmal das Feld überlassen und dich nach hinten einigeln. Ne, du kannst die Vögel auch unterschiedlich programmieren, dass sie total auf Angriff aus sind oder dass du mit denen auch eher mal probierst, dich erst aufzubauen. Also da geht auch noch viel. Ich habe ja noch zwei Plätze, vielleicht kommt der Root jetzt. Ich rechne nicht damit. also wirklich fantastisch. Und die Erweiterung bringen da auch nochmal, die neuen Fraktionen klingen alle. Ich habe zwei davon erst gesehen, eine gespielt. Die waren schon sehr gut. Und was ich gelesen habe über die anderen Erweiterungen, die wir immer noch nicht in die Finger bekommen haben oder auch überhaupt die Chance gehabt. Die eine liegt ja bei dir rum, aber drei Leute. Nächste Woche mit den Erweiterungen und Steff und Ben. Der wird da richtig Spaß dran haben. Ja, aber das müssen wir ja dringend auf den Tisch bringen, auch mit den anderen Völkern. Ich probiere einfach unheimlich gerne neue Sachen aus, ja, bei Spielen. Deswegen bin ich ja eher so ein Expansion-Mensch als du auch. Ich bin da ja eh drauf geeicht worden, dass Spiele nach zweimal durch sind. Ich muss also so schnell wie möglich alles rausholen, was geht. Also das müssen wir dringend wieder spielen, das ist super gut. Das ist. Ich fand das auch, am Anfang war ich auch so verhalten, meine erste Partie natürlich aus, wir haben das so lange nicht mehr gespielt, das ist ein bisschen die verklärte Erinnerung. Es wird immer besser, je länger ich es gespielt habe wahrscheinlich. Super Ding, wir sind bei Platz 3. Genau. Und bei Platz 3 möchte ich gerne eine Überschneidung anbringen, denn auch ich möchte auf einer Insel einkehren. Also als Geister möchte ich... als Geist möchte ich gerne eine Insel verteidigen, zusammen mit meinen Geistergefährten. Und es handelt sich um Spirit Island von 2017 vom Designer R. Ich weiß nicht, wofür das R, wie ich gesagt habe, steht. Das war abgekürzt. Eric Reuss. Irgendwer wird es in die Kommentare schreiben. Von dem übrigens auch das berühmte For Science ist, das 2021 erschienen ist. Nein, ich habe keine Ahnung, was das ist. Und wir haben vorhin halt schon relativ viel darüber geredet. Es ist halt wirklich richtig, richtig gut. Ich mag diesen Hirnzwirbel-Aspekt. Das ist eines der wenigen Spiele, bei denen ich, wenn ich verloren habe... Du wolltest auch diese Partie, die wir verloren haben, noch weiter spielen. Wir müssen noch 3 Stunden machen. Ja, also egal. Mein Geist war cool. Das ist mir doch egal, was du machst da. Mein Geist war cool und der wäre noch besser geworden. Wir haben hochkomplexe Geister gespielt aus der Erweiterung und habe ich ja erstmal so für mich selbst ein Tableau von 8 Karten offen ausgelegt und solche Scherze. Ich hätte ja noch lieber den anderen Geist gespielt, der so freischalten musste, welche Sachen er für die erste Phase haben will, wo man eben entweder Karten nimmt oder Energie bekommt und so weiter. Aber Hammer, dass dieses Spiel auf Platz 3 ist, oder? Mhm. Also weil das ist ja wirklich schon, ich sag mal jetzt nicht das, speziell, wäre das Wort, das negativ ist, verdient. Das ist ja, ja, oder fantastisch. Ja, und
was soll man sagen, ist einfach super gut. Ist auch natürlich noch stärker aufgrund der Erweiterung, die gerade aktuell gewesen ist und ja bis jetzt auch noch ist, nämlich Zerklüftete Erde, natürlich auch noch ein bisschen mehr im Vordergrund gewesen. Man merkt ja, das an, die sind nicht die ältesten Sachen. Ich glaube, die ist auf Deutsch erst im Frühjahr rausgekommen, oder? Die ist, glaube ich, nicht... Das stimmt, aber die war ja auch erst im Frühjahr. Die war auch erst im Frühjahr. Das passt nämlich schon zeitlich ungefähr. Es ist ein ganz hervorragendes Spiel. Der kooperative Aspekt sorgt immer dafür, dass auch ein durchaus höheres, komplexeres Spiel potenziell von mehr Leuten gespielt wird und auch gut gefunden wird, weil man darf das nicht unterschätzen, was, wenn der Druck so ein bisschen weg ist. So von wegen, ich verliere, du gewinnst, sondern wir gewinnen alle zusammen, wir verlieren alle zusammen. Dann kannst du den Leuten auch mal ein bisschen mehr auftischen und das Verlieren ist auch nicht ganz so schlimm. Im Schnitt. Ich bin da auch sowieso nochmal anders. Also wenn ich mit Stefan rede, habe ich das Gefühl, der muss mit den entspanntesten Leuten der Welt spielen. Denen ist das egal, ob sie gewinnen oder verlieren. Dann muss nur das Spiel gut sein. Das heißt, ich denke mir so, da wird das total den Einfluss. Wenn ich ein Spiel verliere, habe ich weniger Spaß gehabt, als wenn ich gewinne. Aber ne, das ist nochmal aufgehoben. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn ich das verlieren würde. Das wird noch nicht passieren. Übrigens, ich habe es reingeschmuggelt. Ne? Jetzt steht sogar zweimal hier. Ben fühlt sich richtig wohl. wirklich zweimal. um auf Spirit Island zurückzukommen, wir haben eben gerade ja schon viel drüber gesprochen. Weil wir über gute Spiele reden. Bronzemedaille für Spirit Island. Bronzemedaille, genau. Wir sind auf dem Treppchen angekommen, das haben wir gar nicht gesagt. Wirklich super gut. Wenn euch nochmal genau interessiert, was dazu, spult eine Dreiviertelstunde zurück. Großartige Wahl. Ich finde es super. Wir müssen es dringend nochmal spielen. Silbermedaille. Mein zweiter Platz ist tatsächlich, ich glaube, im Mai diesen Jahres rausgekommen. Damit das aktuell brandneueste Spiel in dieser Liste, das eben auch noch nachträglich reingerutscht ist. Da habe ich auch nicht so, wissen wahrscheinlich die meisten, nicht so eine große Einleitung zu. Tucci ist tatsächlich einer der Autoren. Und man glaubt es oder nicht, Tucci hat mit dem Solo-Modus dieses Spiels nichts zu tun. Den hat der andere Co-Autor, Nigel Bucker heißt er, glaube ich, komplett entwickelt und muss da tausende Partien Probe gespielt haben. Und zwar sind es auch zwei Spiele, die aber eigentlich eins sind, und zwar Imperium Classics und Imperium Legends. Nee, du musst dich jetzt hier festlegen. Nee, ich hab die schon beide in einer Box. Das stimmt. Schachtel von der einen, Cover von der anderen. Und das, also ich liebe ja Deckbauspiele, ne? Dominion finde ich absolut großartig. Ziff-Spiele mag ich generell vom Thema her. Habe ich halt früher, also ganz früher, vor 20, 30 Jahren am Computer auch relativ viel gespielt. Und ich hole mich einfach total ab. Und Imperium Classics und Legends ist halt einfach die Kombination aus beiden. Ein Ziff-Deckbauspiel. Was auch sehr spannend ist, wir können ja mal gucken, wie viele Deckbauspiele ihr kennt, wo die Karten nichts kosten. Die kosten einfach nichts. Also manche muss man sich halt schon kaufen für bestimmte Ressourcen, die man dann ausgeben muss. Aber erstmal liegen die alle aus. Ihr müsst nur die Eigenschaft haben, diese Karte euch irgendwie freizuschalten. Aber und müsst ihr auch bezahlen mit den Ressourcen, aber die per se kosten nichts. Ihr müsst dann nur gucken, welche Karten brauche ich jetzt, welche nicht. Die mittlere meistens. Und nicht die in der Auslage liegen, genau. Und die haben, es gibt 8 verschiedene Fraktionen da drin im Grundspiel, die auch von der Komplexität her relativ einfach sind. So 1 Sterne, 2 Sterne. Moment. Spielt die auf jeden Fall am Anfang. Im Verhältnis dieses Spiels. Richtig. Das ist wichtig. In Legends sind dann nochmal 8 weitere Fraktionen drin. Das heißt, ihr habt 16 verschiedene Fraktionen. Und der Solo-Modus von diesem Spiel ist schon extrem gut. So gut, dass ich lange Zeit gesagt habe, ich würde das wahrscheinlich primär solo spielen. Ich habe jetzt dann noch mal Partien zu zweit gespielt. Du wolltest das gar nicht mit uns zusammenspielen erst. Genau. Und mittlerweile würde ich sogar sagen, dass ich es auch gerne mal zu dritt spielen würde, wenn es halt wirklich alle Leute kennen, weil die Partie, die ich mit Karl gespielt habe, wo Karl wenig Spaß dran hatte, war es bei mir aber so, dass ich von Karl quasi an die Wand gespielt wurde, weil ich meine, gibt da gar nicht, ich konnte die gar nicht aufbauen, weil Karl Karten im Deck hatte, wo er mir mal alle Landschaften weggenommen hat. Deswegen hat er sie gar nicht erst ausgespielt. Genau. Und ich habe dann aber halt gemerkt, okay, da steckt schon eine Menge Interaktion drin, dem gegen wen ich so spiele. Ja. Das ist schon super faszinierend. Da halt jede Nation spielt sich halt auch schon sehr unterschiedlich. Die können teilweise, man hat so Standardkarten, man hat immer so die normalen Zivilisationskarten, dann kann man so neue Entwicklungskarten reinholen, dann hat man noch so Spezialentwicklungen, wenn man erstmal ein Empire geworden ist und dann gibt es unten immer so eine Zugriffskarte, die irgendwie nochmal dann einen zum Empire freischaltet. Manche Nationen fangen gleich als Empire an, die waren nie so im Barbaric State, andere Nationen haben irgendwie nur 3 Karten in dem Entwicklungsdeck und dafür irgendwie 15 in dem späteren Entwicklungsdeck. Bei anderen ist es so, die können nie ein Empire werden, die haben einfach ganz viele Karten im normalen Barbaric Deck. Und wenn das durch ist, ist das Spiel auch zu Ende. Das ist auch eine andere Siegbedingung. In der Legends-Erweiterung, da gibt es auch so Ägypter, die sind noch ganz normal, aber es gibt auch so die Arthurianer. Die suchen dann den Gral. Die habe ich noch nicht gespielt. Keine Ahnung, wie die funktionieren. Die Quests erfüllen. Ja, oder die Chin, die irgendwie nicht normale Ressourcen auf die Karten legen, was man im Rundenende macht, sondern Bevölkerung. Und damit irgendwie arbeiten können. Die können die große Mauer bauen. Oder es gibt die Utopianer, die wollen irgendwie nach Shangri-La und haben irgendwie ihre Powerkarte, die eigentlich nur eine Karte ist, eine Spezialfähigkeit ist, von der die 3 verschiedene haben, die sie immer nach bestimmten Stadien umdrehen können. Also da steckt super viel drin und auch da die gleiche Fraktion, gerade in den
höheren Komplexitätsgrad hat, kann ich 3, 4, 5 Mal spielen und auch gerade ein Solo-Modus halt, der funktioniert super elegant, wenn man sich das anguckt, das Heft dazu ist genauso lang wie die anderen, man denkt erstmal, oh mein Gott, und wenn man dann aber da reinguckt, dann ist da halt viel erklärt, also so die Fraktionen haben halt alle noch so eigene Fähigkeiten, die sie halt so, also die halt für die KI wichtig sind. Und das eigentliche Spiel selbst ist nur eine Seite, was sich bei bestimmten Effekten ändert. Das kann man halt. Das ist so lustig, wenn du dieses Regelheft hast und dann hast du das so alles wegblättert, okay, Aufbau, Aufbau, Aufbau und hinten Anhang, Erklärung, Erklärung, Anhang. Was? Warum hatten das Ding nur 2 Seiten Regeln? Richtig, das ist super easy. Das sind nur 16 Seiten, das haben wir nie erlebt. Super unzugänglich. Also wir haben ja auch versucht, wir haben es ja gelernt gemeinsam. Ich habe mir auch gleich die Legends Box geholt, weil die auf BGG besser bewertet war. Natürlich, BGG liebt komplexe Spiele. Ja. Und wenn man das Spiel kann, ich kann das, ich habe das Stefan neulich erklärt, ich glaube in einer Viertelstunde habe ich es ihm erklärt, er konnte gleich super kompetitiv mitspielen, wusste genau, was er, also zu 90% genau, was er tut. In der Regellernpartie die Atlanta, die als Imperium anfangen. Richtig. Und ja, ne, wir mussten erstmal überlegen, okay, wie funktioniert das, wenn das Kartendeck durch ist? Ne, wie geht das mit dem Aufbauen? Das war keine gespielt. Wie entwickeln wir uns dann? Was bedeuten die ganzen verschiedenen Sachen? Diese ganzen Keywords, die da drauf sind. Das ist halt so zum Reinkommen super, super hart. Deswegen guckt euch da ein Regelerklärvideo an. Ich habe schon ein Live-Let's Play gemacht, wo ich das einmal komplett erklärt habe. Weil diese Keywords einfach auch so total okay. Also warum, wenn, was ist jetzt abandoned, wenn Richtig. Ich das ablege? Ne? Also gibt's da nicht irgendeinen anderen Begriff dafür? Abandoned, Recall und die gleiche Sache auf 3 verschiedenen Arten, je nachdem, wo die Karten hinwandern. Genau, aber wenn du irgendwann weißt, du kennst irgendwann dann alle 8 Keywords und damit ist das auch gut. Aber man ist dann doch viele, ja. relativ schnell drin und wenn man das also auch dann ne, nochmal hingesetzt, ein Video guckt, Anleitung nochmal gelesen, halt solo 3, 4 Partien gespielt und dann mit K nochmal gespielt. Du hast das schon mal gespielt, war auch lange her. Ich konnte es jetzt auch super schnell erklären. Wir konnten schnell spielen. Ja, das war nicht und das Problem. Das ist auch ein Spiel, das ist auch nicht so super rund, es hat nicht so die ganze Zeit das gleiche Pacing, das immer auf den Höhepunkt zusteuert. Sonst kann man sagen, dass ihr euch so eine Engine aufbaut, ihr könnt euer Karten da kreativ ausdünnen, wenn ihr so Landschaften aufspielt, der Karten runterschiebt und ihr habt nur noch ein Deck aus 4 Karten, denkt, oh geil, das läuft. Und irgendwann macht ihr mal was, wo diese Landschaften zurückkommen muss und auf einmal ist so mittendrin euer Deck wieder mega voll und so dieses Pacing ist raus. Und da muss man sich ja dran gewöhnen, oder dass man auch manchmal Züge hat, die sich verschwendet anfühlen, weil man nur einfach 2 Karten bängelt und man eigentlich total geile Sachen machen will. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen und wenn man das auch so drin hat, dann holt man aus dem Spiel noch mehr raus und die sagt, allein die gleiche Nation unterschiedlich zu spielen, gegen unterschiedliche Gegner oder eben auch unterschiedliche Strategien damit zu fahren, ist einfach super interessant. Also wie gesagt, 16 Partien, auch da wollt ihr jede Nation 2, 3, 4 Mal spielen, allein dann seid ihr schon bei irgendwie 54 bis 60 Partien. Mhm. Einfach, es kostet 25 Euro. Was da dazu kommt, was wichtig ist. Genau, es ist auch noch günstig. Ja, also das ist super viel Spielspaß, das Geld. Das ist wirklich günstig. Man ist das oft gewöhnt mit Spielen mit asymmetrischen Fraktionen, dass es vor allem darum geht, für sich zu lernen, wie funktioniert diese Fraktion. Aber bei Imperium ist tatsächlich, deswegen ist jetzt auch Ben so, dass er das zu dritt ausprobieren möchte. Die Interaktivität ist halt so dergestalt, also alles auf so einem subtileren Level. Das ist jetzt nicht, das ist kein Krach-Bumm-Spiel, kein Bam, kein Full Wars, ich schraube eine riesige Figur raus, sondern das sind so intellektuelle, das sind Stellschrauben. Das stimmt, Das sind so subtilere Sachen und, aber dein Gegner beeinflusst dein Spiel halt total, weil der zum Beispiel aus der Mitte vielleicht bestimmte andere Sachen braucht. Oder anders interagiert, wodurch du deinen Spielstil anpassen musst an den Gegner und je nach Gegner also wissen musst, was der Gegner macht. Das ist hier, glaube ich, so eine Besonderheit durchaus gegenüber den anderen mit asymmetrischen Fraktionen, dass so der, es reicht nicht, sich auf sich selbst zu fokussieren, was man auch muss, um es zu lernen, sondern man muss auch noch die Gegenseite gut verstehen in der Dynamik zwischen diesen beiden Völkern beim Zwei-Spielerspiel. Und mit 3 Spielern natürlich entsprechend auch nochmal anders. Viele Karten werden auch einfach mächtiger, die du zum Beispiel haben kannst, wenn mehr Spieler mitspielen, in deinem Startdeck zu deiner Fraktion gehören. Und bei mir war es so, ich sage nur einen Satz zu meinem eigenen Erfahrung so, also ich habe das Spiel intellektuell, also auf einer rationalen Ebene, vom Kopf her, sehe ich das alles, nehme das mit, sehe, dass das sehr gut ist, finde das sehr gut, aber meine Partien haben mich emotional nicht so mitgenommen und deswegen ist es bei mir in meiner persönlichen Spaßeinschätzung nicht so weit oben. Aber ich glaube, das an sich ist auch schon, glaube ich, eine Form von Lob, dass ich mich nicht hinsetze und sage, na, ich finde es schlechter. Ja, das macht man ja meistens. Ich habe 5 Partien das jetzt gespielt, eine mit dir und dann noch eine mit Freunden und ist gut. Es wären Top 30 drin, ja, ich habe es aber nicht mehr ergänzt. Und mein Gefühl, was mir so Spaß macht und warum ich es so gut finde, ist, dass du, wenn du mit dem Deckbuilding irgendwie gefühlt fertig bist bei anderen Spielen, dann ist das Spiel zu Ende. Und hier hast du dann was gebaut und die halbe Stunde ist rum und dann sagst du, okay, ja, ist das Spiel gleich zu Ende? Irgendwie, es wäre ja total schade, denn ich habe ja noch total viel Karten und der Mechanismus scheint gerade zu funktionieren. Und dann so, nee,
jetzt bist du im Imperium. Jetzt hast du diese Karten zur Verfügung und das Spiel ändert sich jetzt auf einmal, weil du kannst alle roten Karten nicht mehr spielen, du kannst die blauen Karten spielen, da sind die blauen Karten. Du machst was ganz anderes, du kriegst ganz andere Karten rein irgendwie und du hast nochmal so einen anderen Level, der darauf gewuppt wird. Und dann zeigt sich auch, das ist nur so ein kleines Kartenspiel, was wie gesagt irgendwie 25, 26, 27 Euro kostet. Kommt jetzt übrigens auch bald auf der Spiele, in der Spieleschmiede raus. Zu dem Zeitpunkt, wo wir das Video drehen, ist es noch nicht da, glaube ich. Genau, aber, also heute weiß ich nicht. Ne, kommt jetzt bald auch auf Deutsch raus. Das sollte man sich vielleicht auch auf Deutsch kaufen, wenn man Englisch nicht so gut kann, weil ne, schon viel auf Englisch drauf und gerade in diesen Keywords da, aber es geht ansonsten auch. Aber wenn ihr das primär Solo spielt für 25 Euro, kauft euch die englische Version, bis die deutsche Version da ist, habt ihr schon 50 bis 100 Partien gespielt. Auch das geht. Aber genau dieses Gefühl erzeugt dann auf einmal, dass man sagt, Mensch, das ist ja tatsächlich hier ein großartiges Spiel und dass das jetzt anderthalb Stunden dauert, ist auch vollkommen gerechtfertigt. Richtig, es ist auch ein großes Spiel. Auf dann, ja, also es ist auch ein Spiel, da müsst ihr euch auch, also die Partie mit Steffen hat tatsächlich eine Stunde gedauert, da waren wir relativ zügig durch. Okay. Aber das kann auch mal, je nach Nation, die ihr spielt und je nachdem auch zu zweit, zu dritt. Das ist auch nicht nur ein kleines Deckbauspiel, das eine halbe Stunde durch ist, das ist ein Dominion. Das ist ein großes Ziff-Spiel, halt als kleines Deckbauspiel verpackt. Ja. Und ich bin auch mal gespannt, ob das, also es ist jetzt halt, weil ich es gerade super gut finde, ist jetzt auf den Platz 2 hochgerutscht. Ich habe keine Ahnung, ob das nächstes Jahr immer noch hier drin sein wird, ob die anderen Spiele dann wieder hochgerutscht sind. Aber jetzt gerade catcht es mich halt extrem. Ist bisher für mich das Highlight des Jahres. Ihr werdet in 4-5 Monaten, 4 mittlerweile, wissen, ob es da auch geblieben ist oder ob noch andere Spiele kommen. Das ist ja erst bald schon wieder rum. Aber jetzt mal gucken, was bei Flo den silbernen Award hat. Mein Platz 2 hattest du tatsächlich und du hattest ihn gerade eben erst. Und es ist natürlich ein 4X-Spiel. Und es ist natürlich Size. Es muss Size sein, weil es einfach so viel Spaß macht. Wir haben gerade eben ja ein bisschen was darüber erzählt, aber ganz kurz nur, warum ist es dieses 4X-Spiel? Naja, weil du auf der einen Seite hast du hast ein Eurogame, ne? Du baust ein bisschen was, du hast deine Max, die du baust, du hast auf jeden Fall deine Ressourcen, du hast ja ganz viele Ressourcenfelder auf dieser Sache und du kannst Öl holen, du kannst Holz holen und du kannst letztendlich mit diesen ganzen Sachen dann wieder Gebäude bauen. Also du kannst in ein großartiges Spiel eigentlich machen, wo du die ganze Zeit nur vor dich hinbaust und hast so ein klassisches irgendwie, ich hole mir Ressourcen, kann die handeln. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass du aber raus musst auch. Mit den Arbeitern vielleicht, aber vor allem auch mit den Max, mit deinem Anführer. Und zwar musst du etwas erkunden. Du hast einmal die Fabrik in der Mitte. Ne? Da gibt es dann noch eine weitere, eine bessere Aktion, die du dir noch holen kannst. Eine 5. Aktion. Und es gibt so Begegnungen. Ben hat schon angesprochen. Es gibt mittlerweile eine ganze Erweiterung mit neuen Begegnungen. Und bei den Begegnungen ist es so, wir haben uns dann tatsächlich mal die Zeit genommen, gerade am Anfang natürlich, wo die Bilder dann noch neu waren, und haben einfach mal das Bild beschrieben, weil es einfach wahnsinnig schön ist. Du guckst auf dieses Bild und normalerweise bist du bei Eurogames so, ja, und dann mache ich diese Karte und sie heißt, alles egal, komm, ich setze da auf der Leiste nach rein. Ist es einfacher gewesen, das Bild zu zeigen? Ja, aber allein schon ne, erstmal quasi ein bisschen diese Schönheit so in den Gedanken aufkommen zu lassen. Ah, ja. Und dann kannst du natürlich immer noch zeigen, ne, ist es jetzt endlich der Zug oder ist es der Strand mit dem Schiff? Es tauchen häufig Max auf im Nebel, irgendwie diese irgendwie vorkommen. Es ist immer so ein bisschen dieses Setting zwischen Landwirtschaft und Krieg halt. Natürlich ein hartes Setting, aber natürlich dieses Spiel gibt das ja auch her. Ne, deshalb heißt es ja auch Sense. Das Auge ist mit, ist einfach so. Aber das Auge ist mit, wenn ihr jetzt gerade euch wundert, warum hier so viele einzelne Landschaften eingeblendet werden. Vielleicht ist euch ja was aufgefallen, wenn nicht, spur nochmal zurück und drückt bei jedem auf Pause und guckt mal, ob ihr das Easter Egg zu jedem Bild findet. Denn auf jedem Bild, oder auf jedem Hexfeld, ja, gerade in der modularen Erweiterung, ist ein Easter Egg drin. Super schön, genau. Also du hast das, wie schon erzählt, das Aufbauen und das Ressourcenmanagement. Du hast dann das Erkunden durch diese Begegnung. Du hast aber auch den Kampf und der muss gar nicht sein. Der Kampf kann total sein, aber dadurch, dass du sammelst du Sterne, das sind letztendlich Sachen, die Siegpunkte generieren. Und du bekommst aber nur für die ersten zwei Kämpfe bekommst du einen Stern. Ab dem dritten bekommst du nichts mehr und dementsprechend lohnt es sich für dich auch nicht total in den Kampf reinzugehen. Weil du musst, Sternen gewinnst. Du brauchst ja quasi, sobald du 2 Sterne hast, ne, weil du gewonnen hast, genau, den kriegst du nur, wenn du gewonnen hast. Und wenn du den dritten Kampf gewinnen würdest, dann wirst du keinen Stern mehr bekommen. Auf der anderen Seite kannst du es nicht ganz aufgeben, weil die Gegner natürlich auch danach gieren eventuell. Das ist ein Hauptproblem, gerade mit 3 Spielern und so weiter, weil wenn dann 2 gegeneinander kämpfen, dann ist das ja relativ leichte Beute für den Dritten, der die Macht noch übrig hat. Und das ist halt ein Belagern. Ich habe das vorhin schon gesagt, es ist manchmal so ein bisschen wie Kalter Krieg. Ich habe schon Partien gehabt, da kam es dann zu keinem Kampf und trotzdem waren wir hochgerüstet, die Max standen in Position. Es war nervlich super spannend und man hat aber über andere Sachen gewonnen. Denn auch entscheidend ist dabei dann letztendlich noch, wie so dein Ansehen ist. Ne? Also die Multiplikatoren für das, was du gemacht hast. Wie bist du in der Bevölkerung? Und du kannst sein, dass du ein geringes Ansehen hast und hast aber dann sehr, sehr viel Siegpunkte, die über andere Mechanismen geholt. Oder du hast ein hohes Ansehen, also einen hohen Multiplikator, hast aber nur geringe Erfolge geholt. Und dann ist es auch noch ein bisschen Area Control, weil auch das Punkte bringt.
Die Kampagne, die Fenris-Kampagne ist super. Die lohnt sich auf jeden Fall zu spielen. Da haben nette Mechaniken reingebaut nochmal. Sie haben schöne Story reingebaut. Also das solltet ihr auf jeden Fall spielen. Das sollten wir auf jeden Fall gemeinsam spielen mit drei Leuten. Die anderen Erweiterungen, die erste Erweiterung bringt nochmal zwei neue Völker dazu. Die lohnen sich, weil man kann es auch tatsächlich mit mehreren Leuten spielen. Ich würde es jetzt nicht unbedingt mit sieben Leuten spielen. Ihr seid Hardcore-Fans, weil das geht schon ziemlich dann auf die Downtime. Und ja, was dann so interessant ist letztendlich, ne, wenn ich so lange warten muss, weiß ich nicht. Zu vier, zu fünf, kein Problem, kann man es immer noch spielen. Und die zweite Erweiterung bringt die Luftschiffe. Und die Luftschiffe können entweder Waren oder Arbeiter transportieren. Sie können passiv oder aktiv sein. Sie können letztendlich sogar irgendwo Bomben werfen. Sie können richtig hart und gemein sein, aber sie können auch einfach nur zum Transport da sein. Ja, du kannst dieses Spiel immer in ganz vielen verschiedenen Settings spielen. Entweder landwirtschaftlich oder kriegerisch oder irgendwas dazwischen. Also ich habe es in diesem Dualismus noch, an dem Licht dieses Dualismus habe ich es noch gar nicht betrachtet. Ja. Dafür muss man tatsächlich mal ein paar Partien gespielt haben, dass man merkt, wo letztendlich auch die Möglichkeiten sind. Und du musst extrem dein Gegenüber beobachten, ne, was der andere macht. Okay, ich bin raus. Sicher ein hervorragendes Spiel, dass man häufiger spielen muss, um es noch mehr wertzuschätzen, aber war halt damals keine Zeit für. Es hat halt auch das große Problem für uns jetzt an der Stelle natürlich auch, bei wie vielen Spielen haben wir gesagt, ich wiederhole mich gerade, es ist so noch ein Spiel. Und bei wie vielen von diesen Spielen, bei denen wir sagen, müssten wir eigentlich noch mal spielen und wahrscheinlich eher zweimal spielen, wie viele von den Dingern sind einfach mega große Brocken, an denen du gerade mit Erklärung noch mal 3+ Stunden sitzt? Das stimmt natürlich. Und das ist das Problem. Lebenszeit ist brillant. Aber auch Size die ist halt... Tyrannei der Zeit. Richtig, Size ist ja auch so ein Spiel. Ich meine, wenn man sich, auch gerade wenn man jetzt mit einem Brettspiel-Hobby anfängt, das ist ein geiles Ding. Holt euch das. Das sieht geil aus auf dem Tisch. Ihr habt diese geilen Miniaturen, ihr habt diese Mechaniken, die auch nicht super kompliziert sind, wo ihr relativ schnell drin seid, dass ihr auch mit Leuten spielen könnt. Ich habe auch letztes Jahr, bin ja wie gesagt häufiger in meiner Spieleburg, hängt einfach so rum, redet auch mal mit Leuten über Spiele, und da waren auch welche, die waren auch so wenig Spieler, aber dieses Size, das fanden sie ganz spannend, das war ganz geil, das wollten sie haben. Ja. Ich habe mir so gedacht, okay, das wird vielleicht nichts für euch sein, aber das ist cool. Fuchst euch da rein, das ist ein geiles Spiel. Die waren anderthalb Wochen später wieder da und meinen, hast du mehr davon? Ja. Ich brauche Erweiterung. Ich will so, das heißt so, wir haben 30 Partien gespielt, macht mega viel Spaß. Das ist einfach so ein Teil, das ist ein cooles Ding und das kann man auf jeden Fall super gut haben. Hat überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun, aber ich muss gerade daran denken, in welcher anderen Rubrik von Fachgeschäft könntest du das Gleiche bringen, den gleichen Satz bringen? Genau. Jetzt stell dir mal vor, du gehst in ein Modegeschäft und dann ist einer so, also ich arbeite hier nicht, aber ich könnte Sie beraten. Gehen Sie sich doch mal hier, nehmen Sie mal das, gehen Sie sich mal umziehen in die Umkleidekabine, ich warte hier draußen. Nee, ich stimmt dir nicht so. Genau. Und richtig creepy wird es, weil du das im Unterwäschegeschäft machst. Oh Gott. Also, zurück kurz zu Size. Bei diesem Spiel absoluter Wahnsinn, großartig. Und jetzt zu deinem Platz 2. Mein Platz 2 ist, euer Platz 2 ist, ich glaube, das neueste Spiel in der Liste. Ich hoffe, ich habe mich nicht verschrieben. Es ist wirklich 2019. Also der Top 10. Nee, es war 2019. Das 2019. Richtig, das neueste. Es war von 2019. Stimmt, im Januar. Das weiß ich nicht. Oh Gott, wir haben eine Doppelung auf dem Treppchen. Es ist von einem Autor, den wir gerade schon beziehungsweise meinen. Einer Autorin, die auch Tussi Mussi gemacht hat. Naja. Ich glaube, es heißt so. Weißt du es schon? Nee. Also, nicht bei dem Titel. Nicht bei dem Titel. Also es heißt tatsächlich so. Ich hoffe, ich habe ihn nicht verschrieben. Tussi Mussi ist richtig. Ja. Und von ihr ist aber auch Mariposas. Ah. Und geschickt gesteckt heißt und Tussi Mussi auf Deutsch. Geschickt gesteckt ist nämlich Tussi Mussi auf Deutsch. Was? Elizabeth Hargrave. Ja. Und es handelt sich natürlich um, greif mal bitte hinter dich. Wo ist Flügelschlag? Da ist Flügelschlag. Und hier ist Flügelschlag. Bam. Es handelt sich um Flügelschlag und ist damit das dritte Mal, hattest du das auch? Ich hatte das irgendwo relativ weit unten. Das heißt, wir haben es jetzt tatsächlich das dritte Mal, deswegen lasst uns jetzt bitte weit aus. es ist ein super tolles Spiel, es ist ein fantastisches Gateway-Spiel, meiner Meinung. 60 bei mir. Gateway-Spiel, richtig. 5, 6, also mit anderen Worten sehr viel für meine Verhältnisse. Es ist ein absolut perfektes Gateway-Spiel, wir haben darüber geredet, ich wiederhole mich jetzt auch gerne. Das ist ja immer diese, man hat zu jedem Zeitpunkt eine begrenzte Auswahl an Optionen, bei denen teilweise auch einige wegfallen, weil es relativ deutlich ist, was besser und was schlechter ist. Es ist immer schön, die Vögel sind, ich hätte das nie gedacht, ich hätte das Thema für lange gekannt. Es ist ein super verbindendes Thema, mit dem voll viele Leute kommen, selbst wenn man nicht so auf Vögel abfährt. Vielleicht einfach so ein Wortspiel. Ja. Geschickt gemacht. Ist es so, dass es einfach ein wirklich schönes Artwork hat. Diese kleinen Infos zu den ganzen Vögeln und so weiter. Die Erweiterung, finde ich, funktionieren beide sehr gut. Die bringen so Sachen dazu, die es nicht irgendwie großartig komplexer machen, aber was verändern. Ich persönlich bin tatsächlich auch, ich mag die neue Nahrungsart in der Ozeanien-Erweiterung. Mhm.
Weil ich, also das soll einfach was anderes machen mit der Nahrung und nicht eine weitere Nahrungsressource sein. Und wenn man das so, da so rangeht, dann funktioniert das auch. Einfach wirklich ein richtig schönes Ding. Das haben, ne, das haben wir im letzten Video noch nicht gehabt. Annika hatte ein paar Freundinnen hier zu Besuch. Und das sind jetzt nicht irgendwie großartige Spielerinnen mit den Karten, also nur, dass die mal so ein Partyspiel, auch gerne, so Just One oder genau, eben solche Geschichten, aber die spielen jetzt nicht irgendwie die großen Kennerspiele. Und dann war ich, glaube ich, war sogar bei dir, ja, genau, während die dann noch hier waren und dann haben die hier Flügelschlag, so, ach ja, ja, können wir noch so machen hier, das sieht doch ganz lustig aus. Und dann kommt hier Flügelschlag auf den Tisch und ich sag, du hast mit denen was gespielt? Ja, super. Flügelschlag. Und ja, sie konnten es nicht zu Ende spielen, weil die Zeit dann durch war, aber sie wollen das nochmal spielen. Also das ist schön, das nimmt super viele Leute mit, das wird ein Klassiker, das ist ein Klassiker. Das ist ein Klassiker. Das wird immer ein Gespräch sein, das wird man immer bekommen können. Den Hype erfüllt. Ja. Den Hype als Gateway-Spiel durchaus erfüllt. Genau. Ich bin gespannt weiter. Ich gucke immer wirklich sehr gerne auf dann, gerade wenn Autoren solche Spiele abgeliefert haben, was machen die weiter? Die muss man auf dem Schirm behalten. Manche mehr, manche weniger. Und Geschickt gesteckt ist tatsächlich ein ganz anderes Spiel. Aber auch das funktioniert sehr gut. Das war eins, was uns mit am besten gefallen hat von den ganzen Shy-Button-Games. Okay. Das ist wirklich schon, das ist wirklich auch nett, also nicht vergleichbar mit dem, aber auch ein gutes Design. Mariposas kam bei mir dann wieder. Das war eine Katastrophe. Ich fand's nicht so gut. Wie gesagt, Donald X Vaccarino von Dominion hat ja auch Dominion gemacht. Und noch irgendwie Kingdom Builder, was auch so ein Spiel des Jahres geworden ist, weil das war. Man kann ja nicht jedes Spiel kann ein Erfolg sein, letztendlich, und total durchschlagen. Letztendlich, das war auch vielleicht eine schöne Idee beim nächsten Spiel. Aber wie gesagt, ich behalte es weiter im Blick, weil es ist ja sowas entsteht ja trotzdem nicht aus dem Nichts. Das ist ja kein Zufall. Ja. Die hat das ja schon ganz gezielt entwickelt. Die Erweiterungen funktionieren auch mit den Dingen, die sie dazu bringen. Ja. Deswegen, ich behalte Elizabeth Hargrave auf jeden Fall auf dem Schirm. Möchtest du noch was dazu sagen? Ich habe ja schon drüber geredet und wie gesagt, ich mag es auch, finde es auch super, spiele es immer wieder gerne. Also wenn ihr jetzt hier so die Hardcore-Vielspieler zu gucken, da spielt definitiv auch Schwächen. Die Erweiterungen bringen manchmal komische Karten rein. Aber es ist einfach, es macht einfach Spaß, ich spiele es immer wieder gerne. Und ja, also auch gerade die Erweiterung, die neuen Ziele, die noch mit so reinkommen, die das Spiel auch noch mal ein bisschen verändern, je nachdem, worauf ich das spiele. Gute Materialien hat es. Hochwertig. Es nimmt die Oceanic-Erweiterung, nimmt letztendlich diese Problematik mit den Eiern weg, dass man einfach die ganze Zeit am Ende auf Eiern nur noch spielt. Es macht einfach Spaß, letztendlich Ressourcen haben, zu Eier zu haben und zu gucken, welche Vögel man wieder nimmt. Und es ist ja so ein Mechanismusaufbau irgendwie und dann ein nettes Design. Ne? Die Eier sind auf einem Materialniveau mit den Steinen aus Azul. So von wegen so, ach. Ja. Ja, wunderbar. Ja. Und natürlich für jede Erweiterung eine neue Eierfarbe hinzu. Natürlich, die keine Bedeutung hat. Keine weitere Bedeutung. Vielleicht kommt das ja noch in irgendeiner Erweiterung. Ja, wer weiß. So, dann das große Finale. Oh, sehr unspannend, wenn wir gerade eine Live-Premiere haben, wird der Chat wahrscheinlich gerade zuspammt, was bei mir auf Platz 1 sein wird. Ja, und zwar, das ist tatsächlich nicht besonders. Es ist wirklich super easy. Winter der Toten. Ist ja nun so ein Spiel, das viele Fans hat. Ich bin da jetzt nicht so ein Fan von, weil man läuft irgendwie irgendwo lang, geht zu so einem Gebäude, durchsucht und das. Hat das auf Platz 1. Würfelt und. Da kommen jetzt noch 10 andere. Würfelt und dann kann man irgendwie sterben. Und dann ist man halt tot. Und das fand ich fand's echt nicht gut. Hat mir nicht so viel Spaß gemacht, weil es hat viele Fans, aber das ist so eine Mechanik, die fand ich einfach mega doof. Die hat mich sehr in diesem Spiel gestört, weil es mir auch echt ständig passiert ist. Und dann habe ich jetzt von diesem Spiel gehört. Hab mir ein Kumpel Marcel davon erzählt, meinte, oh, total cool, und guck mal, das Spiel größer als meine Tochter, die war damals 2 oder so, und da habe ich mir auch Kommentare auf Boardgame dazu durchgelesen. Das Schlimme ist, ohne dich jetzt zu sehr aus dem Fluss bringen zu wollen, dass diese Beschreibung Marcels zu dem Spiel, die schränkt das nicht ein. Das schränkt das nicht ein. Hallo Marcel. Und da habe ich mir halt auch auf Boardgame Kommentare durchgelesen, da gab es auch damals noch gar nicht so viele, da haben auch Leute geschrieben, ja, das ist voll doof, dann würfelst du und stirbt dein Charakter. Ich dachte so, das Spiel werde ich echt nicht so gut finden. Und dann kam Marcel vorbei, hat das Ding mitgebracht. Wir haben nur das Tutorial davon gespielt, wo man auch nur 2/3 vom Spiel überhaupt sieht. Und ich fand es danach schon so mega gut, dass ich es mir auf jeden Fall kaufen würde, dass ich wusste, ich werde dieses Spiel absolut lieben. Marcel sagt es mittlerweile verkaufen, sagt, er findet es nicht so toll. Aber ich wollte gerade fragen, Marcel das auch zu Hause zu spielen? Marcel hat das nicht mehr zu Hause. Dann, Göttingen wäre wahrscheinlich die einzige Stadt in der 2. Dann habe ich halt geguckt, wie kommt man da ran? Und dann habe ich halt gesehen, okay, dieses Ding kostet einfach 500 €. Und das war ein Kickstarter, den es gar nicht mehr gibt. Das heißt, ich hätte irgendwie mit Versand und allem und Ebay-Gebühren und so irgendwie 600 € dafür zahlen müssen. Ich habe es dann irgendwie mir aus Frankreich geholt, wo ich es noch ein bisschen billiger bekomme, aber es war schon relativ viel Geld dafür. Und habe ich es mir bestellt und seitdem bin ich auch bei mehr Partien als zu Terraforming Mars. Das sind, glaube ich, jetzt mittlerweile 150. Du rechnest jedes Jahr als eine Partie, ne? Genau. Ja, also, ne? Und
Kingdom Death Monsters. Ich weiß, wer das so ein KDM. Sorgen, ich hatte es ja aus Versehen rausgehauen. Andererseits, wer es bis dahin noch nicht gewusst hat, kann auch mit KDM nichts anfangen. Richtig, nein, einfach absolut großartig. Und ich habe das ja auch in diversen Listen auch schon auf Platz 1 oder 2 gehabt, die wir gemacht haben. Und da habe ich ja noch gar nichts zum Spiel gesehen. Wir haben nur die, ich habe immer nur so die ersten 10, 12 Jahre gespielt. Ich habe zig Partien, Kampagnen gespielt. Immer, wie man das angefangen, auch wirklich, ne, 10, 12 Länder, die sind schon 40, 50 Stunden Spielzeit, die da drin stecken. Und Flo meinte irgendwann mal, dieses KDM, weiß ich, dass es das gibt, sag mir gar nicht so viel, ich weiß, du bist da ganz begeistert von, ich habe irgendwie bald noch mal irgendwie ein paar Tage Urlaub, wenn du willst, wir können alles Mögliche spielen oder das. Ich wusste nicht, worauf ich mich einlassen wollte. Und dann haben wir das Ding halt gespielt und ja, es kam, glaube ich, auch bei Flo ganz gut an. Ja, ich habe es bei mir ja auch hochplatziert gehabt, ne, also... Wir werden da auch noch mal ein richtiges Video machen, wo wir noch ausführlicher drüber reden werden, weil das Spiel braucht, mein Video dazu dauert 1 Stunde 45, das ich damals gemacht habe, als der zweite Kickstarter lief, und man könnte 3 Stunden darüber reden. Wir werden noch mal ein paar Anekdoten erzählen, noch mal ein bisschen Pro und Contra, was es auch gibt, natürlich ein paar Einschränkungen, aber noch ein paar Lobeshymnen und noch mal ein paar geile Momente, wo man einfach noch mal, ne, ein bisschen ins Staunen reinkommt, was genau das Spiel so leisten kann, und dann vielleicht auch wieder ein oder anderen, der denkt sich, Mensch, Wahnsinn, wenn ein Spiel so etwas schaffen kann, wenn es solche Momente erreicht von die Leute stehen nicht am Tisch, was ich immer so als größten Lob für ein Spiel habe, sondern die Leute stehen auf dem Tisch, weil sie es nicht fassen können. Ne? Das ist aber, Ben, sehr gefährlich mit der Platte. Ja, ich habe ein bisschen Sorge gehabt, dass es dazu kommt. Ne? Ja, aber Katja, also für die, die es gar nicht kennen, das ist ein Spiel, wo Flo meinte ja auch, es ist kein Spiel, nee, es ist schon ein Spiel, es ist so eine eigene Welt, ein eigenes Hobby. Man kann auch nur mit KDM, wenn man das einzige Spiel hat, super viel Spaß haben. Das ist einfach so ein Darkest Dungeon, ist so ein Computerspiel, das auch in eine ähnliche Richtung geht. Ihr erwacht quasi so einer Welt voll Dunkelheit, ihr seid irgendwie überleben, ihr wisst nicht, wo ihr seid, wann ihr seid, was ihr seid. Ihr wisst nur, okay, ich lebe, und da ist ein riesengroßer Löwe, der so groß ist wie ein LKW, und der frisst hier alle um uns herum, packt, wir müssen irgendwie den jetzt platt machen. Und dann schafft ihr es oder schafft ihr es nicht mit euren Leuten, könnt da rumlaufen, gehen in die Kämpfen, das ist ein bisschen wie so ein World of Warcraft Bosskampf, aus dem Positionieren, seine Waffen gut einsetzen, und dann kommt ihr halt, habt ihr den irgendwann hoffentlich besiegt, wenn ich fragt ihr mal von vorne an. Dann kommt er in so eine Zuflucht, so ein glühendes Lanternhort, trefft halt andere Überlebende, entwickelt Sprache, und dann wisst ihr, okay, wir müssen losgehen, um zu jagen. Das heißt, ihr macht dann halt so viele, ja, so Grinden quasi, wo halt wieder gegen Wild Lion oder gegen so eine Antilope kämpft, und wenn ihr halt die dann besiegt, dann kriegt ihr halt irgendwelche Ressourcen, und bei den Ressourcen dann könnt ihr halt damit neue Gebäude in der Stadt bauen. Bei diesen Gebäuden könnt ihr, oder in diesen Gebäuden könnt ihr Waffen bauen, ihr könnt euch neue Ausrüstung holen, irgendwelche Trinkets oder so, für die halt wieder bestimmte Ressourcen braucht. Also geht ihr wieder los, kämpft gegen den, könnt dann vielleicht, je nachdem, was ihr schon so für Innovations entwickelt habt, neue Sub-Events bei diesen Gegner triggern. Auf dem Weg dahin habt ihr eine Jagd, wo total unterschiedliche crazy Sachen passieren können, wo einfach Charaktere sterben können oder nicht sterben können. Auch wenn Leute das Spiel spielen und sagen, wir haben so zwei, drei Partien gespielt, fand ich jetzt nicht so gut, hat mich nicht so umgehauen. Das habe ich auch schon, als es bei den Zuschauern drin war, gesagt. Es ist ein bisschen wie D&D auf Level 1 bis 3. Ihr seid am Anfang super fragil, ihr könnt recht schnell sterben. Das ist noch so, da kann das Spiel sehr hart sein. Wenn ihr irgendwann mal relativ weit seid, so lernt dann ihr 10, 12, 15 von so 25 bis 30, wenn man spielt, dann passiert euch das wahrscheinlich nicht mehr. Ihr könnt dann immer noch komplett viben. Das gehört zu diesem Spiel dazu. Dieses Spiel will euch töten. Genau, das Spiel ist gemein. Es ist gemein. Böse. Genau, das ist kein Feel-Good-Spiel. Das ist ein Spiel, wo, wenn mal was läuft oder was richtig gut läuft, du halt es gar nicht fassen kannst vor Freude. Aber richtig, in den meisten Momenten ist es so, wo reingetreten, was ist es? Ist es giftig? Ach Mist. Was kommt da? Ist es gut? Nein, es ist natürlich nicht gut, was da ankommt. Ja, nichts aus der Dunkelheit mit 5 Köpfen ist gut. Das Spiel will auf jeden Fall euren besten Charakter töten. Und das wird es auch in der Regel schaffen. Das gehört einfach dazu. Ja. Aber das macht auch die Epicness aus. Also ich kenne wenig, was so groß ist. Und wie gesagt, als ihr das gespielt habt, ist es einfach nur, man spielt das und denkt sich danach, wie soll ich jemals wieder andere Spiele spielen können? Die sind auch alle nett, aber es ist halt nicht KDM. Das ist schon, was da auch an kreativer Idee von dem Auto drin steht. Wir sind doch alles gar nicht gesehen, dass wir irgendwelche auf einmal irgend so einen Mistkäfer besiegt haben. Und dann konnten wir irgendwie Landwirtschaft entwickeln. Und dann konnten wir unsere Waffen verbuddeln. Und dann wurden die irgendwie besser, wenn wir sie wieder ausgebuddelt haben. Aber alle Leute, die da mitgebuddelt haben, die haben auf einmal eine Allergie gegen Insekten bekommen, und haben wir 3 Jahre später das wieder ausgebuddelt, und es ist kaputt gegangen, weil Flohn 1 gewürfelt hat. Oh, und dann kam irgendwie der... Es war super. Schade, dass das noch weiß mit der 1. Aber die Sache ist die, das ist ein Spiel, wo die Erwartungshaltung und die Leute, die da rangehen, das ist kein Rollenspiel-Light oder sowas, wo man seine Charaktere spielt, die man auflevelt und so weiter. Das hat Charaktere und das hat Auflevel. Die sind eine Ressource. Aber was es ist, ist es, dass es ein, das ist ein Bosskampfspiel. Also auch wenn du einige Sachen wiederholt machst, das ist immer so ein Bosskampf. Die Bosse sind das Highlight, die nennen dieses Gegner. Also genau, also das Spiel hat nochmal eine Unterteilung zwischen normaleren Gegnern und Bosskämpfen, aber es sind im Endeffekt sind sie eine Abfolge von Bosskämpfen, bloß halt mit leichteren, wiederholenden und mit einzelnen. Und dazwischen ist es eben so, dass man eben diese Siedlung hat.
und die managt und alles, was damit zusammenhängt, und die Charaktere sind einfach ein Teil dieser Siedlung, die man verwendet wie die Gegenstände. Ganz weit gefasst. Richtig. Und das sollte man halt wissen. Und dann ist es nämlich, ansonsten denkt man nicht so, hä, was jetzt, die Figuren tot und so weiter. Es geht nicht darum, ein Attachment zu den Figuren zu entwickeln. Die Figuren werden auch nicht, das werden keine Leute, die eine Geschichte haben im Sinne von, das ist jetzt Arthur, der Ritter, der dann auszieht, um irgendwas zu machen oder sonst irgendwas. Solche Geschichten entstehen nicht, sondern das Ganze wird ja getragen, weswegen das auch noch diese ganzen abstrusen Sachen so stark verinnerlicht, weil es so eine albtraumartige Welt ist. Das ist alles irgendwie psychedelisch. Das ist, als ob ihr in einem Albtraum steckt, aus dem ihr nicht aufwachen könnt, ja, so ein bisschen. Man weiß es auch nicht. Die Figuren, die ihr spielt, das sind irgendwie normale Personen, aber irgendwie auch nicht. Selbst die wirken. Die werden geboren und können gleich kämpfen gehen, weil sie gleich erwachsen sind. Genau, also es ist alles, es ist wirklich so. Genau, schon. Wie ein Albtraum. Schwer fassbar, genau, ja. Und das ist halt sehr clever, weil das ein Vehikel bildet, um diese ganzen abstrusen Sachen zu tragen, ne? Das Gegnerdesign auch logischerweise, oder die Dinge, die dann mit euren Charakteren passieren können oder runterfallen. Ich meine, ihr könnt ja noch, du kannst ja, ich vermute, wir können das Gespräch an der Stelle gleich fortsetzen, sagen, was euch am Ende eurer Kampagne passiert ist, kurz bevor ihr ganz durch gewesen wärt. Was ist denn da passiert? Kurz bevor wir ganz durchgewesen wären. 100 Stunden. Wir haben ja das erste Mal überhaupt so weit gekommen. Der alte Endboss, den es vor der letzten Kickstarter-Kampagne gab, war der Watcher. Da waren wir schon, okay, wir haben uns jetzt hochgerüstet, mal gucken, ob wir den schaffen oder nicht. Super viel Angst, weil Big Endboss. Boss. Wenn du ihn nicht schaffst, bist du tot. Das ist der einzige Endboss, wo du sofort tot bist, wenn du ihn nicht schaffst. Ne? Ansonsten hast du halt verloren und die Leute sind tot und du hast ja noch andere Leute. Aber hier bist du raus aus dem Spiel, das Spiel endet. Und wir haben uns halt auch ich habe mich hingesetzt bei dem Flo. Also in der Theorie, guck mal, der hat so und so viel Leben, du hast die und die Waffen, wir greifen den an, dann machst du den Schaden, greifst ihn nochmal, dann mache ich einen Schaden, dann mache ich. Selbst wenn wir nur 50% der Fälle treffen und wirklich Schaden machen, ist der tot, bevor er einmal dran ist. Ja. Und genau so war es. Wir sind hin, haben den umgehauen, der war nicht einmal dran, es hat nur einer vielleicht einen Arm verloren, glaube ich. Wir waren super vorbereitet, haben uns dafür gut Zeit genommen, ne? Das war alles gut. Und danach geht's noch weiter, man spielt noch 5 Lentinies weiter, dann kommt auf einmal der Gold Smoke Knight, das ist der neue super krasse Endgegner, der bestimmt super krass gewesen wäre, aber der hatte kein Attachment mehr irgendwie. Der war nicht storymäßig eingebunden, der war einfach nur da. Als ich dann auch gelesen habe, was passiert, wenn man den besiegt oder nicht passiert, dann war ich so, okay, das ist super unspektakulär, ich habe eigentlich gar keinen Bock weiterzuspielen. Wo meine, komm, wir versuchen es nochmal, aber ab da, wo man den besiegt hat, kann man alle Gegner nur auf dem allerhöchsten Level spielen, wo die richtig den Boden mit einem aufwischen können, wobei den allein auf Level 3 haben wir zu zweit platt gemacht. Und dann war so, okay, spielen wir noch weiter, haben noch 2-3 Partien gespielt. Auf einmal passiert so das Ding, dass wir jetzt so ein Event würfeln, wo wir uns irgendwie ein Settlement-Event, wo wir uns irgendwie auf der Rückkehr von so einem Event verlaufen. Von einem Gegner, der uns total fertig gemacht hat. Wir hatten noch einen Überlebenden und ein Savior, der so ein super Charakter ist, der aber ganz schnell weg ist. Und dann haben wir uns halt mit dem im Nebel verlaufen und dann hatten wir die Wahl, okay, wir kehren jetzt zu unserer Siedlung zurück und haben irgendwelche Einschränkungen oder so. Oder wir starten mit dem, was wir jetzt haben, eine neue Siedlung. Weil wir uns verlaufen haben, fangen wir mal neu an. Ja. Aber wir hatten halt schon die aus am Anfang, ne? Man craftet hat sich am Anfang an so ein Ländenschurz. Wir haben das, was wir dabei haben. Nehmen wir mit in die neue. Alles, was wir zu Hause gelassen haben, alle Charaktere, die wir zu Hause gelassen haben, die sind weg. Und das waren halt schon die super hochwertigen Level, kleinen Stücke, wir hatten super krasse Waffen, wir haben eine Antilope gehabt, wir hatten 30 Ressourcen, das heißt, wir wussten, okay, wenn wir jetzt neu anfangen, dann haben wir einen super krassen Kickstart, wir können uns noch ganz andere Sachen vom Spiel angucken. Und da habe ich halt gesagt, okay, ich hab Bock, das definitiv weiter zu spielen. Es wird halt wieder viel Zeit kosten, sonst werden wir im Herbst nicht schaffen, aber wir werden es jetzt demnächst noch einmal spielen, um danach auch das Video zu machen, was immer am besten, wenn es wirklich auch fresh ist. Und es ist ein Spiel, es ist super teuer. Klar, Miniaturen kann man sagen, brauche ich nicht. Ohne die Miniaturen wäre das Spiel aber vielleicht auch gar nicht so geil, man weiß es nicht. Aber es ist gay, also ich bereue kein Euro, den ich in dieses Spiel gesteckt habe, weil es einfach eine super krasse Erfahrung ist. Ich glaube, wir hätten die einzelnen Zuschauer an den Anfang setzen sollen, weil das wäre gerade eine gute End. kann man zur Not den Cut irgendwann setzen. Ja, was ist denn deine Eins? Mein Platz. Überrasch mich. Doch. So. Dieses Spiel ist Mutter und Vater zugleich aller Worker-Placement-Spiele für mich. Auch in der Praxis, nicht nur für dich. Und es ist so, dass ein großartiger Autor, der noch viele, viele andere Spiele rausgebracht hat, dieses Spiel herausgebracht hat und sich komplett gewandelt hat, denn er war eigentlich mal bekannt für Bonanza. Genau. Was ich übrigens lustigerweise letzte Woche gespielt habe. Also Bonanza. Erstaunlich gut, hätte ich gedacht. Aber dann hat er gesagt, nein, ich probiere was anderes. Die Leute haben ihm ja gesagt, du brauchst eigentlich nichts mehr machen nach Bonanza, da kommst du eh nicht mehr drüber. Und dann hat er angefangen und hat Agricola entwickelt. Und Agricola habe ich wirklich über 100 Partien gespielt, weil
es ist so unglaublich vielfältig und es ist so simpel in seiner Art. Es ist wirklich für mich ein Gateway-Spiel, was ich benutze für Leute, die gerne ein bisschen spielen, aber die ansonsten noch nicht im Kennerbereich Spiele spielen, weil man einen Mechanismus, der logisch ist. Du holst dir Holz auf dem einen Feld, weil du Zäune bauen willst und dann gibst du die wieder ab und die Zäune brauchst du letztendlich, um deine Tiere zu halten. Oder du gehst dorthin und kriegst Fischen und fürs Fischen kriegst du Nährwerte. Und die Nährwerte brauchst du halt am Ende von deiner Season da letztendlich. In der Erntezeit, da erntest du etwas, das musst du vorher angebaut haben. Dafür brauchst du letztendlich Getreide, zum Beispiel das Saatgut. Oder du brauchst Gemüse, das pflanzt du an und das wächst dann. Und dann kannst du wieder was abernten. Du kannst Brot backen. Natürlich, wenn du Brot backen willst, dann brauchst du dafür was in den Ofen. Für Ofen brauchst du Leben. Also die Systematik ist einfach logisch. Und in dem Spiel kannst du vorplanen. Hier ist es nicht so, dass du letztendlich kurzfristig entscheidest, was du machen möchtest. Ne? Wir sprachen mal darüber, das ist eine Systematik, die du lieber magst, letztendlich dieses Handeln es ist so mit dem, was du magst. Taktik versus Strategie. Genau. Ist, und hier haben wir ein richtig hartes Strategiespiel. Du weißt, wie lange das Spiel geht. Du weißt, in welchen Phasen welche Karten kommen. Zwar kann es mal unterschiedlich sein. Die letzte Phase ist nur aus einer Karte. Die vorletzte und die vorvorletzte Phase sind jeweils aus zwei Karten. Die können unterschiedlich kommen, aber du kannst trotzdem ungefähr dir vorstellen, was du machst. Du hast am Anfang nur zwei Arbeiter, ne? Mutter und Vater. Du kannst dann Kinder dazu kriegen. Du musst dir überlegen, wann hole ich mir die, denn wann muss ich sie versorgen? Es gibt Battle-Karten, die sind 3 Siegpunkte wert und jetzt minus 3 Siegpunkte wert. Und jetzt kommt es, das Spiel ist auch hart und es ist gemein. Und das finde ich großartig an diesem Spiel. Denn wenn du es auf einem gewissen Niveau da mit Leuten spielst, kannst du es so spielen. Du kannst wirklich erahnen, okay, in den Runden kommen jetzt die und die Karten und die wollen sich das holen. Das ist deren Plan A und das ist deren Plan B. Und ich habe diese Pläne A, B und C und ich kann etwas machen und kann trotzdem probieren, denen das zu vereiteln und es ist wie ein Wargame. Es ist ein Wargame als Eurogame quasi mit einer Mechanik, wo es um Schafe und Rinder und um Gemüse geht. Und das finde ich einfach unglaublich wahnsinnig. Die wenigsten werden es auf dem Niveau spielen, aber was du davor gesagt hast, warum das eben auch in der breiten Masse gut ankommt, ist eben die Mechaniken, so komplex sie sind, weil natürlich heutzutage noch andere Hauskaliber entstehen, aber da steckt schon was drin. Die sind halt intuitiv, weil so langweilig oder gut man das Thema finden kann, das Thema die Mechaniken gut in sich aufnimmt. Und es ist immer so, dass wenn das zusammenpasst, das Lernen leichter fällt. Das fällt mir immer wieder und immer verstärkter auf, sobald das Thema irgendwie drauf liegt, aber nicht wirklich was mit den abstrakten Regeln. Ich meine, also Mechaniken sind immer abstrakt, wenn man es drauf runterbricht. Aber es gibt einfach Mechaniken, die fühlen sich an, als würden sie zu dem passen, was als Thema drauf liegt. Und es gibt Spiele, bei denen ist das nicht so. Und Agricola ist ein Spiel, bei dem ist das so. Mhm. Und deswegen kannst du es trotz seiner im Vergleich hohen Komplexität, im Vergleich zu normalen, kleineren Familienspielen, trotzdem eine relativ breite Menge vorsetzen. Plus es ist ein Thema, das ist ein Gegeneinanderspiel, aber trotzdem ist ein Thema wichtig dafür, wie angespannt du beim Spielen bist. Wenn du ein Spiel über Krieg und Auseinandersetzung spielst, ist man, oder sind viele zumindest, auf einer zumindest unbewussten Ebene ist noch mehr Anspannung drin. Mhm. Und bei Agricola ist halt das Gegenteil der Fall. Weil du immer noch, du machst ein friedliches Thema. Unter der Oberfläche schlummert halt das Wargame. Aber am Ende. Genau, es ist jetzt, also ist auch nicht so, dass keiner Spannung drin ist. Ja. Immer noch ein gegeneinander Spiel. Aber ja, das war gespielt, da steht schon eine gewisse Spannung. Das Thema sorgt dafür, dass du eben mehr Leute ranführen kannst, die ansonsten sagen, dann ist ja so ein Anxiety, also so ein Anspannungsproblem, ist ja bei vielen immer die Hürde, um irgendwas auszuprobieren oder zu machen. Mhm. Ja, in ganz vielen Fällen. Also bei D&D wollen die wenigsten Leute Spielleiter ausprobieren, weil in Online-Rollenspielen genau, wollen die Leute nicht den Tank spielen, also den, der vorne weggeht. Und hier kannst du es einfach machen, weil es letztendlich das Thema dich mitnimmt und über den Mechanismus da sammelt. Genau, es spielt einfach super einführt. Viel zusammen, das den Perfect Storm ergeben hat, den perfekten Sturm einfach ergeben hat. Und dadurch diesen ewigen Klassiker erzeugt hat, der bis heute auch ganz viele Sachen inspiriert. Der immer noch von mir unglaublich häufig gespielt wird, dafür, wie häufig ich ihn schon gespielt habe und wie alt er schon ist. Denkst du, welche Komplexität das hat? Es gibt eine... Auf BGG meinst du? Von 5? Ja, ich überlege mal gerade. Ich würde mal schätzen... 2,3. Nee, ich würde sagen 3,3, 3,4. Ja? Einer von euch ist dichter dran. Das ist 3,64. Ja. Das sind schon viel dafür, dass es eigentlich relativ elegant ist. Ich spreche kurz über die Erweiterung, bevor du noch ankommst. Und zwar Erweiterung gibt es die Moorbauern-Erweiterung. Die bringt Pferde noch mit rein und noch mehr Sachen, die du bauen kannst bei großer Erweiterung. Nämlich nochmal einmal eine doppelte Lage darüber. Und es bringt noch Moor, was du als Heizwerk noch benötigst. Und es gibt dann letztendlich noch Felder, die du noch, also das Moor musst du letztendlich erstmal trockenlegen, damit du es halt bewirtschaften kannst.
Und du brauchst es, weil du, es wird kalt. Du brauchst den Heizwert, genau, richtig, ne? Also eine zweite, Komponente. Natürlich nicht. Doch, es gibt noch, letztendlich, es gibt noch so Aktionskarten, noch abhängig davon, wie viele Spieler es sind. Und auch das ist, es ist sehr spielerangepasst, ne, das Spiel. Je nachdem, wie viele Spieler es sind, ändert sich immer alles da quasi bei der Aktionsfelderauslage. Und diese Mauerbauern-Erweiterung ist gut, die ist super gut. Die kann man spielen ab, würde ich mal sagen, 20, 30 Partien, sollte man die mit dazu nehmen, wenn man möchte. Die schafft eine interessante Erweiterung und lässt aber das Spielgefühl immer noch da sein. Es wird einfach kniffliger. Nimmst du sie immer mit rein? Nein, tatsächlich nicht. Okay. Ich spiele vielleicht jede fünfte Partie mit Mauerbauern-Erweiterung. Terrifying Master 3,24. Oh, lustig, interessant. Dann gibt es Kartensets. Und zwar, man kann das ganze Spiel ja ohne Karten spielen, also ohne kleine Erweiterung und ohne Ausbildung. Aber die normale Version letztendlich hat Kartensets. Und zwar in der Variante, die ich habe. Ich habe noch die ursprüngliche Erweiterung, ursprüngliche Spiel. Da gibt es quasi einmal die interaktiven Kartensets. Mhm. Es gibt die Einsteiger-Kartensets und es sind die komplexen Kartensets. Die kenne ich auch. Ja. Und du kannst quasi darauf einigen, welches Kartenset möchtest du davon spielen. Und dann haben sie angefangen über Meisterschaften oder Länderdecks oder einen Alien-Deck. Also der Hammer. Eine gewisse Art von Humor. Genau. Eine gewisse Art von Humor, aber auch Abwechslung reinzubringen. Also bis zum Umfallen Abwechslung. Ne? Diese Kartensets habe ich fast alle noch nicht gespielt letztendlich. Ja, lustigerweise. Weil ich einfach mit dem, was ich da habe, vollkommen zufrieden bin. Weil die Auswahl ja schon so riesig ist. Ich habe ja schon jetzt einen so großen Auswahlstapel an Karten, wovon ich ja immer nur 7 Stück pro Spiel sehe, ne? Weil ich die bekomme. Das wird's mir gar nicht geben. Das ist ein Grund, aber kein Hindernis. Was sagst du dazu? Ja, ich habe sie auch schon drin gehabt. Ich finde es auch absolut großartig. Ich finde auch die Weiterentwicklung davon, Caverna, die ja, glaube ich, 2, 3 Jahre später rausgekommen ist, mag ich auch sehr gerne. Ich mag die tatsächlich auch beide. Also da gibt es ja auch schon noch Erweiterungen für, die es noch asymmetrischer machen. Deswegen kommt das auch ganz gerne mal auf den Tisch. Aber ich habe es auch lange Zeit mal als Gateway-Spiel benutzt, wenn ich mir Leute, so auch manchmal Kollegen aus dem Kino eingeladen habe, wo ich wusste, okay, die haben intellektuell schon was drauf, den kann ich auch mehr als Mensch ärgern, den ich vorsetzen, das kriegen die hin. Und das war dann auch so, dass ich das mit denen gespielt habe und die dann auch hinterher saßen und dann meinten, ja, boah, das war schon krass, aber es war auch gut. Also wenn du das mal wieder spielst, sag mal Bescheid. Es ist schon lustig, dass so ein Spiel, das über Terraforming Mars eingestuft wird, als Gateway-Spiel auf dem Tisch. Ja, weil das halt mit dem Thema, das aber Gateway ist natürlich, ne, auch, wo Flo ja oft sagt, ne, das ist für ihn ein Gateway-Spiel oder so ein grobes Kennerspiel. Das ist halt, wenn man Spiele nicht sich selbst erarbeiten muss, sondern die halt erklärt bekommt von jemandem, der es kann. Sag, guck mal, das und das kannst du machen, das sind deine Optionen. Dann ist man da auch viel, viel schneller drin, als wenn man sich das halt selbst erarbeiten muss. Zum Schluss kurz ein bisschen Pathos. Uwe, danke für das Spiel. Ja, wirklich. Es hat ja auch wirklich die Spielewelt verändert, weil es war ja so mit, also ne, Kaidos war zwar vorher auch schon Worker-Placement, aber ich glaube, viel mehr Spiele sind von Agricola inspiriert als von Kaidos oder Kaidus, so wie auch immer man es ausspricht. Ja. Und da hat ja auch Uwe Rosenberg dann, hat ja auch das gemacht, was er, also ne, das ist ja ein Optimierungsspiel und das hat er auch so ein bisschen mit seinen Spielen selbst gemacht. Ich meine, alles danach, ist, ne, auch Caverna fühlt sich an wie so ein optimiertes Agricola und auch so ein Aller Erde fühlt sich nochmal an wie so ein optimiertes. Aber Caverna wieder komplexer, kannst du dann wieder nicht so als Einstiegsspiel nehmen, hat dann wieder ein bisschen mehr, ne? Richtig. Ne? Weil Le Havre ist schon, sich schon auch. Also, das ist schon ein anderes Spiel. Aber es kamen noch viele, viele gute Spiele von ihm natürlich, aber, ne, also, es ist Agricola geblieben und, auch Schafe sind Geschichten und so. Schafe, ganz wichtig. Le Havre sind keine Schafe, oder? Das habe ich gerade nicht mehr. Weiß ich gerade nicht mehr, also, das sind bestimmt auch ein paar Sachen. Aber auch, also, viele gute Spiele. Ich glaube, das ist wahrscheinlich einer der meisten genannten Autoren in dieser Liste. Ich persönlich würde tatsächlich tendenziell, also, ihr habt beide nicht so wahnsinnig viel gespielt. Ich würde eher Caverna spielen, aber es liegt wahrscheinlich ein bisschen an dem Thema und vor allem die mit der asymmetrischen Völkererweiterung finde ich das auch nochmal spannend. Mhm. Ist aber das sperrigere Spiel auf jeden Fall. Genau. Ja. So, jetzt Community Nummer 1. Spannung. Oh ja, jetzt kommt das. Da kann ja auch, ne, wenn gerade Premiere, dann haut man in den Chat, was ihr denkt, was da die Nummer 1 ist. Bleibt ja nicht dann, mehr so viel. Lass ich mir noch ein bisschen Zeit. Es ist ein Spiel auch von 2016. Ist ja erstaunlicherweise nicht Gloomhaven. Nee, hat man schon. Und es ist nicht Frankenstürfen war auch schon. Und Flügelschlag war ja auch über 2. Was bleibt denn noch übrig? Ja, was bleibt denn noch übrig? Auch ein Spiel von 2016. Der beste Spielejahrgang. Einer der besten Spielejahrgänge. Es ist nicht Kennerspiel des Jahres geworden. Die Spiele sind scheinbar auch gut gereift. Es ist nicht Kennerspiel des Jahres geworden. Es wurde geschlagen von Exit. Okay, na auch. Allein deswegen mag ich sie. Nein. Und es ist ein Spiel, das ich hier habe. Mhm. Greif noch mal bitte da rein. Ich meine, natürlich Phase 10. Ja, sehr gute Wahl. Das ist älter als 2016, sondern es handelt sich um dieses gute Stück, das wir nicht hinstellen können. Das wäre zu gefährlich, wenn wir das hinstellen. Eindeutig. Und wir stellen einfach diese Sachen hier. Echt? Ihr habt Terraforming Mars auf der 1 gewählt? Ja, wie hammergeil ist das? Groß ist Terraforming Mars, das ist richtig. Und auch das haben wir hier.
Fall mir bitte nicht um, danke sehr. Na gut, das ist bei uns allen in der Top 10. Das, was ich immer noch nicht richtig mal so durchgespielt habe und irgendwann bestimmt dazu kommen werde, die Erweiterung dazu. Die anderen Erweiterungen sind in der Box drin, keine Sorge, die sind auch da. Terraforming Mars. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen drüber geredet, auf einem viel zu niedrigen Platz. Also ich, da hätte ich auch beinahe abgebrochen, muss ich sagen. Aber was soll man machen? Großartige Wahl. Wäre bei mir auch in der Top 3 drin. Wahrscheinlich auf der 1 aus dem einfachen Grund, dass das Spiel ist. Keine Spoilers, gerade ein eigenes Video. Wenn wir das irgendwann mal machen, ist eh eine Weile hin, weil ich würde sehr viele Sachen aufzählen, über die wir gerade geredet haben. Terraforming Mars, bei mir ein ganz besonderer Platz, weil das so das Spiel ist, mit dem das angefangen hat. Ich bin ja, also Ben rekrutiert ja gerne von seiner Arbeitsstelle dann, wenn es mal irgendwie dünn wird. Der ewige Pool, da ist auch ein hoher Durchlauf in so einem Kinobetrieb. Und dann irgendwie kam das mal auf den Tisch, ich weiß gar nicht, wie sich das ergeben hat. Davor hatten wir ab und zu mal einen Abend mit lockeren Spielen, so Werwölfe, so die gespielt werden. Und das musste irgendwie gespielt werden und dann ist das halt hängen geblieben. Ne? Das Thema ist super, dieses ist ja gerade sowieso ganz interessant. Wir versuchen ja gerade zum Mars zu kommen, hoffentlich. Also eines meiner Lebensziele ist ein sehr passives. Ich möchte dabei sein, wenn die ersten Menschen den Mars betreten. Das ist wirklich so, da bin ich unfassbar dann gespannt drauf. Dann tun wir was dafür. Und werde da garantiert nichts direkt zu beitragen, außer Daumen drücken. Und das Thema ist da halt super drin. Dieses Ausspielen von Karten und immer mehr Sachen machen können. Man hat immer interessante Dinge zu tun. Selbst wenn man die Partie nicht gewinnt, du hast am Ende einfach unfassbar viel gemacht. Du hast immer wieder andere Karten der Zusammensetzung. Es gibt diese zig Konzerne, wobei, ne, am Anfang denkst du, die Startkonzerne, die sind schon alle interessant und machen unterschiedliche Sachen. Die Konzerne in dieser Erweiterung, das sind so viele geile Sachen, wenn du doch gleich denkst, boah, was, jedes Mal kriege ich gleich das, wo ich die Produktion steigere, eine Ressource rein und denke, das klingt ja auch nicht so viel, aber dann kann ich ja genau diese Karte noch spielen. Und dann kriege ich ja nochmal eine Ressource. Und bei den ganzen Geldkarten ist einfach super. Die Interaktion ist gegeben. Das hat halt ganz viel mit Timing zu tun. Auf dem das Placement auf dem Board, das ist ja auch eine strategische Komponente. Wo gehe ich mit den Städten hin? Wo mache ich Grünflächen? Wann mache ich das? Die Meilensteine sind so austariert, dass du nicht wirklich eine Chance hast, alle drei zu kriegen, außer das Spiel läuft irgendwie ganz seltsam, weil es schon in unterschiedliche Richtungen geht. Es steckt unfassbar viel drin. Unfassbar viel. Und wir haben über das Grundspiel vorhin schon sehr viel geredet. Wir haben über die Erweiterung nicht so viel geredet. Da drüben sitzt ja der Purist. Der sagt, man braucht zwei Sachen. Man braucht Hellas und Elysium und man braucht Preludium. Und das Grundspiel. Und zwar aus zwei einfachen Gründen. Hellas und Elysium für die Abwechslung, damit die Meilensteine und die Auszeichnungen durchgetauscht werden. Ja, zwei neue Karten, ne? Die Felder sind ja auch anders. Die Felder sind anders angeordnet, genau. Das allein für die Variabilität, wenn man alle drei Runden dann theoretisch schon nur noch das sieht, das trägt wirklich unheimlich viel bei. Und Preludium für den Kickstart, das ist einfach schon auch am Anfang, wenn du dann da sitzt und schon überlegst, welche dieser Preludium-Karten, die ja wesentlich stärker sind als normale, welche behalte ich, wie passt das dazu? Und asymmetrische Startfunktion letztendlich oder Stein, ne? Richtig. Und vor allen Dingen, die ersten Züge sind ja die, wo du eher mal ein bisschen weniger machst, wenig Geld hast, wenig Karten ausspielen kannst und das wird damit quasi übersprungen. Du steigst mehr oder weniger in Runde 3 ein. Und manche Konzerne werden dadurch ein bisschen interessanter. Ja. Ne? Weil du halt einfach sagen kannst, okay, ich habe gewisse Voraussetzungen jetzt und dann wird der Konzern, es gibt ja manche Konzerne, die einfach ein bisschen schwächer vielleicht sind oder schwieriger zu spielen, die kann man damit dann einfach ein bisschen pushen und sie werden dann auch mal ausgewählt. Du hast auch noch ein bisschen mehr eine Richtschnur eventuell aufgrund deiner Präludiumskarten, welche von den Startkarten du jetzt behalten willst, je nachdem, wie das zusammenpasst. Also schon, da fängt man schon mit richtig viel interessanten Entscheidungen an dadurch. Und bis hierhin sind wir einfach alle d'accord. Es wären übrigens auch die Erweiterungen, die ich als erstes reinnehmen würde. Also zuallererst das Spielbrett und dann die Präludiumserweiterung. Und dann bevor man die braucht, kann man locker 20, 30, 40. Ja, richtig, richtig. Aber das ist ja bei einem guten, soliden Grundspiel immer der Fall. Nächste halt Venus, da fängt sich dann schon ein bisschen zu scheiden. Was macht nächste halt Venus? Das bringt mehr von dem, was schon drin ist, aber nicht nur. Also da ist es schon zum Beispiel, so du sagst, das bringt einfach noch mehr von den Karten. Von den Karten habe ich so schon sehr viele, sehe ich sowieso nicht alle Spiele. Ich sag ja, also ich finde, die Floater-Mechanik ist auch schon was Neues und man macht dann hier bei sich mehr. Neue, finde ich auch fast genau. Zu leicht, weil du mit diesen Floatern super viel machen kannst. Aber ich finde die auch interessant, dass du letztendlich auch noch was hast, womit du auch ein bisschen Interaktion zwischen den Karten hast. Das finde ich großartig. Ich mag die Floater-Erweiterung sehr gerne. Ich mochte es immer sehr entspannt, weil zumindest in der Erweiterung, das ist halt eine Form von Ressource, die mir nicht wieder abhanden kommen kann, wie Tiere. Ja.
Das ist sehr entspannt für mich. Ja, so, du magst nichts abgeben. Ach, ich mag auch das tatsächlich die eine Sache, die das ist ein Spiel, das ja sehr viel mit Karten, die für dich positiv sind, arbeitet. Und es hat sehr wenige Hastigkeiten, ne, wo du dann dem anderen Pflanzen zerstörst, klassischerweise durch die Kometenabstürze. Und es ist für mich so ein Spiel, es gibt Spiele, die haben halt sowas grundsätzlich immer drin, dann ist das so eine Erwartungshaltung. Hier ist das so, das ist eigentlich die ganze Zeit nicht und dann kommt es mal und dann, finde ich, passt es nicht so rein, das sticht für mich so ein bisschen raus. Ich finde es nicht so schön. Du kannst dir nicht sicher sein. Ich finde schon, du kannst halt deine Pflanzen einfach nicht immer horten, weil du weißt, die können gleich weg sein. Dann bist du halt gezogen, das zu bauen. Ja, die Effekte, auf das hinaus, auf das verstehe ich schon alles. Gut. Ich persönlich finde sie nicht so angenehm. Das aufgebaut und ist weg. Die können, finde ich okay. Ja. Und also, ne, das ist halt nächste halb Venus. Da gibt's auch, kommt auch eine neue Leiste dazu, die nicht voll sein muss, um das Spiel zu beenden. Aber dadurch geht das Spiel auch potenziell ein bisschen länger. Wie gesagt, die Karten bringen noch mehr rein. Und ich liebe es einfach, was kommt da an Karten auf mich zu. Ich habe noch länger diesen Erkundungsaspekt von Karten. Das ist eben bei nächste halb Venus der Fall. Das nächste war dann Kolonien. Und hier wird's halt schon sehr anders. Und hier ist es auch so, dass man's nicht uneingeschränkt empfehlen kann. Wir sind jetzt in einem Verkaufsgespräch. Das bringt eine neue Mechanik hinein, in der man eben diese Kolonien anfliegt, die auf anderen Himmelskörpern sind. Je länger niemand hingeflogen ist, desto mehr steigert sich das. Man kann da Kolonien errichten, um Boni abzugreifen. Und es ist die Spielerreihenfolge, die Startreihenfolge wird plötzlich viel wichtiger von Generation zu Generation zum Beispiel. Was ein Problem sein kann, ich bin mir immer noch nicht 100% sicher, ob das auch 100% alles durchgehend passt oder ob es nicht dann teilweise zu sehr ein Startspieler, also es kann einfach sein in dem Moment, dass wenn der da Startspieler ist, ist gerade einfach super passend für ihn und für dich nicht. Und wir hatten manchmal das Problem, so sehr man die Karten mischt man ja mit rein, die neuen, die dann sich auch auf die neuen Mechaniken beziehen, sowas wie Kolonie errichten, zusätzliches Schiff bekommen. Theoretisch verteilen die sich ein bisschen mehr, aber in der Praxis haben wir es tatsächlich so gehabt, dass es teilweise sehr bei einem gelandet ist. Das muss man wissen. Und das ist aber, es bringt wirklich neue Mechaniken rein. Ne? Dieses, warte ich ab, geht jetzt kein anderer hin, nächste Runde gibt's noch ein bisschen mehr, will ich Karten ausspielen, die darauf gehen, wenn ich sie in die Finger bekommen habe. Und vor allen Dingen sind halt nicht immer alle im Spiel, außer ich bei der maximalen Spieleranzahl eventuell. Selbst dann fehlt vielleicht noch einer, das weiß ich gerade nicht aus dem Kopf. Es sind nie alle Kolonien im Spiel. Es sind immer begrenzt und je nachdem sind ja auch plötzlich die anderen Karten unterschiedlich wertig. Ja. Ne? Wenn du mehr Bakterien bekommen kannst, dann sind halt Bakterienkarten potenziell besser. Also wie gesagt, Kolonien auch wirklich sehr gut, aber aufgrund der wirklich gesteigerten Komplexität, erst nachdem ihr das Grundspiel entsprechend häufig gespielt habt. Und zum Glück gibt's ja nicht so viele Erweiterungen, sind wir ja schon bei der letzten. Wir hören ja auch gerade auf irgendwie, ne? Ich glaube, es kommt. Ich würde auch nicht sagen, dass noch einer kommt. Also ich wüsste von 6, es sind jetzt 5. Oder? Ich würde eher irgendwann mit einer Neuauflage rechnen. Haben wir ja indirekt gerade mit Aris Edition. Aber ganz kurz, Aufruhr auch nochmal, wie Kolonien bringt neue Spielmechanik rein, die das Spielgefühl auch verändern. Mehrheitensystem tatsächlich. Ich habe es bisher nur zu zweit gespielt. Das funktioniert. Ich muss es dringend mal mit 3 oder 4 sehen, weil ich glaube, dann entfaltet es richtig seine Wirkung. Und ganz wichtig, ist das, was die Komplexität des Spiels am stärksten nach oben treibt. Weil plötzlich in jeder Runde Ereignisse stattfinden, die auch was kosten können, die man im Voraus sieht. Das heißt, plötzlich muss man wirklich 2 Runden ganz konkret im Voraus planen. Auch das Geschmacksfrage, aber die sind beide in sich auch wirklich sehr gut. Und wenn ihr super viel Terraforming Mars gespielt habt, die geben dem noch mehr. Und das haben wir noch nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob wir jemals dazu kommen werden, wenn man das alles auf einmal reinwirft. Ah, das ist wie Arkham mit allen Erweiterungen. Das könnte dann schon fast zu viel sein. Das wäre auf jeden Fall mal interessant. Geht so. Also Terraforming Mars schon alles zusammengespielt? Weiß ich nicht, aber will ich gar nicht. Also. Weil Terraforming Mars an sich ist halt ein gutes, komplexes, anspruchsvolles Kennerspiel, das ich spiele, wo ich Spaß dran habe, und je mehr Erweiterungen ich reinnehme, gerade wenn ich alle reinnehme, dann ist es halt nicht mehr das leichte Kennerspiel, dann ist es wie Seven Wonders Duel, nur dass es sich so anfühlt wie nach Runde 1, wenn es Runde 2 sind. Also es ist wirklich ein mega krasses Ding, wo so viel drinsteckt, was alles gut ist, das funktioniert alles. Und sicher wird es auch noch hier Zuschauer geben, die jetzt auch gerade in den Chat schreiben, in die Kommentare, spiele ich immer, macht total viel Spaß. Yeah. Das ist halt so ein aufgeplärtes, wirklich aufgeblähtes Experten-Ding, wo so viel drin ist, dass ich da sitze und denke, das ist cool, das ist fordernd, aber es ist mir zu viel. Ich mag das normale Terraforming Mars, nehme auch gerne mal eine Erweiterung rein, aber ich brauche nicht alle haben. Wenn wir jetzt im Jahre 2017 wären und es diese Erweiterung gerade alle geben würde und wir das Spiel noch 100 Mal pro Jahr spielen würden, dann würde ich jetzt wahrscheinlich sitzen und sagen, Leute, nehmt alles rein,
sein, das ist mega toll, aber es kommt halt mittlerweile nicht mehr so immer noch gerne auf den Tisch. Ich würde nie zu einer Partie Nein sagen, aber ne, für so alle ich drei Monate mal zweimal spielen, dann brauche ich halt das Grundspiel, brauche nicht den ganzen anderen Kram. Die Phase, die Zeit des Spiels ist jetzt leider schon vorbei. Auch wir spielen Terraforming Mars immer noch, auch immer gerne mit drei oder vier oder fünf Leuten, aber Aufruhr oder Kolonien kommen selten dazu, weil es das Spiel wirklich, ja, es macht es nochmal viel, viel komplexer. Die Mechaniken greifen nicht so gut ineinander über. Das Grundspiel mit Venus, Wahnsinn, reicht aus. Also Venus würde ich tatsächlich, ich würde sagen, Venus würde ich auch immer mit dazu packen, weil einfach mehr Karten ist mehr gut. Ja, man kann aber auch schlechter planen. Also du kannst ja so schon nicht 100% planen, was du machen willst, aber so kannst du bestimmte Kartenkombinationen bauen, damit halt nicht mehr. Dass die Symbolverteilung, die bleibt, glaube ich, ungefähr gleich. Ich habe es nicht genau durch die Karten. Ja, aber vieles bezieht sich auf Symbole. So die Wahrscheinlichkeiten, bestimmte Symbole zu kriegen, bleiben auch ungefähr gleich, ist zumindest mein Gefühl gewesen bei der Partie mit dem und die Flotter-Mechanik. Ich persönlich, wie gesagt, ich mag die total, die Karten, die sich dann gegenseitig befeuern, ist einfach hier nochmal was bei mir in meinem Board, in dem Tableau-Building, wie du gesagt hast. Ich würde also drei Sachen immer mit reinnehmen und die beiden würde ich auch eher abwechselnd dazu nehmen und auch eventuell ab und zu weglassen. Aber ich finde sie beide auch wirklich gut. Habe ich auch zweimal schon gespielt, tatsächlich leider häufiger dazu gekommen, will ich unbedingt mit mehr Spielern mal ausprobieren, nicht nur zu zweit. Die ändern aber auch wirklich das Spiel. Und deswegen solltet ihr das euch ausprobieren und es kann gut sein, dass ihr sagt, das liegt mir zum Beispiel nicht. Ja. So, dann kommen wir zu Platz 0. Platz 0? Platz 0 ist, dass ihr jetzt verratet, wie dicht ihr dran gelegen habt. Du weißt, dass du um 1 daneben gelegen hast, gerade schon noch. Ja, genau. Haben wir die Liste? Wo haben wir die Liste habe ich da. Ich verspreche mal kurz aus dem Bild. Genau. Ben kann inzwischen ja mal sein. Also wir haben anfangs gesagt, dass wir denken, unsere Listen ganz gut einschätzen zu können. Bei dem einen weiß ich nicht, ob du schon hattest. Wenn nicht, vermisse ich es sehr. Oh, okay. Aber ich bin bei 80%. Oh, spannend, ja. Und ihr? Also wir haben KDM, Imperium, Terraforming Mars, Dawn of the Zed, Arkham LCG, Spirit Island, Cthulhu Wars, Death May Die. Wir sind also bei... Auch bei 80%. Auch bei 80%. Welche hat noch drin? Wir hatten überlegt, ob du City of Angels hast, aber es kann sein, dass du es schon vorher hattest. Genau. Okay. Ich habe dir vertraut. Ja, Dominion, aber das hattest du auch schon. Hattest du auch schon, genau. Und dann fällt sich schnell genug ein. Wir hatten Too Many Bones zwar in der Überlegung, aber wie gesagt, da war ich der Meinung, das hast du ewig nicht gespielt. Richtig, deswegen ist es rausgeflogen. Das war auch schon, genau. Genau. Bei dir? Also bei mir, Root. Ja. Agricola. Era of Tribes. Wasserkraft. Auf jeden Fall. Ein Fest zu Odin hattest du nicht drin? Nee. Da hatten wir nicht überlegt, welches Uwe Rosenberg könntest du noch haben? Le Havre oder ein Fest für Odin? Ja, ich dachte, da kann ich es mehr als eins geben, aber ist nicht drin. Nee, kann man ja auch nicht. Size, Arkham Horror. Wo hattest du Altiplano? War das schon? Altiplano war schon. Da haben wir über die Alpakas geredet. Ja, ich dachte, hättest du noch nicht. Terraforming Mars und Everdell. Also auch 8 von 10. Spaceland wusste ich aber, hätte ich wissen können. Weiß ich, wie begeistert du davon bist. Es war noch nicht. Es muss also kommen. Genau. Und Pandemic Legacy dachte ich auch, du hättest es schon. Nee, hatte ich nicht. Ich hatte noch keinen Pandemic. Bei der Community Top 10 haben sie sich das übrigens nicht getraut. Ja. Die habe ich auch schon irgendwann mal gesehen. Die hätte ich wahrscheinlich auch noch. Du das noch gewusst. Natürlich nicht, aber. Leute, es war großartig. Ja, es war ein bisschen kürzer als geplant tatsächlich. Na, um Gottes Willen. Wir haben leider nicht die, es wurde ja mehrfach gewünscht, das Epic XXL 4-Stunden-Finale. Wir haben es noch nicht geschnitten, aber ich glaube, das haben wir nicht geschafft. Aber es war großartig, wir hatten viel Spaß und wenn man den Kommentaren trauen kann, dann ihr auch. Das freut uns natürlich sehr, wobei viele wahrscheinlich auch das Video nicht geguckt haben werden, weil 2 Stunden, 3 Stunden, da schalten viele auch nicht rein. Aber wenn man bedenkt, wie viele Leute das nicht geguckt haben, guckt doch mal die Aufrufzahlen der alten Videos an. Ich glaube, wir machen das Ganze für die Leute, die 2 Stunden, 3 Stunden gucken wollen. Ne? Aber was machen wir denn jetzt? Wir filmen jetzt gar nichts mehr zu tun. Jetzt machen wir, Friedemann Friese würde sagen, jetzt machen wir Feierabend. Schreibt doch mal in die Kommentare, wer bis hierhin durchgehalten habt, was für so Listen oder eventuell andere Themen euch gerade in so Dreierrunden interessieren. Genau, so Listen, Talkformate. Wir machen da auf jeden Fall noch mehr zu, weil es uns Spaß macht. Wenn ihr zuguckt, ist das ein toller Bonus. Richtig. Und je eher wir noch wissen, was ihr da gut findet. Wir quatschen einfach gerne. Wir werden es auf jeden Fall auch wieder live machen, weil es wird ja auch ein paar Mal gewünscht, mach das bloß nicht live, dann dauert es zu lange. Ja, ne, sehen wir ja. Und es wird auf jeden Fall am Ende des Jahres wieder die Top 10 geben. Ich hoffe, dass es wieder so eine Gaudi wird. Letztes Jahr hat es einfach super viel Spaß gemacht. Und Essen werden wir bestimmt auch noch vorher mal was machen. Und auch danach und währenddessen. Also da kommt noch so einiges. Bin mal gespannt. Theoretisch ist es so ein Format, wo ich irgendwann mal gesagt habe, alle 2 Jahre reicht.
Dann hat mich die Realität eingeholt. YouTube funktioniert einfach so. Man könnte das auch jedes halbe Jahr machen. Die Leute, also es ist einfach so, die Leute gucken sowas immer wieder gerne. Aber das ist halt viel zu früh. Wir können das nächstes Jahr wahrscheinlich gar nicht so machen wie jetzt, weil jetzt haben wir natürlich über alle Spiele so erzählt. Das ist ja jetzt ganz neu und so. Es wird ein anderes Format geben. Es wird irgendwie anders gehen. Wir werden das machen. Oder vielleicht, dass wir sagen, nur unsere aktuellen Top 25, Top 50. Lasst euch dann nächstes Jahr mal überraschen. Ich sage, es wird auch Ende des Jahres wieder ein Community-Voting zum besten Spiel des Jahres in verschiedenen Kategorien geben. Nehmt da auch sehr, sehr gerne dran teil. Wenn wir nächstes Jahr wieder so eine Top 100, Top 50 machen, auch wieder mit Zuschauer-Voting, das haben Leute gefragt, 1197 Leute haben teilgenommen an diesem Voting. Das ist schon eine Menge, das ist schon viel. Und wenn das nächstes Jahr 1198 oder 99 wären, würde ich mich auch sehr freuen. Und ja. Wenn ihr Bände Freude machen wollt, dann lasst einen Daumen da oder abonniert den Kanal. Die Leute, die bis hierhin geguckt haben. Dann Daumen nicht, abonniert vielleicht schon. Also, ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Das sage ich jetzt vor allen Dingen, weil die Premiere wahrscheinlich abends ist. Das heißt, es ist wahrscheinlich gerade Abend für viele von euch, die zugucken. Und freue mich auf jeden Fall darauf, euch demnächst entweder im Livestream zu sehen, dann auch vielleicht mal direkt sich zu unterhalten, falls ihr euch da noch nicht gemeldet habt. Schaut da gerne vorbei oder dann im nächsten Video. Macht's gut. Bis bald. Und tschüss. Thank you.